jetzt ganz schnell, Streamopfer des Tages, und dann gehen wir in Among Us. So, Channelname maximal, Games und Movies hier. So, los geht's. Wenn ihr selber schon mal DLGU gewonnen habt, dann schreibt. Ah, Channelname Bonjo muss auch selber schreiben, ne? Dann schreibt nichts in den Chat, ansonsten Schreck 3. Oh, ich bin hier, ne? Scheiße, fast hätte ich mich verarscht. Ah! Nein! So, kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Glückwunsch, Pub Reigns, hier ist ein Preis. Then check this out. Ready now? Ich muss jetzt schnell machen, wir müssen rein. Wir warten alle schon bestimmt. Nein! Mann! Scheiße. Okay, RIP. Check this out. So. So lange wirst du VIP. Fuck. Wie viel ist es? Ich muss in Discord. Wie viel ist es? Wie viel ist es? Oh mein Gott, wie knapp war das denn? Das war ja fast ein Spiel schon wieder. Oh mein Gott, mal 4, leck mich doch im Arsch. So. Aber das schafft Chu. Ja, das schafft easy. Ich würde, wie viel wiegst du? 92. Ich, 92 plus Vlesk mit 72. Also ich könnte, glaube, also ich könnte euch dich schon heben, aber ich könnte wahrscheinlich jetzt keine Kniebeuge damit machen. Aber check this out. Naja, du. Wie groß bist du, Tim? Ich bin 1,83. 1,83. Jetzt werden die alle da gelegt. Chef, mach die Ohren zu. Mach die Ohren zu. So, hier dein Preis. Check this out. Speech to text quasi. Alles, was kommt, mal 4. Oh mein Gott! Never mind, alles, was kommt, mal 16. Was? Was? Dass man so, wenn man redet, direkt Captions. Oh mein so, Gott! Doch, gibt's einen Fehler? So, Google Captions quasi, die sind alle einfach. Ja, das geht weg. Aber Tim, du siehst gar nicht aus, 92 Kilo. Oh, 2 Monate! Ein Tag. Das geht ja noch voll klar. 16 Tage. Was sind 16 Tage in... Ach, scheiße. Ich kann es nicht googeln. Könnt ihr es bitte selber ausrechnen? Ich muss jetzt hier rein. Ich muss jetzt hier rein. So. Hallo? Ich halte mich einfach mal da raus. Also. Ich habe schwere Knochen. Tim, ich habe hab auch schwere Knochen. Stabiles Kreuz. So nämlich. Nee, nee, bei mir liegt das nicht an den Knochen. Nee, nee, da kann ich mir nicht raus. Ich habe Dual-PC-Setup. Schu, du wirst dich erschrecken, wenn ich mal vor dir stehe. Weil Weitwinkel-Cam macht alles so klein. Ne? Alles. Ja, wieso denkst du, ich bin klein oder was? Nee, aber weil du sagst, ich sehe nicht aus wie 92 Kilo, du. Schau dir das mal an nachher, du. Ja, ich weiß nicht. Hallo. Ich finde, du siehst nicht aus wie 92. Bitte? Wie groß bist du, Schuschu? Ich bin 1,83. Was? Hör, bist du gleich groß? Nein, bist du nicht. Schuschu, du bist. Warte, Moment. Habe ich da was falsch gesagt? Schuschu, no, you're not. Ich weiß ja nicht, Schuschu. Ich stand schon neben dir. Also, sie hat das Mikro. Ja, okay. Ich war gerade ganz kurz. Ich war gerade ganz kurz ernsthaft. 1,71. 1,71, okay, so groß wie Chris. Ja. Ich bin nur 1,72. Ah ja, stimmt. Mein Zentimeter wieder. Sorry, Trilux hat tatsächlich nicht geglaubt, dass ich 1,71 bin und wir haben ein Metermaß genommen und ich bin nur, ich glaube, 1,70 oder 1,71. Ja. Ich glaube, die meisten Männer haben das Problem, weil fast alle denken, dass sie größer sind, als sie in Wirklichkeit sind. So. Die meisten zumindest. Nee, bei mir ist andersrum. Du machst ein bisschen mit. Wie bitte? Alles gut.
Ja. Ich habe eine Frage. Ich bin, jetzt seit, ich bin seit zwei Wochen nicht da gewesen. Gibt es ein Update oder sowas? No. Nee, 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 immer noch. Dass du hier bist, Simon. Update. Hallo, Simon. Zum Luxus gibt es hier nicht. Ja, hätte sein können. Hey. Oh. Schön, deine Stimme wieder zu hören, ganz ehrlich. Ja, ich habe jetzt Umzug fertig, jetzt bin ich am Start. Nice. Let's go. Matteo, wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich bin aber größer als 1,50, deswegen stimmt es nicht, die Theorie, die du hast. Warum guckst du dir mein Instagram on Stream? Ich habe das gestern Nacht, habe ich dich durchgescrollt, so zwei Jahre, und dann habe ich gesehen, wie krass du dich verändert hast. So zwei Jahre durchgescrollt. Eigentlich eher drei oder vier. So Instagram-Chronologie. Ja. Kennt ihr das nicht, dass ihr manchmal, wenn ihr so Leute so irgendwie attraktiv findet, ihr dann einfach so scrollt und scrollt und scrollt und irgendwann denkt ihr so, krass, wie... Nee. Nicht? Okay. Die war ja nicht immer so attraktiv und so. Attraktiv. Nee. Ja. Nee. Kenn ich nicht. Kennt ihr nicht. Okay, das ist gut. Alles klar. So, okay. Ja, geil. Ja. Wir sind heute viele, glaube ich. Let's go. Also im Worst Case 13. Ich glaube aber vielleicht 12. 11 oder 12 oder so. Ja, Jester Jakal sind an. Oh, ah, nein. Nice. Nein. Nice. Ich bin heute... Gönner. Spendabel. Der irgendwie mit seinen Kindern zu McDonald's fährt. So, ah, komm, nein. Leute. Oha, Jeff, neue Frisur. Was Chris hatte einen nicen Tag, hatte einfach schön ein nices Training, denkt sich, let's go. Ich habe gerade so Mango gegessen, übrigens sehr lecker. Oh, Mango, geil. Oh, das Simon wird dich auch. Du süßer, du. Oh, Mango. Mm. Ganz ehrlich, ich habe deine Energy vermisst, Simon. Deine Stimme. Und jetzt die Jester-Runden, bei denen wir dich wieder hassen. Die dann kommen jetzt wieder zurück. Du musst richtig dann. Heirate mit, doch einfach. Heirate mit. So ganz. Ganz interessante Stimmung hier irgendwie drin. Ne? Boah. Mhm. Ganz interessante? Ja. Leute finden sich. Ach, egal. Das kann ich, will gar nicht weiter ausholen. Okay. Ja. Jetzt sind wir gerade 10. Warte mal, wir fehlten noch. Also, ich glaube. Timid. Ja, ich glaube, mir. Timid. Genau. Timid müsste noch kommen, glaube ich. Chiki ist da. Nevermind. Genau. Mia hatte, glaube ich, abgesagt. Oder sie hat gesagt, sie entscheidet spontan, ob sie kommt. Ey, Leute. Tiki, tiki, tiki. Irgendwer fehlt mir gerade noch, den ich auch im Command drin habe. Shorty ist da. Yes, yes. Shorty! Tiki, Jeff, Shorty. Party. So, hi. Irgendwer fehlt mir hier. Baso? Party? Baso ist im Urlaub, glaube ich. Timid steht bei... Ist es nur Timid, der noch... Ja, okay. Ja, ich guck mal, stimmt, der Rest ist da. Ich guck mal, ob er mir geschrieben hat. Wenn nicht, können wir eine Runde ohne Timid machen. Das Ding ist, das ist so ein Pattern, das wiederholt sich gerade bei Timid. Was für ein Pattern? Dass er immer zu spät kommt. Ah, er hat mir geschrieben, bin heute eine Stunde später am Start. Okay, alles klar. Schon wieder? Ich schreib ihm mal. Das ist schon gemacht. Alter, dumme Sau, ey. Was ist das jetzt? Ich schreib ihm, brauchst gar nicht mehr kommen. Arschloch. Ja, von allen. Oh. Okay, das Arschloch lasse ich weg, aber brauchst gar nicht mehr kommen, schreibe ich ihm trotzdem. So, nice. Hast du das jetzt wirklich? Ja, hab ich ihm geschrieben. Mal gucken. Geil. Ich bin gespannt, was er darauf reagiert. Ja. Er wird wahrscheinlich einfach nur antworten, okay, mach ich was anderes. Er ist es gewohnt. Ich schreibe ihm immer so. So, geil, dann lass uns loslegen. Okay. Aber dann nehmen wir... Sollen wir Jester trotzdem drin lassen? Und Ja. Nein. Das ist meine Lieblingsrolle. Ja. Wir können ja Jakar du bist aber auch, wenn du kein Jester bist. Ja, genau. Also ist egal, ob wir die an- oder ausmachen. Ja. Eben. Du bist immer Jester. Das ist denn, das denkst du nur. Kann man dann neutrale Rollen so 0 bis 1 machen, dass nur so zufällig mal ein Jester dabei ist und nicht immer? Ach, du bist ein Schweinehund, wirklich, dass du da sowas sagst. Das ist so auch so eine direkt. Idee, dass du lässt. Jeff, gefällt diese Idee, er wird direkt das sagen. Durch. Ja, achso, Simon, nur ganz kurz für dich. Ich weiß, es ist bei dir dann ein bisschen schwierig, aber wir haben die Regel, dass man, ich weiß nicht, ob du die schon kennst, dass man, wenn der zweimal hintereinander zuerst redet? Nee, das war ja, sehen, genau. Ich töte niemanden, deswegen muss ich nie donaten. Ehre. Also, Vlesk braucht die Subs, sage ich nochmal, ja. Aber wie donatet man denn bei. Wie geht es bei YouTube? Das kann ich gar nicht, glaube ich. Ja, bei YouTube gibt es das noch nicht. Gifte Zapfen kommen erst 2022. Okay. Einfach, wenn Simon gekillt wird, Kondome kaufen. Das ist gut. Genau. Kondome kaufen. Okay, ja, das ist gut. Was gut ist, das ist ein guter Deal. Weil für jedes gekaufte Kondom wird eins gespendet. Mhm. Ehre. Ehre. Ja, eine Packung oder ein Kondom? Ja, was mache ich dann für jedes gekaufte Kondom wird auch ein Kondom verschenkt. Das heißt, auch wenn eine Packung gekauft wird, wird eine Packung verschenkt, sozusagen. Okay. Ah, ja, man kann die ja für Kindergeburtstage, wenn man keine Balance hat. Ne? Okay, lass einfach... Ah, ja.
Interessant. Ah, nee, warte mal, wenn man Kondome benutzt, gibt es auch keine Kindergeburtstage. Das sind noch Leute, oder? Okay. Sind schon alle drin? Nee, ist alter. Mit kommt in der Stunde. Wir sind ja bei 10. Ach, mir egal, ich starte einfach. Okay, haben wir immer beides, Spaß. Oder? Weil Neutral 2. So, Chat, ich gewinne jede Runde jetzt. Jede Runde wird gewonnen. Wird vielleicht ein bisschen schwer. Detektiv. Schwer? So, okay, wir laufen. Wie du mit deinen 92 Kilo. Oha! Stop it, wie er hittet. Okay, Kompliment. Okay, Detektiv. So, wir gehen hier mal dran. Wir machen natürlich auch unsere Aufgaben. Es ist nicht nur, also nicht so, dass wir den Fall einfach lösen, sondern... Natürlich werden wir auch unsere Aufgaben machen. Ist niemand gestorben gerade? Bless kommt rein. Okay, Jeff kam von aus dem Labor. Ich lebe. Ich lebe. Leute, let's go. So. Oh ja, das ist jetzt ganz komisch, weil Jeff kommt mir entgegengelaufen aus dem Labor. Ich laufe ins Labor rein und da liegt einfach Parzival. Also im Laufweg von Jeff. Okay, ich sag dir eine Sache dazu, Mente. Ich bin von Dropship Richtung Office gelaufen. Oh nein, Simon fängt jetzt an. Oh ich sag dir was. Ja. Also ich hab mir einen Wunsch gehabt, und zwar, dass ich als erster sterbe, wenn ich 2 Wochen weg war. Und jetzt bin ich nicht als erster gestorben, jetzt bin ich glücklich. Ab jetzt ist alles egal. Okay. Ich dachte, okay, es gibt 2 Imposter und einen Jackal. Die Chance, dass ich sterbe, ist hoch. Aber ich habe überlebt. Keine Sorge, ich hab dich geschildert, Junge. Wirklich? Wow, Ehre. Ehre, dann gesse ich dich jetzt raus. Nein, okay. Also so. Jeff ist übrigens der Mörder, ja. Ja, war jemand im Camps? War Camps an? Matteo, wo hast du gerade reported? Im Eingang vom Lab. Also wenn du ins Lab reinläufst, vielleicht 3 Schritte rein. Aha, das ist interessant, weil du kamst gerade tatsächlich unten links vom Vent in Admin auf mich zugelaufen und du bist 5 Sekunden vorher rechts aus Office rausgelaufen. Ach. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich Matteo war. Also guck mal, es ist jetzt so eine Nummer, dass ich jetzt zugegeben habe, dass ich dich süß finde und jetzt musst du mich ärgern deswegen oder so? Nee. Ich würde davon ausgehen, wenn du gerade reportest und gerade neben mir Matteo steht, dass es vielleicht ein Morphling sein könnte. Haben wir Dinges an? Weiß nicht, ob du es noch gesehen hast, Chu. Du standst da unten in Lower Decon, richtig? Ja, nee, ja, ich bin gerade reingelaufen. Hast du Matteo auch gesehen? Ich habe keinen mehr gesehen, nee. Was haben wir, ich habe nur Chibu gesehen, mit ihr bin ich links reingelaufen. 2 Sekunden und dann wird reportet. Schaut dir das Light gefixt. Nee, das haben wir nicht an, Simon, das haben wir aus. Also hat Mantle kein Bait gekillt. Ja, aber wenn Bless doch sagt, dass er gerade Matteo in Lifeline sieht und Matteo jetzt aber gerade reportet, dann müssen wir einen Morphling dann haben. Dann könnte Jeff der Morphling sein, weil Jeff, wo bist du hingelaufen? Ich bin von Dropship Richtung Office gelaufen. An Lifeline stehe ich jetzt gerade. Chibu, hast du mit mir oder was? Weil Bless meint, er stehe an Lifeline angeblich, meint Morphling. Ja, aber der kam wirklich Mensch. Also ich gehe davon aus, dass der Morphling wahrscheinlich, wenn Lab getötet wurde, einfach in Admin runtergewendet ist, aber halt noch als Matteo rausgekommen ist aus dem Vent, was ein bisschen riskant ist. Ja, vor allem, weil der müsste sich ja irgendwann zurückkommen. Okay. Also, ich sage es, wie es ist. Aber doch nicht die ganze Zeit. Warum stehst du bei Morphling da bitte an Lifeline? Das ist ja richtig weird. Aber guck mal. Ich denke, es wäre so ein 50-50 zwischen Jeff und Mantle, aber ihr denkt nicht, dass Blesk uns playt. Das denke ich. Genau, und Blesk, guck mal, wir können ganz einfach beweisen, ob ich es bin, weil Jeff hat mich ja gesehen. Jeff und ich haben uns ja gekreuzt am Stein. Oder Jeff? Ihr wisst ja, dass ich es nicht bin, ne? Wieso? Ja, ich weiß das. Also, Killer appears to be a darker color, passt auch zu Jeff. Also Jeff ist hier die eindeutigste Variante. Aber warum killt er dann? Läuft er nach unten raus? Oh, er ist hinterm Stein übrigens. Nee, doch nicht. Oh, oh. Geht dem Horus, ist hinterm Stein. So, wir bauen natürlich die Kanonenfalle wieder auf. Licht geht aus, wir bleiben hier hinter. So, Licht geht wieder an. Also, für mich ist es eigentlich, wie kann es nicht Jeff sein? Wie kann es nicht Jeff sein? Er müsste dann da vorbeigelaufen sein. Wisst ihr, was wir testen können? Wir können den Laufweg von Jeff, kein Marker, wir können den Laufweg von Jeff, wir können den Laufweg von Jeff mal nachlaufen und gucken, ob er sehen würde, ob die Leiche da liegen würde. Scheiße. Jetzt ist genau der Tod. Komisch. Jeff liegt auf dem Weg Richtung Medbay-Scan. Jo, ich sag's auch. Ich war mir so sicher. Chibu wurde gecleant? Ich hab geschossen. Nee, der hat sich geschiftet. Der hat sich geschiftet am Anfang der Runde. Ah, hat sich verschiftet. Letzte Runde. Genau, es gab also keinen regulären Tod. Jeff wurde erschossen vom Sheriff und Chibu hat sich verschiftet. Woher weißt du, dass er vom Sheriff erschossen wurde? Woher? Naja, weil ich's war.
Wissen wir, wo Jibo war in Runde 1? Mit wem die rumgelaufen ist? Sie stand am Anfang. Mit, also mit mir ist sie gelaufen. Mit mir ist sie gelaufen. Okay. Ich bin runtergelaufen Richtung Office, stand am Wasserrad, habe dort kurz gewartet, bis das Licht angegangen ist. Dann bin ich wieder rein. Wir sind links quasi Office reingelaufen und dann bin ich zum Admin-Panel und sie ist zu Lifeline gelaufen. Also ich habe eine Frage an Mantle. Mhm. Wenn du jetzt lügst und du trotzdem Crew sein solltest, dann bringst du uns in Gefahr. Oder ich schütze den echten Sheriff. Also bist du denn sicher, dass es ein Sheriff war? Oder bist du der Imposter? Nee, ich bin nicht der Imposter. Aber ich kann mir vorstellen, dass der echte Sheriff geschossen hat. Ach, das ist also nur eine Vorstellung von dir? Also ist nicht 100% sicher? Nein, ist nicht 100% sicher, nein. Weil das ist nämlich wichtig zu wissen, weil es gibt ja dann noch entweder 3 böse Imposter? Oder 2. Mhm. Also, was ich mir vielleicht auch vorstellen könnte, ist vielleicht, dass Jibu auch, also sie hat quasi am Anfang der letzten Runde unterm Dropship gewartet und wer quasi nach mir noch kam, waren Timoris und Blask. Timoris ist dann zu links zu mir gekommen. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht entweder Timoris oder Blask noch versucht hat zu schielen. Ich habe Jibu nicht gesehen letzte Runde tatsächlich. Ja, ich auch nicht. Auch nicht in Office. Ich auch nicht. Also, ich. Problem ist halt auch, als ich mit Timoris aus Dropship raus bin, war das Licht aus. Licht ging erst wieder an, als ich in Office reingelaufen bin. Sprich, ich könnte gar nicht sagen, wenn ich Jibu gesehen habe. Ich kam vom Lab und da lag keine Leiche am Scanner, weil ich auch beim Scanner war. Nee, dann du bist ja auch in einem Specimen gemacht. Gewesen. Ja, ich bin von oben rumgekommen, hab Simon's Test gemacht, dann habe ich dich getroffen und dann habe ich später noch Shorty gesehen. Dann bin ich nochmal zurückgelaufen, um zu gucken, ob einer von euch sich umgebracht hat, aber dann warst du schon weg. Nee, Shorty kam auch von unten, also du kamst aus Lifeline, oder? Ich denke, wir sollten bei 7 voten und ich denke, dass es wahrscheinlich, also möglich ist, dass Djibouti Jeff gewotet hat, aber halt nicht gegeben. So, das ist ein Problem. Oh, ich habe 2 Votes, cool. Flask? Denke nicht, ein bisschen nicht lieber zu Junge kicken. Oder ein bisschen das Licht war aus. Ich bin lieber Junge und ich denke, hier nicht zu kicken ist mit Jakal und 2 Posten. Mach einen Button. Also, ich glaube, dass Jeff gekillt wurde. Vielleicht sogar vom Jakal. Kann das sein? Wenn der Jakal überhaupt drin ist. Wo sind denn die Fußspuren hin verschwunden? Oh, oh, ich bin tot. Ich bleib mal bei Tiki. Hier ist Schuh. Schuh vertraue ich sowieso. Wo ist ein Schuh hingelaufen? Hier. Bleiben mal bei Schuh, weil Schuh kann man immer trauen. So, warum läuft sie im Kreis? Okay. Hier, bitte. Wer wollte töten? Matteo, der ist mir gerade wie so verrückt dahinter gelaufen. Ja, das habe ich gesehen, ja. Ja, okay, aber warum sollte ich dich denn töten wollen, wenn Tiki sieht, dass ich dir hinterherlaufe? Tiki wäre ja im Lab geblieben. Okay, lass erstmal kurz Blast jetzt mal seine Position erklären. Und ich habe ein paar Informationen, die ich letzte Runde zurückgehalten habe. Und die möchte ich jetzt aufklären. Ich bin zum linken Reaktor gelaufen, wollte für den Fall, dass Reaktor angeht, Reaktor fixen, dann ging Comms aus, ich bin runter zu Comms, Shorty stand schon da, Shorty hat gefixt, oder ich weiß es nicht, wir waren beide relativ schnell mit fertig, glaube ich. Da habe ich einen Button gedrückt, weil ich es nach wie vor nicht unwahrscheinlich finde, dass wir 2 Imposter und Jakal drin haben und das ist sehr gefährlich, weil wir als Crew dann halt ganz schnell ein Problem haben. Ja, es muss. Nee, es muss nicht, weil es kann sein, dass ein Imposter, ein Imposter einen Jakal tötet, ein Jakal Imposter, also wir haben keine Ahnung, was noch ist. Okay, ich habe aber eine wichtige Sheriff-Info, die ich zurückgehalten habe. Da jetzt niemand gewollt wurde, weiß ich nicht, ob vielleicht kein Evigasser drin ist. Ich bin Sheriff und das ist wirklich so. Mhm. Und Mantle, ich habe niemanden erschossen. Und jetzt kommt meine Theorie. Jeff war der Jakal. Die Imposter haben rausgefunden, dass er den Kill begangen hat in Runde 1 und haben ihn dann getötet, weil es ja smart von ihn zu killen. Und wir haben also noch 2 Imposter drin, meiner Meinung nach. Das erklärt aber nicht. Was erklärt das nicht? Red ruhig fertig. Fertig. Okay, das erklärt aber nicht, wer der Morphling in Runde 1 war, weil ich weiß, dass es Schuh nicht war. Ich kann Schuh dafür rausnehmen. Shorty kann es natürlich nicht sein, ein bisschen gefährlich ist. Mit dem Imposter-Duo. Aber irgendwer muss sich ja dann gemorpht haben. Und ich würde davon ausgehen, dass es vielleicht dein Imposter-Kollege war, aber vielleicht bist du Crew und es war einfach irgendwer. Aber Matteo, meintest du nicht, du hättest jemanden gesehen, der Jeff getötet hat? Der Jeff? Yeah. Nein. Warum? Ja, aber ich wollte nur den Sheriff schützen, weil ich dachte, es wäre Sheriff. Wenn Jeff Morphling war, muss der Jakal ihn quasi getötet haben. Aber was, wenn Unge der Jakal ist und uns einfach played jetzt? Nein, ich bin Sheriff. Nee, das glaube ich nicht.
So, und ja, Mantle, du hast sowieso die letzten drei. Nein, ich meine, sagen, ich glaube nicht, dass du der Jakal bist. Sheriff, damit es in dieser Vote-Runde ist es wichtig zu wissen, weil Mantle Scheiße gelabert hat. Nee, ich habe keine Scheiße gelabert. Ich hab Dings rausgefunden. Ich glaube, Shorty. Also, du glaube ich nur ein Alibi. Ach, Scheiße, jetzt fliege ich raus. Shorty okay, wenn hat ich, auch ein Alibi. Oh, ich fliege nicht raus. Wow. Simon war unschuldig. Wow. Simon war unschuldig. Shorty, genau. So dumm, wirklich. Ja, Simon war es wirklich nicht. So dumm, erste Runde Jester zu werden. So dumm. Nein, ich habe. Nein, du bist nicht Jester geworden. Du bist ja safe, Shorty. Was? Nein! 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 Dann wird auch ein Jester, ey. What? Matteo, fuck! Oh mein Gott! Scheiße, Wolle, ey. Oh nein. Ich weiß, du wirst jetzt ausgestellt, aber ich wollte die Runde noch nutzen. Hast du dich? Nein. Oh Gott. Oh. Hey, Flair, du hattest ein Schild, sonst wärst du tot gewesen oben rechts. Oh. Das war so unlucky. Ich bin ganz kurz AFK. Ja, was haben wir da dran nicht? Wenn er sagt, dass er Sheriff ist, ja, random. Gesagt, ey, Shorty, ja, weil es einfach... Also, ja, keine Ahnung. Shorty, hast du gesagt, dass der Morphling... Ja, hast du gesagt, dass der Morphling nur Tim Horus oder Vlest berührt haben könnte? Weil dann war ja, es der gab keinen... Also ich war der Morphling. Das war alles gelogen, was ich erzählt habe. Hä? Oh. Aber warst du nicht... Ach so, ich meine... Ja, Matteo war nirgends gemorpht. Shifter. Ich habe niemanden gemorpht. Also ich... Ja. Ich meine Shifter, Ich dachte, dass Tiburi vielleicht Blesk oder Tim Horus quasi geschrieben. Ja. Ich habe Blesk oben gestartet. Ja. Ja, ja. War auch genau richtig, weil die beiden waren es. Blesk? Kannst du nicht das ist so ein bisschen Meter. Tiburi shiftet immer mich und ich shifte immer Tiburi. Sprich, wenn einer von uns beiden totgeschiftet wird, dann ist es meistens halt die andere Person. Ich habe sogar noch heute gesagt, war ich sauer, aber sonst. Aber schon. Ich habe in der Runde sogar noch gesagt, ich glaube nicht, dass Tiburi bei Jeff und Tim mit Claudia Blesk auch immer die Runde. Da dachte ich so, nee, das macht jetzt Tiburi nicht, aber. Well. Er klappt mir mal falsch mit Sheriff. Falsch gedacht. Ah, weil ich... Weiß ich nicht. Können wir mit Revolver ganz gut umgehen, denke ich. Das war so ein Plot-Twist gerade. Wow. Aber bei 10 Leuten den Jakai auch noch vielleicht anmachen, ist das nicht ein bisschen too much? So, dass nur der Jester vielleicht bei 0 bis 1 drin ist? Was? Also 0-1 neutrale Rollen? Nein, jetzt heulte mich nicht jede Runde lang voll, ach, dass ich beides anmache und dann mache ich es an und dann sagt ihr, nee, mach wieder aus. Jetzt ist Schluss mit Heuerei. Ist los. Bleib jetzt an. Jeff, reicht jetzt. Okay. Genau. Jeff, mir reicht's mit dir jetzt. Okay, bin wieder. Ich wollte ja nur Jester haben. Also. Ich bin wieder Detektiv. Wir haben hier keine Task. Ich fake mal die Task hier oben. Gucken, wie man dran läuft. Ja, Shorty ist rangelaufen. Shorty ist Imposter Nummer 1. Okay. Wir haben Imposter Nummer 1 jetzt schon gefunden. Wir müssen jetzt nur noch so lange überleben, dass Shorty uns nicht killt. So, wenn Shorty 1 ist, wer könnte 2 sein? Also Jeff kam von unten, der hat das Rad gemacht. Lauf mal hier wieder rein. Zwei Leute tot. Oh mein Jeff Gott! War Jester und wer ist gerade getötet? Zwei Leute! So, Shorty, was machst du gerade? Ich möchte es nicht callen, aber Theo, denk kurz drüber nach. Aber damit habe ich ja keiner schon gecallt. Okay, pass auf. Also, die Situation war folgende. Ich bin quasi von links runtergekommen, ich war in Storage eingesperrt, komme runter zu Office. Dann steht da auf einmal ein Vlesk, der Jeff tötet. Dann dachte ich mir, well, ich bin Sheriff, hab drauf geschossen, Vlesk tot. Und dann kamst du rein. Aber ich wollte es halt eigentlich nicht callen, weil, also, es ist zwar ein Imposter anscheinend raus, aber der andere, also könnte ja quasi noch drin sein und ewig Gäste sein. Glauben, diese Geschichte ist wahr? Das, also das ist eine sehr wilde Theorie. Dann habe ich aber direkt eine Follow-up-Frage, Shorty. Mhm. Ich habe am Anfang im Dropship die Task gefaked, um zu gucken, ob jemand mit hochläuft. Ja, ich habe mich ja obviously dazugestellt, Matteo. Aber ich habe mich auch extra zu dir gestellt, dann bist du losgelaufen, dann bin ich hinter dir hergelaufen und habe so gewiggelt, so Spaß. Ich dachte, weißt du, das ist so ein Ding zwischen uns beiden. Aber also du gibst zu, dass du Vles getötet hast? Richtig. Okay, ich habe auch noch schuldig! Wenn du ich fühle mich schuldig gesprochen, weil Vles hat nämlich Jeff getötet und hat natürlich dann jetzt ein bisschen Pech, dass ich da gerade von links kam. Ich plädiere jetzt auf unschuldig, weil sie uns gerettet hat. Shorty, bist du wirklich Sheriff? Ja. Lies mal Sheriff rückwärts. Oh nee, das kann ich nicht. ja, du weißt schon. Wo ist denn die Leiche genau? Genau. Die liegt quasi direkt am Admin-Panel da. Genau. Ah, okay. Also genau genommen liegen da halt beide Leichen direkt aufeinander und unter meinen Füßen. Und deswegen dachte ich halt, hatte ich gehofft, dass Matteo halt nicht instant reportet und mich halt nicht instant quasi frontet. Aber ich kann es halt auch verstehen, wenn da halt zwei Leichen liegen. Aber hast du Vles dann instant
getötet, nachdem er Jeff getötet hat? Oder wie viele Sekunden waren dazwischen? Ich bin halt von links angelaufen gekommen. Ich habe noch gesehen, dass Jeff seinen Knochen umgefallen ist. Und ich habe ihn, glaube ich, eine Sekunde oder zwei später getötet, weil ich quasi aber von links ankam und dann halt instant reingegangen bin. Wenn Evil Gesser drin ist, dann wird jetzt Schuh jetzt sterben. Weil Schuh. Der stand einfach quasi auf der Leiche. Matteo, Mann! Tschüss, Schuh. Ja, weil Schuh Seherin ist. Tschüss. Warte mal. Vlesk würde doch niemals killen, wenn Licht an ist und sowas alles. Ich glaube Shorty nicht. Das Problem ist, glaube ich, dass die Geschichte ist so faul eigentlich. Ja, ich glaube, er wollte sagen, dass Warlock gibt. So. Also die Story ist schon wild, ne? Also sie faked am Anfang die Task und dann killt sie angeblich. Oh Mann. Aber so früh Detective zu callen und keiner. Und wir hatten ja Darker Color, also ist auch bestätigt, dass sie den Kill gemacht hat. Also wir wissen, also ich glaube zu wissen, dass Shu Seherin ist. Weil sie hat die Fragen so gestellt, damit sie als Seherin okay, das checken kann. Drücken. Danke, Shu, bam. Du bist Sheriff. Also, nein, meine Rolle ist jetzt sowieso bekannt. Nein, aber ich bin Sheriff. Es kann nicht sein, was dieses. Die Story stimmt nicht. Am Admin-Panel liegt keiner. Eine Person. Hä, da liegen noch zwei Leichen. Matteo hat da einmal die Leichen gesehen. Sie hat sich nur versprochen. Sie liegen Lifeline, beide. Achso. Sorry, Schu. Ich habe ja mal die Admin-Panel gesagt. Ja, aber wisst ihr, was das. Der hat die erste Runde auch gekillt. Was das Gute sein könnte, dass Schu jetzt, noch lebt, ist vielleicht Evil Gesser raus. Ja. Es tut mir jetzt leid für den Button, aber ich war jetzt, ihr habt halt Admin-Panel gesagt und nicht Lifeline. Und deswegen war ich mir so, nein, Mann, das ihr toll beide. Okay, also, beide. Also, was keinen Sinn ergibt, ist, dass Vlesk Imposter ist, weil er würde nicht killen und sich erwischen lassen. So. Also, ich glaube, es ist höchstens Jakal oder es wurde gewarlockt und Shorty hat als Imposter raufgehauen einfach. Tim Horus. Okay, wenn du, also, dann soll sich jetzt der Sheriff bitte einmal outen. Nee, aber als Sheriff kann man einen Jakal Simon, töten. Ne? Simon hat eine wichtige Info, die Mutter einmal. Ja. Ja. Horus, wir wissen beide, dass die Imposter Mantle und Shorty ein Duo sind, die sich auch versuchen, auf eine billige Lügengeschichte aufzubauen, dass die irgendwie, die haben einfach einen Doublekill gemacht und dann denken, die kommen jetzt damit davon. Was machen wir dann? Können wir ganz dringend. Aber Matteo hat leider nicht gewartet, weil den Bait getötet. Wir müssen jetzt gleich jemanden voten. Das Ding ist, Simon und ich waren halt dabei. Wir haben das beide gesehen. Wir haben das gesehen. Die Imposter, offensichtlich sagen die Imposter nicht, dass wir dabei waren. Weil sie dann fliegen würden. So. Okay, also ganz kurz, bevor es gewotet wird. Nicht bitte Schuh voten, weil sie ist 100% Crew. Schuh ist 100% Crew. Und Shorty auch nicht, weil wir müssen eine Killing Roll draußen haben. Shorty ist einfach Lava. Ja, aber wir sagen jetzt ja sowieso, jeder weiß, dass ich eine Rolle habe. Der erste Kill ist gefallen und zwei Sekunden später ist der zweite gefallen. Wenn Shorty auch genau ganz kurz. Wenn Shorty wirklich Sheriff wäre und ich wäre Imposter, dann hätte ich nicht reported, sondern Shorty umgebracht. Und ja, aber ich bin ja auch Sheriff, deswegen konntest du mich auch nicht umbringen. Ja, ich habe Shorty gewonnen. Ja, es tut mir jetzt leid für den Button nochmal, aber ich war jetzt ein bisschen confused mit Admin und Lifeline. What? Das ist halt so traurig. Hä? Das war richtig. Irgendwann muss ja gewotet werden, deswegen ist so ein Button. Auf jeden Fall im Poster draußen, wenn wir nicht noch Dakar drin haben, dann nur einen. Okay, what the fuck, was für Runden, ey. Ich bleib mal bei Simon. Können wir Simon vertrauen? Können wir Simon vertrauen? Simon spielt, als wenn er Angst vor mir hätte und läuft Parzi hinterher. Türen werden zugemacht. Ich bleib mal auf jeden Fall so in Range, dass sie beide mich sehen. Ich gehe mal ein Specimen. Ich mache mal meine Task. Warum läuft Parzi mir jetzt hinterher? Ich stelle mich mal oben an die Tür. Das heißt, wenn er mich killt. War da gerade eben noch Unge? Hat Parzi sich zu Unge gemorpht? Nein, oder? Hä? Nein, oder? Hat Parzi sich gerade zu. Nee, das stimmt nicht. Also, da Shu nicht stirbt und ihre Rolle ja bekannt ist. Also, dass Shu nicht stirbt und ihre Rolle bekannt ist und die Rolle von Shorty ja angeblich auch bekannt ist, weil sie ja Sheriff ist, gehe ich davon aus, dass in diesem ersten Gemetzel
Evil Guesser gekillt wurde oder es gab niemals einen Evil Guesser in der Runde. Ich neige jetzt dazu, langsam Shorty zu glauben. Oh. Ich neige dazu, Shorty zu glauben. Shit. Ist niemand gestorben, oder? Nee. So, Patsy ist hier. Wir gehen mal in Weapons rein. Das ist ein bisschen gefährlich, aber was soll ich machen? Das ist mein Job. So, Licht geht aus. Ist gut. Dann stellen wir uns mal hier so an den Rand. Es kann wirklich sein, dass nur noch ein Killer drin ist. So. Bazi ist tot, okay. Shorty hat wieder gefunden. Wir haben einen Cleaner, glaube ich. Kann das sein? Mhm. Shorty hat direkt reportet. Shushu, wir sind gerade. Ja, wir wollten noch Live-Chat kurz checken, aber dann hast du schon reportet. Aber okay, Shorty, fang mal an, Shorty. Ich habe tatsächlich nicht so viel zu erzählen, außer dass die Leiche quasi an Lifeline steht. Aber ich glaube, Shushu und Unge kamen gerade von links an. Wir sind von Special. Also ich glaube nicht, dass sie tatsächlich den Kill da gerade gemacht haben. Nee, wir waren in Lab, dann sind wir gemeinsam runtergegangen. Tiki hat es auch gesehen, dass wir Specimen runtergelaufen sind. Ich bin in Weapons eingesperrt. Also wenn jemand Admin-Info hat, ich bin der Punkt in Weapons. Weiß man, dass Chiburi gecleant wurde oder kann es sein, dass sie Lover war mit Tim Horus? Nee, es ist auf... Wurde nicht also angezeigt am Ende. Ja, sie wurde nicht angezeigt und ich habe zweimal blaues Licht gesehen. Aber wurde sie dementsprechend haben wir einen Cleaner, also... Mhm. Aber wurde sie nicht angezeigt, weil sie geschiftet wurde oder wurde sie am Anfang rot angezeigt? Nee, ich habe doch sehr und die hat... Ich habe doch zwei blaue Lichter gesehen. Ach so, okay, sorry, ich bin dumm. Also, Shushu ist auch die einzige Person, der ich hier halt vertraue, deswegen bin ich Shushu leer gelaufen. Ich auch. Und ja, die Sache ist, Parsival hätte ich den Tod eh gegönnt, weil er hat mich eben gevotet als Einziger und das fand ich gut, dass er jetzt tot ist. Kurze Ansonsten weiß ich sonst auch nichts mehr. Ganz kurze Frage, Shu, wie weit waren denn die blauen Lichter auseinander, die beiden Kills? Sehr weit. Also, der zweite, ich denke mal, das war Parsi. Ja, das war Parsi. Als wir unten aus Specimen rausgelaufen sind, in Admin rein, Unge, ist Parsi gestorben. Mhm. Und der andere ist gestorben, als Tiki wir im Lab oben reingegangen sind. Als du wieder als Licht ausgegangen ist, da ist der erste gestorben. Also bestimmt schon 40 Sekunden. Also kann das sein, dass wir nur noch einen Imposter drin haben und die Person ist auch Eraser und dann hat gekillt, dann gecleaned, dann Kill und Report. Nee? Eraser? Warum denn Eraser? Nicht Eraser, sorry. Cleaner meine ich. Ja, okay. Es bleibt ja nur noch Mental und Shorty. Ja, ich weiß ja auf jeden Fall, dass ich ja einen Imposter auf jeden Fall oder der Karl halt am Ende weggemacht hat, also am Anfang weggemacht ich habe. Ich habe Angst, dass Matteo und Unge ein Imposter-Duo sind mit Cleaner, weil ihr beide aus Specimen gelaufen seid und dann bist du irgendwie wieder mit mir zurückgelaufen. Nee. Und aber Shushu, vertraust du Unge? Ich weiß, du kannst mir keine vertrauen, du weißt, ich call sogar Master. Meine Rolle. Ich bin Detective. Ich habe. Ich vote Mental. Nee. Oh mein Gott, dann muss ich Simon voten jetzt oder was? Oh, gut, sehr gut. Oh mein Gott, gut, dass ich es gibt. Lucky. Okay, pass auf, warum ich hinterhergelaufen bin, genau weil Mental mir hinterhergelaufen ist, weil ich halte ihn für den ersten, so, wahrscheinlich, dass der Killer ist und dann wollte ich einfach bei jemandem bleiben. Ich bin's nicht, Simon. So, hier wird zugenagelt. Ist es aber später zugenagelt? How is this possible? Was? Du bist nicht müde? Oh, er wollte ein bisschen singen, ist doch süß. So. Aber jetzt schon. Okay, wir machen weiter Task, aber es wird eh kein Task gewinnen. Ich muss zurück zur Lifeline, es wird eh kein Task gewinnen. Sterbe ich jetzt? So, ist jemand hier? So, Shu versteckt sich hier in der Ecke. Shu versteckt sich mit. Machen die jetzt hier die Tür zu? Gerade ist Tiki gestorben. Es ist Shorty, oder nicht? Ey, wo liegt sie denn? Sie liegt nicht ins Specimen. Vielleicht bei Lights. Maybe bei Lights. Shit. Nee, ich suche lieber die Leiche. Ich
finde die Leiche nicht. Oh, danke, dass du es gefunden hast. Jesus. Danke, dass du es gefunden hast. Okay. Motu. Okay, pass auf, Schuhu. Und pass auf, die andere Leiche, die gecleant wurde von Runde vorher, liegt an Lifeline. Das sind nämlich jetzt auf einmal 3 Punkte. Oh. Und davor war ja nur einer. Also, Hasi war derjenige, der auch dort liegt. Und die Person, die gecleant wurde, ist auch an Lifeline. Und jetzt erzähle ich dir meine Theorie, Schuhu. Pass auf. Weißt du, hast du mitbekommen, dass erst rechts Shorty war? Dann sind wir durch das Gebäude, dann war sie links. Ja. Sie hat auf uns gewartet, hat dann noch die Tür zugemacht. Pass auf. Und ich sag dir auch, warum Shorty von rechts gekommen ist und die Leiche reportet hat. Sie ist zurückgekommen, um die Leiche nochmal zu cleanen. Weil wenn Mental es wirklich nicht sein sollte... Oh nein, jetzt treut bitte beide nicht rein. Hä? Simon, ja genau, also was Simon sagt, stimmt. Und wenn, guck mal, wenn noch 2 da wären, wäre es ja vorbei. Oder? Ja, also, nee, warte mal. Aber das würde ja wieder dann, das würde ja wieder daraus schließen, dass Shorty die Wahrheit sagt und Nein. Weißt du, wie es wirklich war? Wir haben niemanden rausgevotet. Weißt du, wie es wirklich am Anfang war? Ich bin ja wirklich Detective. Und bei mir stand, Killer appears to be a darker color. Das heißt, Shorty hat wirklich den Kill gemacht, wie sie auch gesagt hat. Aber ich glaube, sie ist nicht Sheriff, sondern sie hat den Sheriff gesehen, wie er, keine Ahnung, jemand erschossen hat. Und sie ist aber Jackal. Natürlich ist das genauso, was passiert. Nein, aber, okay, jetzt mal ganz. Okay, lass mal alles andere raus. Was gerade eben gewesen. Also, Schuh und Simon nehmen sich beide raus. Schuh und Simon sind mir hinterhergelaufen, als wir Richtung. Wir waren da unten bei Office und ich bin an Lifeline gegangen und dann war Tiki tot und ich habe angefangen, Tiki zu suchen. Im Labor war sie nicht, dann bin ich rüber zu Electrical, da war sie auch nicht. Dann wollte ich Licht anmachen. Das Problem ist, ich habe tatsächlich Stusche und Ungar zurückgelassen, die sind in Chromes reingegangen. Ich habe 2 O2 gesehen und ich war im Admin-Panel. Deswegen bin ich jetzt quasi, als das Licht ausgegangen ist, hochgelaufen zu Electric und da habe ich quasi Ung und Stusche getroffen. Pass auf, das kann ich aber genau erklären. Der Kill ist gefallen, Ungar, als wir Licht angemacht haben. Mhm. Und bevor wir zu Light hochgegangen sind, ist Matteo rechts Richtung Office gelaufen. Also ich glaube kaum, dass Matteo den Kill machen könnte, er ist rechts gelaufen, dann ist Licht ausgegangen, wir sind an Light gewesen, haben die Schalter umgelegt und dann ist der Kill gefallen. Also glaube ich, Ich war an Lifeline, okay, ich habe den Shot von, den Wort von Shorty bekommen, oder? Jetzt die Frage, haben wir uns richtig entschieden oder falsch? Natürlich richtig, natürlich richtig. GG. Oh, let's go. Shorty, Props, dass du es bis dahin einfach nur durchgespielt hast. Danke. Es wenn ihr Shorty in Runde 1 gekickt hättet. Dass ich gewendet sei, was ich ja überhaupt gar nicht bin. Ich bin ja literally einfach die ganze Zeit gelaufen. Oh, wie ärgerlich. Wenn ihr Shorty in Runde 1 gekickt hättet, wäre Runde sofort vorbei gewesen. So. Weil ich hab Jeff gekillt und Shorty hat dann mich gekillt. Und dann war Shorty quasi einzige Killing Roll noch. Aber Shorty, dachtest du wirklich, Vlesk wäre der Sheriff gewesen oder dachtest du, der wäre Jackal? Ich bin jetzt erstmal von dem Sheriff-Mode ausgegangen. So. Ja, deswegen, das war so bonzy vor allem, weil das ja heißt, ich bin Jackal. Ich habe mir gedacht, okay, Jeff, wo bist du? Sofort an Lifeline reingehalten. Das hätte und ich auch noch nicht zugelaufen und macht mich weg. Das hätte ich nicht erst ever werden können. Wo du gesagt hast, nee, es bleibt jetzt beides an. Ich dachte mir, okay, wo ist Flessi, den töte ich jetzt. Und dann dachte ich mir, auf dem Weg zu dir. Oh, lol. Das kann ich doch nicht bringen. Das war einfach so geil, dass ich auf Jackal geworden bin danach und du Imposter. Das ist echt so krass. Hätte es einen Sheriff gegeben, wäre die Runde so schnell vorbei gewesen. Ja. Es gab einfach keinen Sheriff. Ja, das war ein Lack von Shorty. Boah, aber das Witzige ist, so dass ich tatsächlich, wenn Matteo, wenn wir nicht rechts gesehen hätten, als Licht ausgegangen ist, dann hätte ich Matteo, glaube ich, gewotet. Ja. Aber nachdem ich wusste, dass Matteo rechts Richtung Stein gelaufen ist, hätte er den Kill gemacht. Ich habe die ganze Zeit die Wahrheit gesagt und ich um mir Tipps gegeben und so. Es hat alles gestimmt, was ich gesagt habe. Ich fand, Shorty hat sehr überzeugend gelogen und wäre Shushu nicht Sia gewesen, wäre es auch nicht für uns ausgegangen. Ich habe ja Shorty sogar direkt exposed in der ersten Runde. Ich hätte sehr gerne trotzdem, entweder Schuschu oder Ungetötet, aber ihr seid die ganze Zeit zusammen gewesen, dann ging das leider nicht. Ihr hättet bei 4 Leuten im Meeting trotzdem nicht mehr verlieren können, weil ihr dann einfach Shorty sagen könnt, dass sie auf Matteo schießen soll, weil sie ja gesagt hat, sie ist Sheriff. Ah, ja. Und wenn Matteo stirbt, könnt ihr Leiche reporten und einfach Shorty rauskicken. So. Mhm. Ihr beide wart da safe. Ja, stimmt. Ja, geile Runde. Aber krass, dass du noch so weit gekommen bist. Wow. Ja, das war echt gut gespielt, ey. Warte mal, Schuschu, hast du echt nur eine Leiche gesehen, wo Fless und ich da lagen? Die lagen genau übereinander. Aber bei mir wurde nur eine angezeigt. Das hat mich richtig verwirrt. Also, ja, ich so meistens keine Pipi-Pausen. Aber zwischen den Runden kann man schon Pipi gehen. Man hüpft ja drauf und Schuschu hat sofort mich weggebrezelt. Oh, geil, Time Master! Okay, ihr wisst, was es bedeutet, Time Master. Es bedeutet, wir gehen zum Stein, machen die Steinfalle. Und wisst ihr, was das Geile ist? Warte, ich gehe jetzt schon dahinter. Wisst ihr, was das Geile ist? Simon kennt noch nicht die Steinfalle. Das heißt, er wird drauf reinfallen.
So, wenn Simon jetzt kommt, dann drücken wir. Lol. Nevermind. Das ging schnell. Subs, oder? Fünf Subgifts? Fünf Subgifts. Okay. Ich schwöre dir, Unge, ich war's nicht. Ja, Tim Horus, warst du hinter mir? Ich war's nicht. Ich bin kurz AFK, okay. Ich muss kurz Subs vergeben. Ja, also, die Einzige, was noch nicht rauskommen kann, ist eigentlich Tim Horus, weil er hinter mir war. Wir sind beide zusammen noch relativ lange im Dropship gewesen. Ich habe die Rakete zum Mond geflogen und dann sind wir runtergegangen und direkt, wenn man im Lab reinläuft, hoch beim Bohrer, da liegt die Leiche. Also wir sind gerade beide von Dropship zum Dings zusammen reingelaufen. Dann kann ich Chibu rausnehmen. Die ist mit mir runtergelaufen. Wo seid ihr? Chibu und? Wir sind runtergelaufen, straight einfach. Also du bist dann Admin und ich stehe unten am Labyrinth und jetzt ein Weapons. Simon, was denkst du denn, wo der Killer hingelaufen ist? Also welche Option? Wahrscheinlich ins Lab weiter rein. Okay. Weil ich bin unten. Ich bin im Lab, da ist niemand. Okay, weil. Und Chibu wollte auch gerade sagen, er ist im Lab. Nein, ich wollte nämlich gerade sagen, ich bin hinterm Stein und es ist niemand unten vorbeigelaufen. Dann muss der ins Lab gelaufen sein, ja. Weil also, weil Timoros und ich kamen beide zusammen von Dropship und es ist ja uns ja niemand da entgegengekommen. Wenn also niemand zum Stein gelaufen ist, muss der Killer in Dings reingelaufen sein, in Lab reingelaufen sein. Es muss die Shorty sein. Ja. Ich bin ungefähr vor 3 Sekunden oder so an Lifeline und da ist der Kill gefallen. Also der ist relativ frisch auch noch. Und die einzige Person, die im Lab ist, ist ja Shorty. Ja, Shorty, schade. Das also richtig, muss das ja de facto Shorty. Aber ich meine damit nur, dass ich. Ja. Das ist wahrscheinlich der, der jetzt gerade noch im Lab gerade reingelaufen ist. Ich plädiere aus, wenn Shorty Sheriff ist und Jeff einfach. Ja. Das ist ganz logisch. Das glaube ich eher, ja. Okay, dann können wir Shorty jetzt ja nicht kicken, weil das ist ja unser Sheriff. Shorty sagt, die Marke ist der Sheriff. Natürlich bin ich Sheriff. Ich bin Sheriff. Nee, das ist fake. Ich kann sogar buchstabieren. Wir können nochmal skippen, aber. Vor allem, ich wusste seit der ersten Runde, dass du Sheriff bist. In der letzten Runde habe ich gesagt, release mal rückwärts und du so, nee, das kann ich nicht. Stimmt. Aber ich habe einfach vergessen, dass ich das gefragt habe. Hey, warte mal, dann hast du ja auch die Task gefaked, wo ich dich gefragt habe. Simon, ich habe so vermisst. Ey, Shorty. Ah! Ah, Mann! Hey, was, Mann? So. Wir haben ja Shorty dann in der ersten Runde sofort überführt. Das hatte ich sogar wieder vergessen, weil ich so ein guter Ermittler bin. Kennt ihr das, wenn ihr so gut ermittelt, dass ihr euch selber überrascht? Passiert mir täglich. So, lass mal hier ein bisschen arbeiten. Planeten wieder retten vor der Asteroidenbedrohung. Ey, da habe ich einfach Shorty komplett weggesnackt. So. 5 Sekunden, bis unser Time Shield da ist. Wollen wir uns hier in der Ecke verstecken? Wir baiten. So, dass uns nur Imposter wahrscheinlich sehen. Unser Kegel ist genauso, dass eigentlich nur der Laufweg nur von Impostern uns sieht. So, komm. Komm, Imposter. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Juju ist tot, was? Lässt, erzähl du zuerst, ich habe auch was richtig Gruseliges zu erzählen. Ja. Ich bin unten in Notur reingelaufen, hab ein bisschen Task gemacht, Chantau rausgebracht und so und bin hochgelaufen zur Kamera und da liegt Chuchu, aber nicht in der Kamera, sondern rechts in dem Band. Okay. Ich habe euch auch was dazu erzählen. Also, nachdem Tim Horus und ich zusammen eine Leiche entdeckt haben, hattest du das mental zusammengeschweißt. Das ist ja auch ein sehr traumatisches Erlebnis. Habt ihr schon mal Niemanden zusammengeschweißt, was laberst du? Ja, Tim Horus und ich sind jetzt auf jeden Fall Kompagnons. Und wir sind zusammen in Specimen reingelaufen. Kompagnons. Und dann haben wir zusammen Simon Test gemacht. Und dann komme ich gerade aus der Task raus. Auf einmal steht noch eine dritte Person hinter uns. Das war ganz schön gruselig. Das war nämlich Shorty. Was meint Shorty, ihr, wer das war? Shorty hinter uns. Und ich wollte gerade auf dich schießen. Oh. Shorty war zum zweiten Mal im Lab. Aber dann buchstabier doch bitte mal Sheriff. Ich muss übrigens sagen, dass ich, jetzt Bilder im Kopf habe, wie Matteo mit Schweißgerät vor Simon und Tim steht. Böse Lack. Kriegst nicht mehr aus dem Kopf. Kann daraus jemand mal ein Bild malen? Nee, bitte nicht. Oh. Lass das. Oh. Aber bitte, Matteo, nur in so einer Schweizer Schürze. So, ja, Bless, hast du irgendwelche noch weiteren Indizien, Vermutungen? Nee, nicht wirklich. Ich habe einfach nur ein paar Tasks gemacht. Ich bin in O2 war ich alleine. Also ich glaube, auf der linken Seite war generell niemand, der sich sehen lassen wollte. Und als ich hochgelaufen bin, ich hätte nur in die Kamera gucken können, habe ich aber nicht gemacht.
Ich weiß aber, dass die Kamera vorher an waren. Sprich, ich gehe davon aus, dass Shorty aus der Kamera rausgelaufen ist und dann oben beim Vent gestorben dann ist. Zum Lab. Ja. Nee, Schuh. Shorty, warum bist du jetzt Specimen? Schuh, sorry. Ja, SH, Schuh, Shorty. Würde auch zu Shorty passen. Passt ins Gleiche. Also Shorty, ich glaube, es macht keinen Sinn, dass du nochmal in Lab reingelaufen bist und dass du eben. Warum also, jetzt aber dann zweimal hintereinander ins Lab? Jetzt pass auf, Ich hab tatsächlich eine gute, also als ich von Office weggelaufen bin, war die Kamera an, in O2 aber nicht mehr. Sprich, ich gehe davon aus, dass die Leiche ungefähr 10 Sekunden alt ist, wenn Schuh in der Kamera war und dann niemand sagt, der war in der Kamera, gehe ich davon aus, dass es Schuh war. Wenn ihr dann noch ein Specimen seid, Timorus und Unge, dann fallt ihr zum Beispiel mal komplett raus. Die sind raus, die beiden. Tazi und Unge. Timorus und Unge. Ach so, ich dachte, Tazi und Unge sind zusammengeschweißt. Ja. Nein, Unge und Tim stehen da und ich auch. Tim und Unge sind zusammengeschweißt. Und Matteo hat Simon und Tim zusammengeschweißt. So. Shorty hat zum zweiten Mal 3 Votes. Shorty, der Kreis schnürt sich. Ja, da Jakal und die 2 Imposter, die mögen dich einfach nicht. Ja. Wer macht denn 2 Matas? Timorus, bleib bei mir. Timorus, bitte. Wir machen das Rad hier unten. So, und wir stellen wieder unsere Time Master Falle. Die Frage ist nur, wo stellen wir die? Das läuft mir Shorty hinterher. Nee, macht sie nicht. Kann ich mich hier eigentlich verstecken? Shit, ich bin tot. Ich weiß nicht, wann ich drücken soll. Ich habe nur 3 Sekunden das Schild. Niemand tot, okay. So. Die ganzen Time. Okay, sie wollte mich nicht. Sie wollte mich nicht umbringen, obwohl ich da eigentlich am Präsentierteller war. Aber wenn sie es gedrückt hätte, jetzt habe ich natürlich keinen Timeshift und sterbe, oder? So, 10 Sekunden, wir gehen mal ins Dropship rein. So, wir haben wieder Time Shield. Scheiße. Wieder gezündet, war wieder für den Arsch. Dann bleibe ich ja bei dem. Wenn die beiden mich nicht töten. Ey, wollt ihr mich verarschen? Hat, war auch noch eben in der Nähe von der Cam. Die war Security. Ja. Okay. Erstmal Tim Horus. Ja, wir sind zusammen rum. Ich aktiviere mein Time Shield. Er sticht nicht rein. Wir sind rausgerannt aus dem. Dann wartet er und dann tötet er mich. Hä? Und Matteo liegt quasi vor. Nee, über Storage. Was? Ich hab keine Taster gemacht. Ich hab eine Roster. Haben wir Lava an? Du bist mir hinterhergerannt, okay. Haben wir Lava an? Also was? Haben wir Lava an? Jetzt ja, richtig? 30%, aber ich hab einen Imposter. Oh. Okay, pass. Super. Die Leiche liegt bei Electrical, richtig? Nee, über Storage. Ja, was heißt durchschaut? Wie soll man das durchschauen? Wo soll er denn wissen, wann ich drücke? Ich hab noch eine Info über Tiki. Also. Timos und ich haben uns erst versteckt. Wir waren nämlich am linken Reaktor, standen wir relativ lange an der oberen Fensterseite. Dann war Cooldown, Tiki könnte unter sein. Uns an den Kabeltast, ist dann aber nach unten gelaufen Richtung O2. Das heißt, Tiki wird wahrscheinlich irgendwo in O2 tot liegen. Mhm. Und die andere Leiche von Mental liegt halt über Storage. Ja, Cooldown also kann nur, sein. Tiki müsste in wie der lucky O2 ist das? War irgendwer in O2 die Runde? Nee. Also ich bin in Camps, falls es zählt. Warst du in O2? Hä, du, warum? Ich stand in der Rakete neben Weapons, du bist gerade in O2 reingelaufen. Oh mein Gott, ja! Nein, ich bin einfach... Nein, ich bin... Warte, ich bin von Office rausgelaufen, bin unten in dieses Gebäude rein zu Camps. Ich war nie in den O2-Räumen. Never. Doch, keine Sekunde. Safe, 100.000%. Ich stand neben Weapons hinter dem Kanister oder was das ist. Ja, okay, welche Task habe ich denn gemacht, deiner Meinung nach? Ich habe nichts gemacht, ich habe eine andere Info. Aber ich weiß, du bist in O2 reingelaufen. Also einer von euch beiden ist auf jeden Fall Imposter. Ja, ich bin unten zu Cam gelaufen, aber ich war nicht in den O2-Räumen. Also, außer also, dieser Müllraum zählt mit dazu. Aber das ist ja nicht. Mann, ich war so lang, ich komme nicht dazu. Ich war an den Camps und ich habe gesehen, dass Matteo gerade vor 0 Sekunden, ich habe den in der Cam gesehen, da hat er gelebt, habe ich umgeschalten, kam der Report. Also, das muss ein Report sein.
Nein, ja, ja, ja. Deswegen will ich dich auch die ganze Zeit voten, aber ich werde jetzt hier gerade. Nein. Ja, sehr gut. Tim Horus und Unge sind vielleicht Lover und jetzt fliegen beide raus. Jetzt fliegen beide raus. Haben sie davon? Nein! Warum kriegt ein Jibuki 3 Votes? Aber ich habe doch die Wahrheit erzählt. Warum? Ja, aber das. Verstehe ich nicht. Aber du hast trotzdem nur Tour getötet. Safe. Na, ich denke, wo war Scheiße. Kriegen wir noch einen Task Win? Na, shit, so nicht. Okay, so, die haben wir. Dann schnell. Oh, die Räder dauern lang. Fehlen noch die Schnurrhaare auf den Wangen. Nein, so weit bringt ihr mich nicht, Chat. So, weil ihr habt mich schon sehr weit gebracht die letzten Jahre, aber so weit bringt ihr mich nicht. Ich hab dich auch getötet! Ja. Wir haben uns gegenseitig getötet, deswegen ist das Spiel vorbei. Wir haben Shorty, was? Shorty, ich wollte gerade sagen, dass wir vermutlich die einzigen Crewmates sind und wollte sagen, wir können jetzt nur noch darauf hoffen, weil ich hab schon gedacht, dass Simon... Hey, Simon Jester Lover und Evil Guesser, what the fuck? Ich hab getötet und er mich und dann Spiel einfach vorbei und Crewmate gewonnen. Es gibt's ja nicht. Also, ohne Scheiß, also die Crewmates hatten eigentlich überhaupt keine Chance zu gewinnen, ne? Mit Jester Lover... Ja, wie denn? Jakar, Warlock, na, Evil Guesser und Jester Lover. Wenn die sich gegenseitig umbringen. Also wenn wir hatten, die einzige Möglichkeit war, dass Vlesk schneller tötet als Simon, dann haben wir eine Chance. Ich hab gespammt und ihr auch, das ist das Problem. Ich hab nicht mal gespammt. Ich hab einen gezielten Klick gemacht. Unwahrscheinlich ist das, dass ihr einfach euch gegenseitig tötet. Oh, ja. Jo, und damit die Crew einfach gewinnt. Vor allem, Simon, weißt du, warum ich im Dropship war? Weil ich Time Master war und ich habe eine Falle gestellt, ne? Und du läufst zu mir hin, ich drück mein Time Shield, du tötest mich nicht. Getötet. Ja, aber hä? Und dann tötest du mich 3 Sekunden danach. Das ist mir schon so oft mit Blitz passiert mit dem Time Master, deswegen habe ich dich nicht getötet und dann habe ich dich erst getötet, als du weggelaufen bist. Wie ätzend. Vor allem hätte ich Jiburi einfach mehr reden lassen, dann hätte sie mich wahrscheinlich rausgekickt. Nee, pass auf. Aber Jakal, ich habe dir die Wahrheit gesagt. Ja, ja, aber Jakal, Evil Guesser und Jester voten auf dich, denen ist die Wahrheit ziemlich egal. Ja. Ach so, ja gut. Jo, eben. Hallo. Deswegen ist das Meeting auch so gewesen, wie es war. Hallo. Ja. Wir haben uns einfach gegenseitig getötet und dann ist einfach das Spiel vorbei. Hatten wir das schon mal? Mal ganz glaub nicht. Ich habe ja auch die Wahrheit gesagt, du hast ja nur Tour getötet. Ja, aber ich hätte auch den rechten Weg nehmen können. Ich hätte auch den rechten Weg nehmen können. Das hast du ja gar nicht gesehen. Ja. Shorty, wieso warst du dir nicht sicher, dass ich kein Imposter bin? Hey Jeff. Warte mal. Ich muss immer eben subgiften, glaube ich. Ich habe gesehen, wie du mir hinterherläufst. Ich so, okay, wenn er mich jetzt killt, ne? Er wird mich wahrscheinlich so killen, wahrscheinlich so. Ich dachte mir, hab schon daran gedacht und dann killst du mich sogar noch und ich dachte mir so. Ich bin wieder Jakal geworden, ich wusste, was passieren muss. Und aber Shorty, das war bei mir auch so. Ich sehe, die Kameras sind an. Ich gehe Richtung Kameras. Vlesk steht vor der Kamera, tötet mich einfach und wendet weg und reportet mich. Und ich denke mir so, danke, dass du auf mich wartest, um mich zu töten. Ich war in der Kamera, sehe dich zur Kamera laufen und dann. Ja, ich wusste es. Und dann sehe ich dich da stehen und denke mir so, danke für nichts. Wusstest du, dass ich Imposter bin oder erst, als ich Mantle getötet habe? Ich dachte mir irgendwie das die ganze Zeit, aber letztendlich wusste ich es erst richtig, als du gekillt hast. Ich habe auch extra Fake-Task gemacht vor dir, damit du denkst, ich werde nicht. Ich wollte dich mitverwirren. Aber das Ding ist, ich war ja Jester und ich habe auch gar nicht hingeguckt. Und ich habe ins Beste mit gedacht, Simon muss jetzt erzählen, dass ich vor ihm kille, damit ich rausfliege. Matteo? Jeff, wenn ich nochmal im Jakal werde, kriegst du 10. Warte mal, was? Achso, das ist echt ein Champion. Ich glaub, das war eine Drohung. Nee, hat sich gerafft. Viel Spaß. Also, viel Spaß an alle. Wie auch immer wir das gemacht haben, gar kein Problem. Oh, Medic. Okay, wir müssen uns jemanden raussuchen, der absolut vertrauenswürdig ist. Wer ist vertrauenswürdig? Tarzi geht da rein. Warum bleiben die beiden zusammen? Sind die Lover? Mal gucken, wie lange die brauchen. Ich hab die Task nicht. Gucken, ob die beide gleich lang brauchen. Ah, nee, die Person. Leute. Matteo, so lost, ey. Selber. Was war das denn für ein Call gerade? Ja, Matteo, schreib mir gerade auf Twitter, war ein Spaß, kannst kommen. Ich bin schon längst. Du bist voll drauf reingefallen, das war ein Troll. Oh. Jibo liegt tot in Electrical oben.
tot. Ah, jetzt kann ich das. Ja, call mal, call mal. Nee, ich bin mir nicht sicher. Bin halt, wenn ich, wenn du bist Detective, wir wissen es doch schon. Wir wissen es. Sag call trotzdem. Schuschus Imposter. Die hat getötet. Ich habe noch ihre Fußspuren zur Wand gesehen. Oh. Was? Ich stehe in Weapons mit Tiki und Matteo. Ja, so Pazzi, das stimmt wirklich nicht. Das, wenn dann war es ein Morphling. War ein nicer Try. Naja, schade. Schuschu. Warum Tiki und Matteo sind im Poster-Trio? Warte mal, was ist, wenn Pazzi Jester ist? Ja. Nein, bin ich nicht. Was bist du dann? Was war das dann für ein Call? Nein, ganz ehrlich, ich bin wirklich der Meinung, dass ich da... Aber ich war bei der Farbe, die sich ja... Fußspuren von einem Toten sieht man doch auch dann nicht, oder? Aber ich bin gerade am Überlegen, ob mich vielleicht irgendjemand hätte morphen. Wenn mich jemand morpht, sind dann meine Fußspuren oder was? Ja, sind dann deine. Sind es deine Fußspuren. Aber ich bin nur Tiki getrust und Matteo, deswegen... Pazzi ist ja kein Detective, oder? Oder hast du die Farbe mit Scheiße? Genau, also das kann sein, dass Jeff sagt. Nein, ich habe die Farbe nicht mit Bless gewechselt. Nee, das war so ein... Ich war mir nicht sicher, ob das... Ich dachte, Shushu liegt da tot und es wäre ein Jibus-Fußabdrücke. Dann habe ich reported, festgestellt, dass es Jibu ist und deswegen war ich verwirrt. Kurze Info an meinen Imposter-Kollegen, falls du Evil Gamer bist, Parsival nicht rausvoten, der Troll geworden. Okay. Ah, Ehrencall. Stimm mit Shushu und Timid und Tiki in Weapons. Wie soll ich den Kill gemacht haben? Au, du bist mit uns in Weapons. Warte. Okay, ja, aber ich bin der Pinke mit den pinken Haaren. Aber du stehst mit Shushu, Tiki und Timid in... Nein, das stimmt nicht. Also. Mit Matteo, Tiki und Shu. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Dann kann ich euch einen anderen vergeben, weil dann wäre es... Simon oder Timorus, weil genau, ich auf einmal bin ich Pink. Nein. Ich sehe ja, dass es eine lighter Color ist. Alter. Ja. Ich will jetzt, ich will noch den Jester nicht voten. So nein. Ich vote ihn trotzdem, weil der Jester hat das nicht. Aber Pazzi, ich bin wirklich Detective. Aber Pazzi, pass mal auf, du bist ja auch eine lighter Color. Ja, aber oh, Leiter. Er hat sich selbst gecallt. Fuck, jawohl. Hat er jetzt Leiter oder Darker gesagt? Leiter. Er hat gesagt, Whiter Color. Aufzug, wenn er white ist. Whiter Color. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wen ich shielden soll. Wir haben sehr viele Tasks hier drüben, die machen wir mal alle. Und dann müssen wir uns überlegen, wollen wir mal, weil wir Timid so einen üblen Streich gespielt haben, shielden wir mal Timid. So. Okay. So, halt mit. Oh, ich hab hier nix. Aber ich hab hier was. So, sterbe ich jetzt? Tür ging auf. Kamera ist aber auch an. Kamera könnte mich sehen, glaube ich, oder? In der Theorie kann die Kamera, glaube ich, über die Wand gucken. Was hätte Timid für einen Grund, bei mir zu bleiben? Ich habe ihn ja geschildert. Ich würde auch bei ihm bleiben. Aber warum bleibt er bei mir? Boah, ich dachte gerade, war Kill. Ja, okay, pass auf. Aber jetzt guten Grund haben wir. Willst du Jester spielen? Ihr wisst, dass ich das nicht machen darf, wenn ich kein Jester bin. Kann man nicht ausstellen, dass ich noch mal keinen Button drücken kann? Das kann man sogar ausstellen, aber ich bin kein Jester. Ich schwöre es euch, ich bin wirklich Detective. Es war eine Leiter Color und wenn Vlesk, Tiki und Shushu zusammen da stehen, dann bleib ich. Vlesk war da nicht drin. Doch nicht. Was laberst du? Ihr seid wirklich Imposter-Duo. Was reimt sich zusammen? Tim Horus muss dann da getötet haben. Tim Horus, also. Nein! Du laberst so scheiße. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, seine ganz stark verblassten Fußspuren könnten wirklich so ausgesehen haben. Er ist helles Pink, dann dunkles Pink, dann ist es Tiki, dann bist du selbst das. Pass mal auf, darf ich hören? Ja. Pazzi, du hast uns jetzt quasi keine neue Erkenntnis gegeben und willst, dass wir unsere Entscheidung, niemanden zu kicken, weil das einfach noch zu wenig ist, jetzt auf die Probe stellen und Timorus einfach auf Vertrauen kicken. Aber du sagst ja uns auch, dass du kein Jester bist, dass ich kein, weil ihr wisst mit dem Button, dass ich kein Jester sein kann, ja. Genau. Damit haust du zwei Crewmates raus. Selber dich raushauen. Schlimmsten, ja. Also ich kann nur eine Sache sagen. Ich bin nicht Detective, also kann ich Parsival nur vertrauen, bin vertrauen. Was? Danke, Simon, ja, wenn danke, er Detective Simon. Ist, er also, ist danke, können wir mal ganz kurz über Vlesk reden? Also Vlesk hat gelogen, der ist nicht in Weapons. Wo warst du denn, Vlesk? Nein, ich war der Erste, der in der Task stand. Steht nein. Die auf mir drauf oder nein, was ist das? Nein, auf keinen Fall, nein. Du bist Jester.
Ist ja auch egal. Ich sag ja, ich vote mich jetzt auch selbst. Nein. Nee, letztes Jester, scheiße. Wenn ihr Tim Horus jetzt rausvotet. Nein, wir voten entweder Parsi, du kannst doch, wenn du. Also, du bist wirklich kein Jester, aber du kannst ja den Button nicht drücken, damit jemand nicht auf Les nicht. Ich dürfte den Button nicht als Jester drücken. Genau deswegen habe ich ihn gedrückt. Ich komm, ich vote auf Les, Jeff. Ich vote auf Les. Lieber Les als Tim Jester, als Parsi, weil als Imposter gewinnt. Nein, ihr votet doch. Also, votet ihr das ernsthaft? Ja, ihr seid ja. Ja, weil du dich selbst Leute, das ist. Ja, aber Les, du warst nicht in Weapons. Du bist der größte Troll. Ja, der Evil Gesser muss jetzt ja Jester auf Les machen, ne? Also ja, Evil Gesser muss jetzt Les Jester. Party. Also wenn ihr mich jetzt wirklich votet, mach ich den Jester wieder aus. Das will ich nee, du, das halt du lügst ja. Das ist halt auch nicht euer Ernst. Oh. Du darfst ihn nicht ausmachen. So leicht wär's halt, ich bin Engineer übrigens, es war natürlich nie richtig, aber ich konnte natürlich nicht sagen, dass ich im Admin-Vent steckte. Aber dass ihr mich wirklich voten würdet mit so einem Bullshit. So. Ja, aber wir haben ihn ja gewortet, weil er gelogen hat. Also warum sagt er nicht einfach, dass er von da weggelaufen ist oder wo er hingelaufen ist? Keine Ahnung, er kann ja irgendwas anderes. Aber etwas zu lügen, wo wir sagen, das ist auf jeden Fall eine Lüge. Das ist doch... Scheiße. Habe ich meine Rolle noch? Ich glaube schon, ne? Ich muss Timid finden. Boah, die Chance, dass wir einen Imposter geschildert haben, steigt gerade, ne? So, wo ist Timid? Oh, shit. Okay. Wo? Shit. Simon, du bist Sheriff, bitte. Sag mir, dass du Sheriff bist. Leider Party, nicht. Das sind ganz leider nicht. Party war leider nicht. Aber... Ja, und Tiki sind auch tot. Ja, die Sache ist, es kann sehr gut sein, es kann sehr gut sein, dass der Sheriff ihn getötet hat, weil noch eine andere Person da mit mir ist. Und Pastor, wenn du wirklich zu 100% Detective bist und wenn du wirklich die Wahrheit sagst, ich möchte die andere Person jetzt nicht outcallen, weil... Danke dir. Weiß ich nicht. Danke. Ich denke, es war ein Sheriff-Kill, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Was hast du denn gesehen? Du hast ihn gesehen, oder? Ich habe leider den Kill nicht gesehen. Es war gerade außerhalb des Sichtfeldes, aber ich habe halt gesehen, dass eine andere Person da stehen geblieben ist. Ich glaube schon, dass Unge den Kill hat sehen müssen, weil das war wirklich ein absoluter Instant Report. Also ja, ich bin gerade reingelaufen. Ich kann dir folgendes sagen, Shorty. Ich kann nicht genau sagen, ob jemand draufgesprungen ist oder ob es wie ein Warlock-Animation. Das kann ich nicht genau sagen, weil ich bin gerade reingelaufen, habe direkt reported. Also Tim Horus wurde vor dir umgebracht? Quasi ja. Ja, okay. Aber ich habe nicht gesehen, ob es ein Kill war oder so ein Warlock. No Kill Animation. Also. Aber wer stand denn dort noch neben dir? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen sollte. Sag einfach. Ja, die rollen ja eh alle. Also sag's ich bin Medic, Party ist Detective. Ja. Oh, warte. Nicht callen. Doch. Also ganz ehrlich, ich hätte den Evil Guesser schon 100 Mal rausvoten müssen. Ja, aber wobei, natürlich nicht. Nee, ich würde es jetzt nicht machen. Natürlich nicht, wenn Tim Horus der Jackal war. Ach, haben wir den auch noch an? Dann würde mich ein Evil Guesser natürlich nie guessen, weil er natürlich will, dass der Jackal rausgebaut wird und genau weiß, dass ich keinen der Imposter blame. Shorty, warum wolltest du, dass wir die Rollen callen? Naja, well, das Problem ist halt, wenn Unge muss halt für mich auf jeden Fall den Killer gesehen haben. Hab ich auch, ich hab den Killer auch gesehen. Also ich weiß halt nicht, ob es halt clever ist, es denn halt nicht zu callen. Weil das ist ja jetzt quasi eine so wichtige Situation. Ja gut, dann sage ich den Killer. Der Killer bin ich, bin Sheriff. Ja, das wusste ich auch. Das glaube ich ihm sogar auch. Das glaube ich ihm auch, ja. Weil er auch vertraut hat mit dem Detective, weil er, glaube ich, nicht wollte, dass ich gewotet werde, sondern lieber selbst schießen wollte oder nicht. Genau, deswegen habe ich auf Passmann nicht gewotet, deswegen habe ich Tim Horus nicht gewotet, weil ich wollte draufschießen. Also der andere ist entweder Timid oder Jeff. Timid hat eigentlich nicht gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Also wir haben auf jeden Fall einen tot. Ich hab das gibt. Wer hat denn jetzt Jeff gewotet? Ich kann nur sagen, Jeff hat sich im Specimen ein bisschen komisch verhalten. Der May hat Jeff gewotet, sorry. Jeff, du hast dich im Specimen ein bisschen komisch verhalten. Kannst du das in der nächsten Runde mal erklären? Ah, Jeff hat sich selber gewotet, der ist Jeff. Beschützen, Sheriff. Mit eurem Leben. Wir machen jetzt mal Task. Ich glaube, Jeff ist wahrscheinlich, Timid ist auch möglich. Problem bei Timid ist, wir haben dann einen Imposter geschildert, was halt schlecht wäre. Ja, da müssen wir jetzt gucken. Also ich tendiere auch eher zu Jeff als zu Timid, aber dass Unge selber der Sheriff war, war ersichtlich, meiner Meinung nach. Also das glaube ich ihm jetzt auch, weil so habe ich mir auch gedacht. So, und die Info von Shorty, es könnte sein, dass Shorty aber auch... Boah, Shorty kann es aber auch noch sein, oder? Indem sie diesen Call macht, sie weiß, dass der Sheriff den Kill gemacht hat und sie versucht,
mit diesem Call den Sheriff outzucallen bzw. rausworten zu lassen. Also Shorty ist auch noch für mich nicht ganz raus aus der Gleichung. So, hier haben wir... Warum wird hier zugemacht direkt? Wenn Jeff reinläuft, dann ist es Jeff nicht. Ist es Shorty? Oh mein Gott. Ist es Shorty? Nee, Shorty kommt hier raus. Oh mein Gott. Okay, es ist Matteo. Ja, ich denke auch. Ich war gerade... Cams, du bist an Lifeline. Oh, es sind zwei okay, dann weiß ich. Mach nicht diesen, Tim. Nee, dann weiß ich habe nämlich einen Specimen gesehen. Matteo ist gerade von links reingekommen. Jeff war mit mir in Office. Der kann den Kill nicht gemacht haben. Den zweiten Kill. Mhm. Wo liegt denn die Leiche erstmal? Die Leiche liegt links von Comstar. Und Jeff war mit mir an Lifeline, als der zweite Kill gefallen ist. Und dann habe ich an Ettenpanel geschaut und da. Ah! Es war einer im Specimen. Könnte es eine Leiche gewesen sein? Ich wollte da gerade hingehen. Naja, es sind ja zwei gestorben. Jeff, kannst du mir sagen, wie viele Leute tot waren, als du an Lifeline warst? Ich bin an Lifeline gegangen, da war nur einer tot und da ist gerade Simon gestorben. Also Shorty und... Dann Jeff, dann musst du ja wissen... Beide können es ja nicht sein. Warte mal, bevor ihr... Jeff, dann muss Jeff wissen, dass ich es nicht sein kann, weil als Jeff an Lifeline gelaufen ist, war ich hinter ihm an der Tür und die Tür ging zu. Ja. Wo genau liegt die Leiche, Shorty? So ein bisschen links von Comms und Weapons. Timid, dann bist du hauptverdächtig für mich und Shorty maybe. Nee, pass auf. Ich war Admin-Table, da war einer im Labor und als sie zwei Licht gefixt haben. Wer war das? Weiß ich nicht. Ja, Jeff und ich haben das Licht gefixt. Dann war Matteo wahrscheinlich im Labor, hat vorher den Specimen-Kill gemacht. Und ich bin dann... Ja doch, wahrscheinlich schon. Ich war im Labor. Haben wir hier noch zwei Killing Worlds? Haben wir noch Chakal und das kann nicht. Auch sein. Also erstmal. Ich glaube, Ben, es ist Timid und Matteo. Nein, erstmal, ich bin Medic und ich habe Timid geschieldet. Das heißt, ihr könnt ihn nicht erschießen. Aber erschießen geht sowieso nicht, weil Ung ist aber. Also Jeff weiß. Weil ich bin gerade, weil ich glaube auch, dass Timid ist, weil ich bin gerade an Admin-Table gegangen und da ist erst ein Punkt frisch in die Cam reingegangen zur Security. Heißt, da ist jemand hingewendet vielleicht. Weil, denke ich persönlich jetzt. Nee, ich das könnte ja dann nur Timid sein. Electrical reingelaufen. Also, vom Admin Table bin ich hochgelaufen zwischen Comms und Office und dann zu Electrical. Also, für mich ist es obvious Timid, weil ist irgendwo Communication den Kill, den Shorty gefunden hat, den kann Shorty selbst nicht gemacht haben. Communication? Und Jeff weiß, dass ich keinen von den Kills gemacht haben kann, weil als er in Lifeline gelaufen ist, war ich hinter ihm an der Tür und nicht zugegangen, ich wurde ausgesperrt. Es ist Timid. Wenn nämlich heute ist vorbei. Das stimmt, weil wir dann gewonnen haben. Danke. Ah, richtig. Ja, also du bist. Oder bist du Jakal, Matteo? Nee, ich hab dich aber echt geschildert, weil ich dachte, ich hab dir vertraut, du Schwein. Geht trotzdem weiter. Nee. Das ist so an, Luko. Sorry, Timmy. Ja, also, du warst ja Ela, aber hättest ja nicht für mich geschildert. Ja, aber du hast das war trotzdem blöd. Ach, du warst Warlock. Du hast schon Jibo getötet, oder? Ja, aber ich muss ja dann wohl erzählen, das ist scheiße. Ja, okay, aber und das war. Du hast dich aber auch so über deine eigenen Worte, ey. Ja, ich hab mich so, ich war so irritiert, hä? Ich war mir so sicher, dass es Shushus Fußabdrücke sind oder Jibus. Da, ich reporte, hä, das ist ja Jibo. Dann so Shushu, die hat Dali, wie scheiße. Oh nein. Und ab dann hast du alle gefolzt. Alle gut, da das Coole wäre nur gewesen, wenn du nicht geschiftet hättest, hätten wir Pasi seine Rolle und Unge seine Rolle gehabt und hätten wir trotzdem, glaube ich, easy gewonnen. Ja, ja. War ist ja nicht so schlimm, kannst du ja nicht wissen, dass ich Imposter bin. Uiuiui. Aber krass, Timmy, dass du mich hast so lange leben lassen, weil ich bin so lange mit dir rumgelaufen und dann dachte ich irgendwann, ich schiele dich jetzt. Und das war schön. Ich hätte Timmy nicht schießen können, einfach. Mental, danke. Danke dafür. Ach, oh, sorry. Bist du eingewendet gerade am Ende, Timmy? Ja, klar. Okay. Shushu hat den Imposter-Pass, sage ich. Nee, ich habe nach 5 Mal das erste Mal wieder Imposter oder so. Ich muss gleich mal Pipi machen, ich gehe mich in der Runde irgendwo verstecken. Super. Ich finde dich und töte dich. Okay, aber. Wer ist gestorben als erstes gerade? Nein, Spaß. Jiburi, ja. Von Timo. Mendel fragt das, weil er weiß, dass er in der nächste Runde Imposter wird. Ja, ich habe hier einen Cheats angemacht. Ich habe hier einen Cheats angemacht. Ehre. Auf einmal da so also, drei Movement Speed, ganz unauffällig. Jetzt würde ich natürlich gerne den Jester instinktiv ausmachen. Nee, aber nee, nee. Gerade alle einstimmig habt ihr gesagt, ich bin Jester und votet mich, um das Spiel zu verlieren. Nein, wir haben nicht gewotet, weil du gelogen hast. Das stimmt. Aber das ist ja das, was der Jester macht. Ja, aber der Jester würde doch nicht so obvious, oder? Wow, Matteo. Naja, es hätte ja funktioniert, oder nicht? Nee, aber der würde doch... Ich bin immer obvious einen Jester. Alter. Bin kurz auf Klo hier. Die Runde geht los. Ich rede im Lab. Schütz dich.
So, das Problem ist. Wir sind in love with Jibi. Das heißt, wir müssen Jiburi erstmal zeigen. Der hat's nicht gesehen, oder? Du hast jetzt gesehen, oder? Weil krass, wir sind ja synchron, ey. Wir sind synchron smart. So, will ich den ersten Kill machen, wenn Simon gerade AFK ist? Ich weiß nicht. So, Jiburi läuft weg. Kamera ist an. Kamera sieht mich laufen. Oh. Hallöchen. Timid liegt vor Lifeline. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange schon. Matteo, kamst du denn nicht gerade her? Nein. Ich habe mich mit Jiburi hinter der Kanone versteckt und ich kam von der Richtung. Ich bin wieder da. Hallo. Bebe. Ja, also Simon hat den Kill auch nicht gemacht und Jeff genauso wenig. Oh, ich war bis gerade auf Twitter. Yep. Sind schon die Fußspuren, die da von der Leiche weg sind, auf der Kamera? Oh, oh. Ja. Willst du die erklären? Oh, oh. Weiß nicht wo, aber ich war ein Specimen. Bin mir zurückgelaufen am Admin-Panel. Hm. Und jetzt stehe ich am Bücherregal, weil ich meine Nachos esse und meine Finger voll Käse sind. Ah, na klar. Nachos, Käse, Soße. Von wo bist du rein? Von Admin. Bin Admin reingelaufen und dann bin ich Tim Hodes gecrossed. Bin zurück, hab mich beim Bücherregal hingestellt. Ich bin nicht Detective und ich habe Shushu auch nicht gesehen. Ich wollte nur mal gucken, ob es funktionieren würde. Bei mir war das doch einfach die Wahrheit. Du bist schon wieder Jester, ich wollte dich. Lügen soll man nicht sagen. Dann bin ich dabei, Shushu. Also haben wir keine... Wenn Shushu jetzt irgendeine Lügengeschichte erzählt hätte, hätten wir eine Info. Haben wir eine Info über die Killzeit? Nee, ne? Weil es an Lifeline liegt. Doch? Doch, ich war mit Timmy zusammen zuletzt an Lifeline. Und dann bin ich einmal quasi unter Storage lang gelaufen und dann wieder runter. Quasi, da bin ich Matteo jetzt gerade. Also du läufst einfach einen Kreis und machst keine Aufgabe, keine Task. Ja, weil ich gerade über was nachgedacht habe, Matteo. Weil ich eigentlich einen krassen Play machen wollte. Ich wollte mich eigentlich hinter die... Also bei Koms ist ja diese eine Satellitentüße, da wollte ich mich hinterstellen. Ja. Aber meine Krone hat so rausgeluschert und dachte ich so, dann laufe ich jetzt doch wieder weiter. Ich muss vor allem die Fußspuren, die gerade auf der Kamera von der Leiche... Ich muss was einhaken, Leute. Shorty hat die Polos-Aufgaben schon 100.000 Mal gemacht. Als ob sie sich nicht konzentrieren könnte, wären sie in der Aufgabe. Ja, das ist wirklich so. Tim? Pass auf, eine Frage an Schuh noch. Ja. Nachos mit Käsesoße oder Salsa? Mit Käsesoße. Ich finde Salsa geiler. Ekelhaft. Käsesoße ekelhaft. Da sind geriebene Fußnägel drin. Bäh. Shorty, dass du mit Timid da warst. Was? Keine Ahnung. Matteo, woher hast du das denn? Ich muss mich jetzt muten stellen. Hast du die ganze Runde bei mir? Hast die ganze Runde bei mir? Ja, hey, Tim, das war doch die richtige Antwort, oder? Ja, sonst hätte Wollen ich Wollen wir Nachos gemautet. Mit Käse essen? Käsesoße finde ich irgendwie strange. Ich mag Käse richtig gern, aber Käsesoße ist irgendwie abgefuckt. So, also, wie hat... Den Kill hat dann gar nicht Simon gemacht, sondern wahrscheinlich dann der Jackal. Scheiße. Oh, hier wird zugenagelt. Oh, das heißt... Also, es ist sehr wahrscheinlich, dass Vlesk der Security Guard ist, oder? Das sollten wir uns aufheben. Also, ich merke mir, ich mache mir jetzt eine mentale Brücke. Vlesk ist wahrscheinlich Security Guard. So, wir gehen mal hier unten raus. So, ich hoffe, ich kill jetzt nicht Jiburi, wenn sie hier vorbeiläuft. Cam ist an. Licht ist aber wieder aus, ne? Ja. Oh. Nein! Scheiße. Der hat mich auf der Toilette beschützt und jetzt ist er tot. Actually cracked. Er war ein Ehrenmann. Ich glaube, er ist schon länger tot. Ich bin, also,
Ich war gerade zum Lightfixen gegangen. Ich habe auch das Licht gefixt. Und davor ging an Communications die Tür auf. Und jetzt bin ich zurückgelaufen und jetzt liegt Parzi davor. Also es kann sehr gut sein, dass er dann neben mir irgendwie abgestochen wurde, als ich weggelaufen wurde oder sowas. Ich kann Jeff komplett rausnehmen dafür. Mhm. Der war nämlich in Specimen und noch irgendjemand war bei uns in Specimen. Wer war das? Jo, ich kann Jeff und Unge Party rausnehmen. Ganz kurz, bei Communications liegt die Leiche. Ja. Das ist aber komisch. Ja, warum? Das ist ganz komisch. Ich finde es auch sehr komisch. Weil ich schon wieder versteckt bin bei der Kanone und da ist niemand vorbeigelaufen. Das heißt, der Killer kann nur Richtung Office gelaufen sein. Du bist bei der Kanone versteckt? Nee, das nicht. Du warst überhaupt nicht bei der Kanone versteckt, sondern Flask. Letztes Mal warst du beim Stein versteckt. Weißt du, wer im Office ist? Es ist Flask. Also ich war in der Kamera. Ich war in der Kamera und die Fußspuren diesmal von Djibouti waren die. Die gingen Richtung Comms und Weapons runter. Mhm. Schon vor einer Ewigkeit. Hey, ja. Ich hab das Licht ausgemacht, das hättest du doch sehen müssen. Ja, aber du kamst ja auch von da oder nicht? Flask erzählt wieder Quatsch. Ja, ich kam von da, hab ich doch gerade gesagt. Timorus war im Lab. Ich hab also Tiki war im Office und ist dann hochgelaufen ins Lab, ist dann aber links zur Kamera. Shushu kam auch zur Kamera. Die kam aus Storage anscheinend. Shorty hab ich gar nicht gesehen. Warte mal, Shorty hab ich gar nicht gesehen, Matthias hab ich nicht gesehen, Unge hab ich nicht gesehen und Jeff hab ich nicht gesehen. Aber ich weiß, dass Djibouti, weil ich dachte mir so, ist das jetzt Djiboutis Farbe oder Shushus Farbe? Die Fußspuren sind, darf ich kurz, vor 20 Sekunden sind die Richtung... Von Storage weg Richtung Weapons und Communications gegangen. Du bist kein Detective. Bitte votet ihn nicht erst Jester. Genau, votet West nicht und Djibouti auch nicht, weil das stimmt ja, was sie gesagt hat. Sie hat doch gesagt, sie war mit Party zusammen, ist weggelaufen zum Licht und wieder zurück und dann war er tot. Also, wir können uns alle rausnehmen. Es ist ein 50-50 zwischen Tiki und Shu. Was? Hä, was? Geil, okay. Alle anderen sind safe. Ja gut, dann ist der Fall ja gelöst. Aber ich hab dir doch gerade gesagt, wo Tiki war. Lesk hat mich doch gerade geproofed. On-Cam hat er mich gesehen. Ja, dann ist es Schuh. Ja. Perfekt. Nein. Nee, aber Schuh steht neben mir. Nein, ich stehe. Das war ich, sorry. Gibt es mehr Rolle? Ja, ich bin mehr. Ich habe Licht angemacht mit Djibu und stehe mit neben Blesk in Cam. Glaube ich nicht. Ja, ich töte dich als nächstes. So. Leute, ich tue so, als würde ich nicht wissen, ob es mehr Rolle gibt, obwohl ich selber der Mehr bin. Okay. So, alright. Oh mal, ist Vlesk gerade gewendet? Nee, ist er nicht. So, Vlesk, was macht er? Was macht er? So, ich glaube, ich bleib mal hier oben. 13 Sekunden. Mach mal hier zu. Jetzt haben wir ein bisschen wenig Platz hier, ne? Och Mann, jetzt ist Flesk noch tot. Jester down. Oh mein Gott, zwei Leute? Damit ist es doch klar, oder nicht? Flesk liegt unten am Rad, an dem Wasserrad neben Office beim Ausgang. Hat jemand Info Blast von der Lifeline? Flesk hat Unge da ausgelaufen. Nee, achso, nee, sorry. Du warst Unge ist im Labor. Schuh hergekommen. Also ja, Tiki. Hört auf, Kacke zu labern. Hat jemand Tiki gesehen, wo sie vielleicht gewesen ist? Ungefähr auf der Seite zumindest. Die Runde gar nicht gesehen, niemand. Die war auf jeden Fall nicht auf der linken Seite. Auf der linken Seite waren Djibu, Jeff, Unge und Tim Horus. Dann ist vielleicht Tiki noch Flesk abgeschossen. Dann ist Tiki vielleicht zuerst gestorben und Blesk später. Hat jemand Blesk gesehen, die Runde? Du hast doch gerade Blesk reportet, oder nicht? Ja, ich sag doch nur, wann der zuletzt gesehen wurde. Ich will wissen, wer zuerst gestorben ist. Selbst habe ich gerade gar nicht gesehen. Aber ich habe gerade so ein Lied gesungen mit so einer kleinen Maus. Okay, ja, zieh dich aus, kleine Maus, mach dich nackig. Also, ja, gut. Das Gute ist ja, wir haben auf jeden Fall den Jester raus und die Imposter haben extra Blesk getötet, damit er jetzt nicht mehr so gefährlich ist. Also Blesk wurde gerade von Jeff getötet, hat Jeff gesagt. Übst du dich gerade selber, Shorty? Also, es ist ein 50-50 zwischen Shorty und Jeff mittlerweile. Na, aber nee, das ist ja, also Jeff. Aber Jeff hat doch gerade gesagt, er ist Sheriff. Tim, du beschuldigst auch jeden hier in der Tim, hast du nicht letzte Runde gesagt, Schuh? Auf Shorty schießen. Ja.
Ich dachte Shu und Tiki, aber dann ist Tiki gestorben und dann dachte ich, nee, es kann nicht sein. Also, hä? Das ist auch so scheiße. Stimmt. Ich glaube, es sind Tiki und Shu. Tiki stirbt? Ja, das kann niemand mehr sein, das ist unmöglich. Aber pass auf, letzte Runde, ihr konntet euch doch in Specimen rausnehmen, ne? Das war doch Jeff, erste das war Runde. Matteo, das war Unge. Nee, Matteo war nicht bei uns. Ich war hinter der Kanone, hab ich gesagt. Shu nicht. Nein, wir waren nur zu dritt. Ja, Jeff, war noch mal eine andere. Shorty? Ach, Shorty. Was willst du denn von mir, Tim? Und warum? Jiburi hätte auch self-reporten können, aber ich glaube es nicht, wenn sie on-cam da lang rennt, dass sie dann killt und self-reporten. Jeff, wo warst du nur die Runde? Kannst du mal kurz... Wie gesagt, der Kind ist auf was? Ich bin Richtung Communication gegangen, hab den Router ausgemacht, bin dann O2 gegangen. Ich hab Lights gefixt und dann kam Tim Hoos, glaube ich, ne? Kann sein? Ja. Ja. Hä? Die Runde Jeff. Jetzt hast du live. Jeff ist, Jeff ist in der Nähe vom Kill. Okay. Alles gut. Da mag jemand Jeff nicht. Ich glaube, Jeff ist unschuldig. Aber Jeff schießt doch einfach auf Shorty. Aber Jeff ist nicht unschuldig, wenn jetzt hier Simon Unge der Mayor aufgevotet hat. Dann ist er nicht unschuldig. Ich hab nicht drauf gewotet, ich hab geskippt. Und ich bin noch nicht der Mayor. Ich hab nur einen kleinen Spaß gemacht. Ich würde gerne bei Jiburi bleiben, damit Unge sie nicht tötet. Bitte Unge nicht töten. Töte mich nicht. Jo. So. Machen wir das hier aus, damit die an Lifeline nicht sehen, dass jemand tot ist. Wir müssen jetzt aufpassen, dass Jiburi nicht stirbt. Das ist das einzige Problem, was wir haben. So, Jeff ist hier. Unge ist hier. Da kommt Jiburi. Hatten wir bis jetzt irgendeinen? Ich hab den Killer gesehen. Es war Tim Horus. Ich bin in Specimen. Nee, es kann sein. Doch, das kann sein, weil Simon, wir beide stehen neben Manda und Jiburi war hinter uns. Es bleibt noch Short. Ich hätte gedacht, es wäre ein Warlock, aber wir haben noch gar keine Imposterrolle irgendwie in dieser Runde gehabt, aber, ne? Tim Horus ist da gerade weggerannt. Ja. Ich bin in Specimen. Dann gibt's einen Morphling oder Tim Horus lügt. Ich hab Tim Horus. Shorty, hast du Tim Horus gesehen in Specimen oder so? Shorty? Nee, aber ich bin ja selber auch nicht in Specimen. Wo bist du nur, Shorty? Jiburi, warte mal ganz kurz. Ich bin gerade ins Lab reingelaufen. Ja. Du hast Tim Horus gesehen. Ja. Ja, ich hab, wer war das? Jeff, glaube ich, umkippen sehen oder so. Mhm. Und dann war Tim Horus an der Tür und ist rechts raus. Okay, Tim Horus, sag mal ganz genau, wo du ich bist. Ich bin Specimen, ich stehe an Simon Says. Ich habe vorher die Kabel gemacht. Warte mal ganz kurz, Tim Horus, du warst doch schon an Simon Says. Warte, könnte. Oh, Mental, hast du Unge gesehen? Ich war noch nicht. Ich oder war könnte er der Morphling sein? Ich war gerade in der Dings Lifeline. Es könnte auch Unge sein. Nee, das glaube ich nicht, weil ich bin mit Simon rumgelaufen. Warum sollte er denn vor mir killen? Das wäre ja dumm. Also entweder... Wo bist du gerade? Im Labor, meinte sie. Ich bin gerade in Richtung Lab gelaufen, genau. Kann jemand bezeugen, dass Tim Horus im Specimen ist? Ja, ich fliege jetzt aber das ist sowas von dumm. Aber wer ist es denn deiner Meinung nach sonst, Wer ist denn sonst, Tim? Nee, es ist ein 50-50, habe ich ja ganz klar gesagt, ne? Zwischen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, für mich ist, also entweder ist es lügt Jiburi oder ist Tim Horus. Simon, ich verstehe nicht, wir waren so oft miteinander unterwegs, ja, vor allem in der letzten Runde. Aber das heißt ja nichts. Vielleicht hast du natürlich heißt es nicht, aber es sind zwei Kills passiert teilweise. Ich sag dir was, Tim Horus, ich hoffe, du bist nicht der Evil Guesser. Mental ist Medic, ich habe ein Schild und du wolltest mich ein paar Mal töten. Nein, wollte ich nicht. Also, ich würde dich auch nicht im niemals töten. Tim ist nicht im Specimen, wir müssen Specimen. Tim voten. Okay, ja. Ich bin Specimen! Oh, also, oh mein Gott. Nein, Jiburi, du siehst wieder geister, Alter. Overdramatic death. Tim Horus hat versucht, mich zu töten. Tim Horus, du hast versucht, mich zu töten, sag's. Ja, GG. Oh, wir haben noch mehr. Ich wünsche mir... haben wir gewonnen? Chili Cheese Nuggets oder so ein Scheiß, Alter. So, das sind meine. Ding ist, wie lösen wir das denn jetzt nochmal? Simon muss jetzt wissen, dass ich in Love bin, oder? Tötet er mich jetzt? Oh nein, er darf die Buche nicht töten. Ich muss Simon töten. Kann ich das? Ja, ne?
Warum kann ich Simon eigentlich nicht töten? Oh Mann, er darf Jiburi nicht töten. Jiburi, renn weg! Jiburi, renn weg! Renn weg! Renn weg! Ich muss Shorty töten. Wo ist Shorty? Wo ist Shorty? Wo ist Shorty? Er darf Jiburi nicht töten. Oh mein Gott. Simon hat sich selbst geschickt. Warte mal, was? Mateo, wie hast du mich da gesehen? Jester Morphling und ihn vergessen. So, warte mal, wie ist es jetzt passiert? Was ist passiert? Ich hab Shorty getötet und da habt ihr gewonnen. Ach so, ja. Weil ich wollte Shorty töten und ich dachte, oh mein Gott, hoffentlich findet der Jiburi nicht. Ja, GG. Ich hab mich in O2 einfach in der Ecke versteckt und war so, bitte Mental töte. Ja, aber ich wollte Simon töten, aber ich hab dann gemerkt, das kann ich gar nicht. Also ich hätte ihn dann rausgessen müssen. Also, Theo, kann ich dich mal was fragen? Ja. Didi. Kannst du mal bellen? Puff. Warum? Nochmal, ohne dass irgendwer was sagt gerade. Puff. Ach, da war gerade ein Donation Alert, nochmal. Nee, hä, was? Jetzt. Ja, nochmal, komm. Nein, was willst du von mir? Ich bin kein Zirkus. Nein, ich hör's auf. Also das passt schon, dankeschön. Okay. Ey, ich dachte ja in dem Meeting, ihr seid alle lost und dann sehe ich, ihr seid Lava Imposter und so. Da ist ja, Tim, du warst legit der einzige Crewmate da. Ja, das ist mir alles klar geworden. Ich dachte so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Shushu, was meintest du denn mit gesehen? Wie hast du mich gesehen, dass ich Dropship hochgelaufen bin? Ich bin ein Imposter. Imposter-Vision, oder? Imposter-Vision. Ja, aber ist Jakar nicht dieselbe Vision wie Nein. Dem? Nee, nein. Jakar hat weniger Und ich dachte mir schon. Aber mein Kill-Cooldown ist höher als Imposter. Morgen bin ich heißer. Niedriger, oder? Nö, auch das dürfte der gleiche sein. Weil ich konnte nicht töten, Und Matteo schon. Hast du eine Tür aufgemacht? Da geht doch der Cool dann trotzdem runter, oder nicht? Weiß ja nicht, wie das beim Jakar ist. Türen öffnen. Ich bin so dumm, dass ich Shorty gedacht habe. Aber nicht, ne. Naja, du konntest. Du konntest ja aber auch nicht wissen, oder? Ja, ich hab gedacht, vielleicht ist Shorty. Aber ich dachte mir fast. Zwei Fracks, vor allem. Viel Spaß. Gut gemacht. Ey, viel Spaß. Da bekommt ein Tiki her. Habt ihr gesehen, wo Tiki hergekommen ist? So, wollen wir eine geile Time-Shield-Falle bauen? So, Time-Master. Tiki kommt nicht. Okay, Tiki ist kein Killer. So, Cams sind an. Das ist gut zu wissen. War aber eine geile Runde, hat voll Bock gemacht. Sehr aufregend. Und mit Imposter mit Lover gewonnen. Das ist. Hatte ich, glaube ich, noch nie. Boah, ich hatte aber echt Angst, dass Simon Jiburi killt. So, stirbt jemand? Nope, ich sehe halt auch nichts. Ne? Ich sterbe jetzt, oder? So, zwei Specimens, zwei schon eins, Security immer noch. Security Cam ist auch an. Ich würde sagen, die Person in Security ist wahrscheinlich ein Killer. Deswegen laufen wir jetzt dahin und baiten. Ne, ist Tiki. Tiki war es nicht. So, das haben wir. Scheiße. Was? Oh. Okay, okay. Krass. Zwei Leute. Pazzi, wo bist du gerade? Ich bin in Apatikon reingelaufen. Oh nein. Und gerade Richtung Specimen unterwegs. Oh nein. Wann? Und wen hast du gecrossed? Vor gecrossed. Gecrossed? Wen hast du gecrossed? Ich hab dich gecrossed und Jeff lief. Und Jeff ist tot. Alter, was sind so, mit Tim mit los? Mit, ne? Der ist ja hot. Gibt's keine Lösung mehr, scheiße. Pass auf. Nein. Und ich laufe links aus Lab raus und Flask wendet unter Labor raus. Was? Ja, kann auch Engineer sein. Oh ja, no, danke schön. Super. Ich dachte auch, ich hab Flask wenden sehen. Er ist doch aber safe Engineer, oder? Er hat das voll offensichtlich. Ja, das ist halt auch ein Grund mehr, dass Timmit jetzt wirklich Imposter ist. Ach so. Wenn er das so offensichtlich für sein Mate callt, natürlich. Okay. Also ich glaube tatsächlich, ich bin mir aber nicht sicher, dass ich Unge wenden habe sehen, im Lab nämlich. Mm. Und ich glaube trotzdem, nicht? Dass die, nee, Unge. Ja. Und das wollte ich eigentlich Shorty so zeigen, dass jemand gewendet ist. Und ich habe halt diese Animation gesehen, aber ich habe den Namen nicht gesehen, weil die sind ja eh aus. Aber sieht man trotzdem durch die Wand eventuell mit einem Bug diese Animation von Unge? Kann das passieren? Okay, falls du Engineer bist, kann sorry. Sein. Ja, ich habe es nur gesehen, weil deine Fußstapfen halt aus dem Vent rausgekommen sind. Ich dachte, du hast mich so gesehen, weil du bist genau vorbeigelaufen gerade. Timmit ist kein Detective. Ah, okay, das hat also, gesagt, damit ich nicht vergessen werde. Pazzi hat Jeff getötet und Vlesk hat Unge beim Wenden erwischt und ihn getötet. Nimmt es ja nicht, oder was? Wow, okay. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ja,
Ich kann ja nicht viel sagen. Ja, super. Ich bin tatsächlich Engineer. Timid hat mich aus Versehen gesehen gerade. Aber ich bin auf jeden Fall vor der Kamera gewendet. Ja, aber das Problem ist, mit dem Button sind wir jetzt halt Forst. Ja. Parzi, war das ein Warlock? Nee, das war kein Warlock. Ich habe Jeff auch nur ganz kurz gesehen. Der ist mir ungefähr in der Temperatur entgegengekommen und dann bin ich... Also die Person, die Person in der Kamera müsste eigentlich wissen, dass ich Engineer bin. Ich weiß nicht, wer ich das war. Auch gesehen. Kiki ist in Cams. Yes. Shibori, bist du der Mate? Hey, wir müssen voten? Ach so. Wir müssen, ja. Ja, ich weiß nicht, für den Button, I don't know, das ist halt scheiße. Aber Shorty, hast du Parsi gesehen? Oh, okay. Das ist doch eine wilde Nummer jetzt. Ich glaube, Timid ist Jester, oder? What the fuck? Also, das bestätigt für mich jetzt eigentlich 100... komplett verloren? Das bestätigt jetzt 100... Also das ist jetzt die Bestätigung für mich, dass Parzi Imposter ist und Vlesk auch. Weil auf die beiden wurde gepressured und die kriegen einfach keine Votes. Wir haben Timeshield. Wir können die ja versuchen, in eine Timefalle zu locken. So... Das ist ein bisschen schwierig halt auch, ne? So 3 Sekunden bis zum Cooldown. Das ist Tim Horus, er macht nix. Das Problem ist, die killen aber nicht am Stein, weil die nicht wissen, wie viele Leute dahinter sind. So. Jibura hat sie mir erschossen. Du bist ein Eimer. Aber das, also... Oha. Warum sollte denn Jiburi auf dich schießen? Ich würde sagen, Jiburi hätte auch auf mich oder auf Les geschossen, oder sehe ich das falsch? Ja, nee, Jiburi hat nicht auf mich geschossen, weil ich bin an Lifeline gewesen, tatsächlich im Office. Da war noch niemand tot und ich bin links bei laufender Kamera in den Vent reingehüpft und bin oben wieder raus, links rausgelaufen. Da waren Jiburi und Tiki. Ich glaube, die haben beide gesehen, dass ich gewendet habe. Sprich, Jiburi müsste eigentlich eher auf meiner Seite sein als auf Timids. Also mein Problem ist, es wird enormer Druck auf Parzi und auf Lesk ausgeübt und ist auch halbwegs plausibel, meiner Meinung nach. Und dann wird aber null auf Parzi gevotet. Das heißt für mich, dass Parzi einfach ein Imposter ist. Also warum sollten die Imposter dann nicht mit draufspringen, wenn Parzi der Letzte ist, der mit Jeff gesehen wurde? Ich finde es halt gerade so komisch, dass... Und warum würde Jibu dann nicht auf mich schießen, Matteo? Dann wäre ich doch der absolut Hauptverdächtige, auf den sie gehen würde, oder? Können wir kurz darüber auch reden, dass Lesk nur 2 Votes hatte? Genau, Lesk hatte nur 2 Votes... Also warum würdet ihr den Engineer rausvoten? Das macht ja keinen Sinn. Naja, also, dass ihr beide keine Votes bekommt. 3 Votes bekommen, wer war überhaupt also der Zweite, der 3 Votes nicht mal die Imposter. 2 Votes habe ich sogar noch relativ viel. Eigentlich hätte Timmy rausfliegen sollen. Nicht mal die Imposter haben auf dich gewotet. Nee, Timmy kann ich proven zu 100%. Ich kann euch nicht erzählen, warum, aber ich kann ihn zu 100% proven. Deswegen, Tiki fällt für mich raus. Timmy ist für mich eigentlich proof, weil der würde, also es wäre ein ganz weirder Move. Und ich habe Tiki auch nur gewotet, weil ich dachte, sie wird nicht gewotet. Ich habe Timmy und rausnehmen. Ich habe Timid gevotet, weil ich das eigentlich so verstanden habe im Anfang des Meetings, dass Timid halt sehr an den Kragen gegangen wird. So. Fun Fact, ich habe Shorty gevotet, weil ich am Ende gepanickt habe und nicht wusste, wen ich voten soll. Fun Fact, ich habe Tiki gevotet, weil ich dachte, keiner votet. Also nicht mich gevotet. Nee, habe ich nicht. Also für mich... Aber dann hat Shorty, Tiki, wen hast du gevotet? Ich glaube, ich habe Les gevotet. Oha. Aber mich interessiert immer noch, wie Parzi in Deacon oben rein ist. Shorty, wir haben doch Parzi nicht gesehen. Also wir hätten noch zumindest die Tür. Ich bin ganz am Ende. Ja, aber Shorty und ich sind aus Messing. Weil er jetzt reingekommen hat. Deswegen, deshalb wollte ich dir die Runde vorher schon sagen, Parzi ist nicht oben reingelaufen. Und wir hätten mindestens die Tür hören müssen. Seid ihr... Aber wenn Shushu und Shorty auf mich gevotet haben, wer war denn die dritte Person, die auf mich gevotet hat? Junge, das ist doch so obvious eigentlich jetzt schon. Ja, finde ich auch. Aber okay. Also Parzi ist nicht da oben gewesen, Shushu und ich waren da die ganze Zeit. Also Parzi kriegt viel zu wenig Votes dafür, dass er so gepressured wird. Die Imposter und der Jackal würden da einfach drauf voten, wenn sie nur den Namen hören würden und er hat kein Dings. Und er hat kein... Also ich muss... Keine Ahnung, was soll ich tun? Was soll ich tun? Jetzt mal Licht. Macht das jemand? Nein. Also für mich ist Parzi absolut obvious. Er läuft mir jetzt hinterher. Wir bleiben ja, die sind beide hier, ne? So, dann laufen wir hier unten rein, machen eine Falle. Scheiße. Mein Timesheet ist abgelaufen. Scheiße.
Scheiße. Scheiße. Tiki, 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 Tiki. Oh, Pazzi, 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 Pazzi. Das könnte ein geiler Song sein. Tiki, 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 Pazzi, Pazzi, Pazzi. Nehmen wir mal eine Task. Bumm. So, 3 Sekunden. Ich sehe halt nicht, wenn jemand... Oh, fuck. Fuck. Wenn er das Licht anmacht. Oh. What? Ja. Okay. Ich bin... Es ist Party, es ist Party, es ist Party. Ja, das, hey, warum das denken wir schon seit 4 Runden. Warum das, Shorty? Ja, weil ja, du einfach im Upper D konntest, also I don't know, du hättest uns halt kosten müssen. Also erstmal glaube ich, dass... Ich habe Matteo geschifft. Entweder Tiki gerade den Kill gemacht, es waren auch, glaube ich, Lava. Warum sagst du denn, dass du mich shiftest? Gesehen. Wir haben doch noch Evil Guesser drin. Dann ist es Shorty. Nehmen wir mal. Warte, nein, Shorty war es nicht. Könnt ihr mal kurz sagen, wo ihr seid? Geh mal sagen, wo die Leiche liegt. Ich bin mit Matteo zu Lifeline gelaufen. Matteo ist in Richtung Lichtfix. Also eine Leiche. Warum weißt du, dass sie bei Electric liegt? Hä? Weil ich gerade. Nein, ich habe gesagt, dass ich bei Electric bin. Was? Du hast gefragt, wo bist du bei Electrical? Ich bin gerade in die Tür reingelaufen. In die äußere. Also Schuh und Shorty. Und ich kann euch sagen, dass Tiki vorher in Storage war und dass Tiki von der Leiche weggelaufen ist, weil es liegt eine Leiche, und zwar Tim Horus. Oben rechts an der Storage-Taste. Aber warum reportest du sie Schuh nicht? Sind Schuh und Shorty Lover? Tiki da weggelaufen ist. Nein, Timid und Tiki, Timid und Tiki waren Lover. Wenn Schuh und Shorty Lover sind, müssen es aber Pazzi und... Das macht ja keinen nein, Sinn. Nein, nein, nein. Also, Bless, das ist nicht so. Also ich glaube trotzdem, ich weiß nicht, wer der Zweite ist, ob der Zweite schon dort Pazzi und Bless. Es sind Pazzi und Bless. Aber das ist erstmal Pazzi voten, Schuh. Ja, wir starten bei Pazzi. Ich bin mir 100% sicher, dass es Pazzi ist. Aber darf ich kurz... Klar. Ja, wir haben nur 48 Sekunden. Ich würde gerne erklärt haben, Matteo, warum du das Licht nicht gefixt hast, weil du bist zum Lightfix gelaufen. Ich habe das doch gefixt. Ich hab's angemacht. Ja, aber da liegt auch eine Leiche, oder nicht? Ja, die liegt genau. Das ist aber schon, das ist schon lange davor gewesen. Danach bin ich dann... Also das erste... Ach, ihr seid Jakal und Imposter! Das kann nicht lange davor gewesen sein. Den ersten Lightfix. Weil Tiki ist gerade eben erst gestorben und Tim Horus liegt an der oberen rechten Storage-Taste. Ganz am Anfang der... tatsächlich ein Imposter. Nein, ganz am Anfang der Runde. Ganz am Anfang, da war Licht aus. Das habe ich gefixt. Dann bin ich runtergelaufen. Dann war Blesk hinter mir und Pazzi. Ich habe mein Timeshield gemacht, Blesk hat mich nicht getötet. Dann bin ich an Lifeline gelaufen. Dann bin ich ins Labor reingelaufen, habe versucht, wieder jemand... Danke. Warum sagst du das? Oh nein. Also ich take it, aber ich dachte nicht, dass er das glaubt. Warum sagst du das? Warum glaubt er das denn? Also er muss ja an der Stelle. Du Scheiße. Ey, ja, aber ey. Durchschaut und dann das. Nein, wäre das nicht geflogen, ich hätte Pazzi geworden. Ich war Mayor und hab Bless alleine Aber ich bin ja nicht Evil Guesser, er muss ja gessen an der Stelle. Also was ist los? Also ganz ehrlich, also der Fall war in Runde 2 klar. Wir haben die ganze Zeit gesagt, es sind Pazzi und Bless. Also das war, oh Mann ey. Ich sag's, der erste Runde, Bless ist ein Imposter. Ja, aber Timid, du sagst jede einzelne Runde, dass ich Imposter bin. Nee, das hab ich aber auch geglaubt. Der Button war halt komisch. Ja, weil das war halt das Ding, dieser Button war halt merkwürdig. Guck mal, so wie die... Ganze Runde war so wie die Votes waren, war doch in Runde 2 eigentlich klar, dass auf euch keiner votet, dann müsstet die beiden Imposter sein. Ja, das Ding ist, der Button war eigentlich smart wegen Pazzi seinem Call. Also Pazzi hätte fliegen müssen dafür. Genau, ja genau. Ich bin ja echt vor, natürlich war Unge Engineer, aber ich bin ja vor 3 Leuten gewendet und dann in der ersten Runde sich sicher zu sein, dass ich Imposter bin, ist natürlich Quatsch. So, bei den Votes... Da gehe ich mit, so da war es dann, glaube ich, relativ klar. Aber bei 5 Leuten war der Call ganz so lang. Ich dachte halt, ich sag's einfach und dann hab ich's glaubt, aber eh keine Sau, weil warum? Und dann, er muss ja irgendwas. Ja, das stimmt schon. Das hättest du, also hättest du ja, war natürlich, Ausnahme. Ja, aber. Schade. Ich vergesse es einfach schnell. Alle durchschaut. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß und so. Evil Guesser, okay, krass. So. Hey, ich auch. Der Mute-Button geht nicht! Ups. War ich gemutet? So. Ja, wir machen mal viel Licht aus. Wir geben mal Licht fixen jetzt, weil da haben wir die Möglichkeit zu cursen. Oh, Jeff wartet da, okay. Ah, ich konnte jemanden cursen. Und meine Beine sind doppelt. Am Stein ist jemand. Boah, dann machen wir es mal so. Wenn am Stein jemand ist, dann cursen wir die Person am Stein. Jemand ist auch in den Vents drin. Nee, die ist wieder weggegangen, shit. Ich will auf jeden Fall einen Curse-Kill machen.
Im Dropship ist eine Person. So, wir haben jetzt Timid gecursed und hier sind richtig viele Leute vorbeigelaufen, das ist gut. So. Ich bleib hier. So, jetzt sehen wir, dass die beiden vorbeilaufen. Das ist das Gute. Machen jetzt Licht aus und jetzt machen wir den Kill. Sobald wir können natürlich, ne? Oh. What? Wen habe ich reported? Shiburi, warte, ne? Kurz, warte, Shibu, warte, ganz ja. Kurz, warte ganz kurz. Tim Horus ist ja tot. Also, drei Leute sind tot. Was? Oh mein Gott, drei Leute? Okay. Hm. Also, ich kann hier Tiki und Timid rausnehmen. Komplett. Ja, das Problem ist... Warum? Hä? Nein, du weißt nicht warum, aber Tiki kann ich rausnehmen und dich, weil ihr seid beide... Ich will einen guten Grund haben, wieso du jetzt gerade Timid rausnimmst. Ja, das will ich auch wissen. Naja. Naja, weil wir verliebt sind. Naja, ich sag's so, wie es ist. Weil Tiki und Timid haben den gleichen Skin und Legolas ist einer der Guten. Ich denke nicht, dass die einfach jetzt irgendwann töten würden. Okay, dann pass auf, jetzt tatsächlich, was passiert ist. Mhm. Ich weiß nicht, wo Jeff liegt, aber der müsste irgendwo am Stein liegen. Shiburi ist gerade in mich reingerannt und ist umgefallen. Ich habe instant reported. Ich weiß nicht, ob jemand Lifeline standet oder so. Ich stand Admin Panel. Da liegt übrigens auch die Leiche von, ich glaube, Jeff war das. Ich bin einmal kurz über ihn rübergelaufen. Ja, das. Es waren vier Leute im Lab. Es war einer in Kamera. Müsste auch gesehen haben, dass ich in Admin reingelaufen bin. War vor die ganze Zeit linke Seite. War das ein Lover-Kill? Ich war an der Cam und Shiburi habe ich vor einer Sekunde noch lebend gesehen. Also von einer halben Sekunde. Ich habe weggeswitcht. Ja, ja, genau. Eine halbe Sekunde vor Report und auf einmal ist sie tot und wurde reportet. Genau, Shiburi ist Richtung Labor gelaufen mit. Ja, die kam von Bora, kam sie gerade. Hallo, ja. Ja. Ich wurde gewarlockt, das habe ich auch gerade gesagt. Ja. Ja, danke. Ach so, danke. Ja, danke. Okay. Ah, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Jeff dich gewarlockt hat und damit Shiburi einfach Glover killt hat oder so. Kann das aber sein? Aber da würde doch Jeff aufpassen. Kann nicht sein. Nein. Ein Lover, also, du bist ja dabei, oder nicht? Simon, gib mal ein bisschen Infos. Du weißt auf jeden Fall was. Matteo, was war eigentlich dein Versuch, da nicht ins Storage reinzugehen, kurz vor der Tür abzudrehen und mir hinterher zu rennen? Welche Storage? Wolltest du Richtung Storage-Raum gehen, siehst dann die Tür zu, es drehst um und rennst mir hinterher und dann, als jemand du bist Lover, dazu kommt, drehst du wieder ab. Ja, ich bin Lava. Keine Ahnung, aber deswegen weiß ich auch, dass kein Lava-Kill passiert ist. Okay. Timid und Tiki sind safe, mehr kann ich nicht sagen. Und wer mein Lava ist, sage ich euch auch nicht. Ah, ich glaube, das, was Simon sagt, ist irrelevant. Nein, und aber wenn Lava gekillt werden, kriege ich dann zweimal so einen blauen Bildschirm aufgepoppt? Nein. Nee, nur einmal. Nee, nur einmal. Ja, nur einmal. Aber es ist kein Lava gekillt worden, weil ich bin Lava. Wirklich. Habe ich aus Versehen über Warlock den Lover von meinem Kollegen gekillt. Oder wie oder was? Oder war Shiburi Lover mit Jeff? So, das ist geil. Wir haben Timid gewarlockt, er weiß es aber nicht. Wir killen jetzt über Timid. Und er weiß nicht, dass ich ihn gewarlockt habe. Das ist so brillant. Das ist einfach wieder 10 von 10 schlau. Einfach geil. Timid, kannst du bitte Alarm ausmachen und sich jemand dranstellen? So, da ist jemand in den Lüftungsschächten drin. Das heißt, wir haben noch einen Ingenieur. Sind zwei Leute tot? Das heißt, der Jackal ist auch noch unterwegs, ne? Jackal ist auch noch unterwegs.
Warum geht das Licht nicht aus? Dings, Pazzi ist Jakal, glaube ich, kann das sein? Oh mein Gott! Jetzt wollt ihr mich verarschen? Okay. Na, Scheiße. Oh, nein. Okay. Ja, also Matteo ist ein Imposter. Zwei Leichen an Admin. Ich wollte ihm hinterher. Warum soll ich Imposter sein? Erklär einfach genau, was du jetzt gerade erstmal gesehen hast. Also, ich bin an Admin. Also, erstmal war Vles der Ingenieur. Ich bin zu Lifeline gelaufen, sehe zwei Leute sind tot, gehe zu Admin, sehe zwei Leichen. Vorher ist mir Matteo aus dem Office entgegengekommen. Gehe wieder zu Lifeline. Vles kommt mir mit rein entgegen. Das Licht geht aus. Ich wollte Matteo hinterherlaufen. Bin wieder zurück ins Office, weil das ich dachte, scheiße, nicht. Wenn Vlesta jetzt reportet, dann habe ich ein Problem. Gehe wieder an Admin-Table, reporte da die Leiche von Timid, weil da liegen Timid und Shushu. Okay, das stimmt nicht. Ich bin hinterm Stein versteckt. Pazzi kommt aus dem Labor, vor ihm ist Vlesk. Die laufen beide Richtung Office und dann wird gecallt. Aber Vlesk ist also pass auf, Shorty und ich sind im Labor und Vlesk war da und ist alleine rausgelaufen ohne Pazzi. Also erklär mal kurz, wie ist Pazzi hinter Vlesk hergelaufen? Weil Vlesk ist alleine gelaufen bei uns. Hä, Vlesk war bei uns? Ja, du hast du nicht gesehen. Also Vlesk war, wie gesagt, ich bin hinterm Stein versteckt. Vlesk kam von Richtung Labor. Pazzi war hinter ihm und die sind beide. Aber wo kam Pazzi wie hinter ihm? Weil Pazzi war nicht im Labor, oder? Von oben kam. Ich weiß nicht, der war nicht aus dem Labor. Keine Ahnung, von oben. Pazzi kam nicht aus dem Labor. Pazzi, von wo kamst du denn? Reaktor, weil Vlesk hat links Reaktor gefixt und Tiki rechts. Vlesk ist von links nach rechts rübergelaufen, mir wieder entgegenkommt. Dann bin ich ins Office. Ja. Ich bin ohne Vlesk ins Office. Du bist mit Vlesk. Denk mal drüber nach, warum ich jemals, wenn da Leichen liegen, Matteo hinterherlaufen würde. Warum denn mir hinterherlaufen? Von wo soll ich gekommen sein? Matteo, denk mal drüber nach, warum ich dir aus dem Office. Denk mal drüber nach, warum ich dir hinterherlaufen würde. Erzähl mal. Naja, weil ich eine Rolle habe, mit der man die Imposter eventuell ausschalten kann. Sheriff, oder was? Hä, Pazzi, ich war doch gar nicht im Office drin. Ich bin hinterm Stein. Doch, natürlich. Du bist mir aus dem Office entgegengekommen, Matteo. Also, ey, warte mal, dann muss ein Morphling drin sein, oder du lügst. Ich glaube eher, dass es Parsival ist. What? Simon, no. Bist du ein Lover, Matteo? Nein, wir sind nicht Lover. Aber guck mal, Pazzi lügt gerade wirklich und ich war hinterm Stein. Aber ich weiß nicht, warum er lügt, weil entweder er könnte Jester sein oder halt. Aber dann muss doch Tiki auch die zweite sein, oder? Nein, weil Ogo und ich waren unglücklicherweise die ganze Zeit. Bitte votet, Matteo. Nein, Pazzi. Nein, Simon. Pazzi. Warum? Oh Gott, ich weiß nicht, wenn ich drücken. Ja, muss Shorty entscheiden. Ja, gut. Nein. Ja. Ich habe Matteo gewotet. Ja, aber ich bin es nicht. Warum denn? Ich war hinterm Stein. Hä? So. Matteo. Es geht auch noch weiter und die werden mich jetzt voten. Aber warum hat Pazzi denn so gespielt? Was hat denn Pazzi für eine Rolle? War Pazzi der Jakal? Pazzi war der Jakal, oder? Pazzi war der Jakal. So, Fix Light. Wir machen das jetzt so über. Können die noch Alarm drücken? Ja. Ja, aber dann ist es doch obvious, oder? Warum obvious? Erzähl. Naja, wenn das ein 50-50 war und anscheinend Pazzi falsch war, dann muss es doch Matteo sein, oder? Ja, jetzt erklär mir, warum Pazzi denn falsch war, weil wir sind jetzt zu viert und leben ja noch. Also, wir guck mal, Pazzi muss richtig gewesen sein, sonst wäre es over gewesen. Guck mal, Shorty, es sind 3 Kills passiert. Wir haben Pazzi rausgevotet, es geht noch weiter. Wie kann Pazzi dann falsch gewesen sein? Nein, ich erkläre dir kurz was. Es sind keine 3 Kills passiert, es sind 2 Kills passiert. Ach so, stimmt. Einer der beiden Kills war ein Lover-Kill, ich bin nämlich kein Lover, aber diesmal sind die Lover umgefallen. Und zwar ist entweder Vlesk, Timid oder, wer war es noch, Jeff? Wer ist in letzter Runde gestorben? Vlesk ist gestorben. Vlesk, Timid und wer noch? Jiburi und Timid. Okay, einer von, also eine Nein, nein, warte mal, das stimmt nicht. Von denen, hör einfach zu. In der ersten Runde war ja Vermutung, ist ein Lover? Stimmt nicht. In der ersten Runde war kein Lover. Ich habe gesagt, ich bin Lover, um einfach die Lover sozusagen in Schutz zu nehmen. Jetzt in der zweiten Runde sind aber Lover gestorben und die Kills, also ich habe deswegen mehr Passwörter verdächtigt, weil er es irgendwie nicht so erzählt hat, als wäre ein Lover gestorben. Weil es waren auf jeden Fall diese Runde Lover gestorben. Mhm. Deswegen. Ja. Also, was okay, ich für gesagt. Mich war das halt so. Ja. Sorry, Matteo, mach du erstmal. Ich wollte nur sagen, was ich gesagt habe, stimmt. Ich war hinterm Stein. Ich habe gesehen, dass Vlesk von oben kam. Ich weiß nicht, ob er aus dem Labor kam. Und Pazzi ist ihm hinterhergelaufen. Dann kam direkt der Report. Und für mich war dann klar, Pazzi muss das gemacht haben, weil sonst keiner da war. Und okay, Tiki, was ist denn deine Rolle? Oder wie ist denn deine. Was hast du denn so gemacht? Weil ich vertraue Shorty, weil ich bin mit ihr zusammen rumgelaufen. Sie hat es zwar komisch benommen im Lab, aber im Specimen habe ich ja auch. Und deswegen, keine Ahnung. Wieso so
Also ich habe tatsächlich vorher Parzi gevotet, weil ich fand, dass sich Matteo sehr überzeugend angehört hat. Und eigentlich müsste es ja jetzt so sein, dass Matteo safe ist, oder? Eigentlich ja. Ja, eigentlich schon. Aber außer das Problem ist, Unge und ich waren unglücklicherweise halt eigentlich fast die ganze Runde zusammen, ja, weil also ich Shorty nicht damit gerechnet habe, dass halt 3 Kills fallen. Ja, also Shorty und ich sind 100, also können uns komplett rausnehmen. Es ist nur noch eine Sache zwischen Mendel und Tiki. Deswegen, ja, ich kann ehrlich gesagt, also laut logischen Schlüssen würde ich jetzt eher Tiki voten, weil wenn Parzival halt jetzt tot ist, wirkt es so, als wäre es richtig, was Mensch gesagt hat. Aber es tut mir halt so leid für den Button, weil ich dachte... Oh, das ist so krass, weil Matteo ist für mich eigentlich super safe und wenn ihr euch beide gegenseitig rausnehmen Gott, könnt, dann lügt einer von euch. Ja, oder, also sind wir safe, dass die Lover raus sind? Okay, Tiki, du hast nicht gewotet. Ich hätte mit dir ausgeglichen. Ich hab Mantle gewotet. Ich hätte nämlich auf Unge gewotet. Ach ja, dann hättest du eh nicht ausgleichen können. Weil Mantle ist für mich safe gewesen. Was ist denn mit, was ist mit Unge? Ja, dann ist es Mantle. Dann ist es Mantle. Was ist mit Unge? Schade. Was ist mit Unge und mit Shorty? Juh. Ich raff's nicht. Was ist mit Unge und mit Shorty? Check's irgendwie nicht. Oh. Ich dachte, die hätten sich wieder gegenseitig. Was? Hab ich auch gedacht. Ich hab's gedrückt, Mann, jetzt kann er nicht kommen. Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Mantle und Shorty waren wieder beide Killing. Oh, Mann. Also, ey, das ist wieder, also, ey, das, aber ich hab einen Nachteil. Ich hab einen typischen Dings-Nachteil. So ein Lag. Ping-Nachteil, ja, ja. Ey, ich habe... Es wäre ja eh keine Rolle. Ich hätte nicht ausfahren sollen für dich, Matteo, dass du weißt, dass da Jakai noch hier war. Ach so. So ist es nicht. Also, oh, ja. Die Sache ist halt... Jakai wird ja auch Licht ausgemacht. Was hat Matteo eigentlich überzeugender gemacht, frage ich mich an der Stelle. Ja, ich weiß auch nicht, aber ich habe halt, ich habe gedacht, ich vote Matteo und dann votet Tiki vielleicht auch Matteo und dann haben wir noch 4 Leute drin, aber hätte auch keinen Unterschied gemacht, weil beides Killing Rose war. Ja. Aber was wäre jetzt passiert, wenn jetzt Unge gekillt worden wäre? Dann wäre noch ein Chakal und ein Imposter drin gewesen. Dann hätte eins gegen eins machen müssen. Ja, aber dann hätte ich auch verloren, weil dann hätte ich ja Kill-Cooldown gehabt und ich hätte mich verstecken müssen irgendwo. Ist das höher, oder was? Nee, weil wenn ich jetzt Simon getötet hätte, hätte ich ja Cooldown und Shorty hätte noch... Ja, klar. Ich wollte eigentlich gerade Unge töten, tatsächlich. Aber dann war Unge auf einmal weg und dann habe ich jetzt einfach nur den ersten, den ich sehe. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass jetzt wirklich noch ein Imposter drin ist. Ich dachte einfach, ich vote hier einfach die ganze Zeit irgendwelche Das war eine heftige Runde, ey. Matteo, also die einfachste Variante, wenn du dann sicher gewinnen willst, einfach in den Vent hüpfen und dann Reaktor anmachen. Kann der Jakal ja nicht alleine fixen. Aber der fixt ja. Achso, danach, wenn danach der, nachdem der Kill war. Ja, genau. Mein Problem war, der Jakal kann ja zum Vent und dich rausfischen. Ich habe gar nicht gerafft, dass Shorty Jakal war. Das war mein Problem. So, aber eine geile Runde. Boah, wie viel wir da noch gerettet haben, ne? Scheiße. Und wie ist jetzt Dings gestorben? Wie ist ein Jeff gestorben? Wie ist denn Jeff gestorben? war eine richtig geile Runde. Vor allem, wie geil das funktioniert hat, als Warlock hinter den Steinen Leute zu warlocken. Und die kamen ja gar nicht auf mich. Okay, cool. So. Jakal Kill. Ich dachte, das war so, dass. Warum hängt das? Hallo. Jeff wurde von Shorty gekillt. Ah! Geil. Ach, was soll's, Leute. Ich bin gewendet. Matteo wurde weggeputzt. Oh. Vor genau 15 Sekunden. Und ich bräuchte von euch. Karl Droger hat schon wieder Geburtstag. Ja, zum dritten Mal in diesem Jahr. Alles Gute. 15 Sekunden. Das bestätige ich so. Wir waren zu viert im Lab. Also Tiki, Simon, Parzival und ich. Ja, ich bin alleine. Parzival und ich sind ein Specimen. Alleine auch Tour bin ich. Ganz kurz, ich wollte nur was zu der letzten Runde einmal ganz kurz einwerfen. Der Jakal kann übrigens nicht aus Vents fischen. Das kann wirklich nur der Imposter. Ach, krass. Ich bin jetzt gerade aus Lab raus und mir sind Schuh und Timme zusammen entgegengekommen. Marion ist sauer, wie offen Matteo damit umgeht. Scheiße.
Ganz scheiße. In den Band rein? Was? Krieg ich keinen Glückwunsch? Hast du doch gesagt, nee, alles gut. Nee, ach so, okay, ich dachte schon. Wie geht's deinen Bonsai-Bäumen? Die haben alle Blätter verloren. Ich bevor er gekillt wurde, weil da musste er irgendwo hingelaufen sein. Also ich habe ihn gesehen. Kuss zurück. Auch ungefähr vor 15 Sekunden tatsächlich. Ich war hinter meiner Satellitenfalle. Bless hat selber geputzt und reportet, glaube ich. Nee, geht gar nicht. Also muss er kurz danach da gestorben sein, wahrscheinlich. Kurze Sache, weil ich hier gerade kurz gecallt wurde. Ich habe Shushu kurz vor Lab getroffen. Also ich weiß nicht, was Shushu gemacht hat. Sie alles ist gut an den Papi von vom Vent gekommen. Rafal. Also Shushu, was hast du gesagt, Timid und wer? Nee, bewegt sich nichts. Ich kann keine rausnehmen. Nee. Also ich bin komplett alleine gelaufen. Ich bin nur dann mal kurz mit Timid im Lab. Aber irgendjemand hat gesagt, er hat zwei Leute irgendwo reingesehen. Ich habe das gesehen. Ich war mit euch im Lab ganz am Anfang und ich habe dann Timid und Shushu zusammen ins Lab laufen sehen, als ich wieder aus dem Lab raus bin. Ja, waren die Lab-Leute gleich nochmal Parzi, Shu, Jeff und Unge. Nee, ich, also ich war im Lab, aber die anderen waren ja ein Specimen. Ich war nicht. Vor 15 Sekunden waren Tiki, Simon, Parzwell und ich. Na, die, ja, das ist das Timid-Duo, oder nicht? Ja, ich würde. Da ist noch keiner geschlüpft. Ich würde Timid du? Na, ich würde Timid wohnen. Nee, ich war alleine. Nee, der hat war und ja, wir haben ein bisschen gezofft. Ich denke, er wurde hinterm Schmeckende Krebse? Also ein bisschen salzig. Also ich kann so ganz leicht nach Fisch. Dann würdest du ja Timid definitiv hassen, der meinte, er wäre da gewesen. Vor 15 Sekunden war ich im Magic. Aber habt ihr gerade zugehört, wenn Chiburi sagt, dass Matteo bei Oshu drüben war? Ach, macht das ja keinen Sinn, dass er ein Lab oder so sein. Okay. Luna Capos, freut mich. Shorty und Unge sind Duo. Die haben nämlich geklingt. Wenn die Krebse schlüpfen, benennen wir die nach Subs. Ja. Warum das eigentlich? Das ist nur wegen Unge. Unge hat gesagt, ich tue. Wie sieht mein Gesicht aus durch das Ding? Ich habe doch überhaupt nichts mit Unge gemacht, die Runde. Du haust ja nichts gemacht. Gar nichts. Aber du hast halt. Sieht man das überhaupt? Man sieht mein Gesicht doch gar nicht, oder? So. Mann, das war eine geile Runde. War eine geile Runde, ey. Und dann werde ich erschossen. In der letzten Sekunde. Ey, wie viele Kills noch passiert sind? Das war doch geil. So, Achtung. Kill und clean. Hey, warum kein clean? Warum hat er denn gekillt? Ja, also, wir wissen, dass es Timid und Leskoman sind. Zeig mal deinen Hinterkopf, da ist nix. Ich hab hinten die Haare nicht geschnitten, Chat, die sind lang geblieben. Oh, danke, danke. Nee, sag nichts, Simon, erstmal nichts sagen. Danke. Jeff ist tot. Und zwar wo? Ja. In O2. Ich hatte gerade übelste Paranoia, soll ich euch kurz sagen, warum? Die sind draußen, da die Bonsais. Das Leute ist ein Rot-Ahorn oder so. Ich finde in diesem Moment in O2 rein mit Chalky. Nee, jemand einen Todeszeitpunkt von Nacken rasiert. War der vor- oder nachkommt? Also ich mache das, wenn ich schneide, immer alles kann komplett. Nicht genau sein. Nee, vorkommt nicht. Okay, ich sag euch was. Du kommst aus dem Office, ja, Shorty? Ja, da war ich mit Shushu und es waren zwei Specimen. Es waren zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich drei Leute Richtung O2. Und dann bin ich zu Koms gelaufen und da habe ich Tiki auch noch im Office getroffen. Glaube ich. War das Tiki? Oh Gott. Ja. Ich muss euch was Wichtiges mitteilen, weil sonst wird's, weil vielleicht werden wir nie wieder ein Meeting haben, wenn jetzt alles perfekt läuft. Und zwar, ist euch mal aufgefallen? Perfekt läuft. Ja, Blast drückt den Button in der ersten Runde mit nicht genug Informationen, außer dass er die Informationen der restlichen Crew einholt. Und die Gefahr, dass nicht ein richtiger Imposter rausgeholt wird, sondern Crew ist gegeben. Blast hat aber damit erzeugt, dass wir keinen Button mehr drücken können. Und wenn das Cleaner-Duo jetzt einfach immer zusammenläuft und immer sofort cleant, selbst wenn die anderen das sehen, können die Cleaner jetzt... Oh, ich Erstens wurde er gerade gar nicht gecleant. Ja, aber ich wollte nur sagen, dass Blesk, wenn du halt... Das wurde, oder? Oder hat Moos geschifft? Ich bin raus, aber ich würde gerne noch meinen Satz zu Ende sprechen. Mäntel wurde gecleant, ja, dachte ich. Ich würde jetzt gerne, natürlich, also du musst dich ja, wenn jemand gecleant wird, immer entscheiden, drücke ich jetzt oder lasse ich einfach fünfmal cleanen und guck dann, ob ich mehr Info habe. Ja. Ich dachte, es ist gerade ganz gut, drauf zu drücken, weil so viele Leute im Lab oben waren. War das Disconnect? Ja, wahrscheinlich werden die alle rausgehen. Nicht auch rum. Oh, nein! Du musst es auch weg. Votet mich schnell! Okay, ich wollte dich gewotet. Hä? Ach, Shushu ist besser, warum macht ihr das? Nein! Danke, Blesk. Guter Versuch, Shushu. Ich habe ein bisschen Stress. Okay, dann sage ich euch jetzt auch direkt.
Seven Days to Die wird weitergehen, aber Flo macht erstmal eine Pause, weil wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Scheiße. Ja, was stimmt, aber eigentlich wollten wir da hat das gesagt? Im Stream nicht drüber also, sprechen. Flo und ich haben ein bisschen Stress. Wieso erzählt er das okay, denn jetzt? Chibo, wir spielen zu zweit. Also die Runde war nicht vorbei gerade. Achso, weil Shusha hat gesagt, gute Runde, Jester. Deswegen habe ich gedacht, ja. Der wäre rausgeworden. Ja, aber wir waren vorbei, wir standen zu fünf gerade um Table rum. Aber dann ich hab gesagt, Shushu ist ja Jester, weil sie so oft den Gold. Komm, dann baust du ihn auch schnell. Ja, ich dachte, Les wir spielen eh nicht mehr weiter. Ja. War Chiburi vorher Imposter? Kann das sein? Nein. Nein? Hey, aber es ist immer ein Actually-Five-Head-Call. Das ist ja rausgeflogen und die hatten ja kein Meeting mehr. Wir waren cleaner, du. Machen wir eine neue Lobby oder gleich? Neue Lobby oder kommt die noch rein? Ich habe neue Lobby gemacht. Ja, aber das ist genau das, was ich befürchtet habe. Ja, ja. Dass du nämlich Lobby. Den Button als nee, ich habe selber gemacht. Warte, ich mach noch. Nice, den Button zu wasten und dann einfach alles wegzucleanen, das ist eigentlich ziemlich strong. Deswegen ja, ich auch genau das gesagt, was ich gesagt hätte. So, du musst trotzdem irgendwann einfach mal einen Button drücken, wenn gecleant wird. So. Ja, ja, natürlich. Also, leider hatte ich Disconnect. Schade. Ja, wir werden ja alle Disconnect. Was ist so? Den, ey, warum votet ihr mich denn da random raus? Ja, weil es ja, war ja nicht random. Warum heißt du so, Tim? Ich kann ja nicht sagen, dass das random ist. Also, Jiburi hat ja gesagt, Matteo wurde in O2-Room getötet und du warst als einziger O2 und super viele Leute konnten sich durch Lab rausnehmen. Timid war beim Stein. Was ist das denn für ein Quatsch? Also, wo wurde es er denn getötet? Nein, es ist kein Quatsch. Also, aber da haben ja super viele Leute ein Alibi. Du stehst alleine in O2 und es ist ein Button. Wir müssen niemanden voten. Aber sprich, du natürlich, erzählt, wenn du. Ey, warte. Nee, Imposter voten natürlich gesammelt auf dich dann, ja, wenn man dich in den Raum wirft. Sprich, du fliegst an der Stelle raus und kannst natürlich nichts gegen machen, aber das ist nicht random. Das sind einfach Imposter, die auf dich pushen sollen. Finde ich auch vorzeigend. Irgendwie die Runden sind so mega krass. Man kann die gar nicht durchschauen. Die sind geil. Hast du irgendwie Hall-Effekt auf deine Stimme? Ich hab den gerade rausgemacht. Nee, ich hab den gerade rausgemacht, hab ich vergessen. Ich hatte gerade Gitarre gespielt. Mich hat es nur so verwirrt, weil halt irgendwie clean im Raum war und ich bin alleine und, ist egal, passiert. Sollen wir auch mal Map wechseln? Also wir können auch weiter Polo spielen, ich habe kein Problem mit. Ich finde es ziemlich geil. Ich war total verwirrt, weil eigentlich. Mir der Geist angezeigt wurde in Office, also unter Lifeline. Dass ja, da scheinbar Menzel unter Lifeline gekillt wurde. Ja, da haben wir ihn weggecleant. Ja, deswegen war ich so verwirrt, dass Chiburi O2 gecallt hat, deswegen hätte ich Das Spiel auf Chiburi gecallt. Ich hab eigentlich gehört, dass Chiburi am Stein, dass sie sich hinterm Stein versteckt hat und dann kam Mente und sie ist weggelaufen. Ich hab mich hinter Satelliten versteckt und da kam halt Mente. Nicht O2, sondern halt Satellit. Ich hab Stein verstanden, deswegen. Aber da war er ja auch, dann ist er halt danach straight to life gegangen. Wie viele Leute sind wir denn? 12 oder 11? 11. Nee, so ist richtig. Ja, okay. Sonst hätte ich Ersche gesagt, aber wenn es ein bisschen zu wenig ist. Ersche! Viel Spaß. Ersche und Polust. Ich freue mich auf Goose Goose Duck nächste Woche. Wir spielen kein Goose Goose Duck nächste Woche, glaube ich. Oh mein Gott! Chat! Ich bin der Jester Lügenbaron. Werde ich getötet? Ich weiß es nicht. Ich will eine Leiche finden. Und dann will ich sie nicht reporten und mich dann verdächtig machen. Schalala, schalala. Ich darf nicht sterben gleich, ne? So, die beiden laufen an mir vorbei. Hä? Wo ist der andere? Nein, Tim Horus. Nicht töten, Tim Horus. So. Okay. Wie kann ich die Leute am ehesten verwirren? Dem ich sterbe. Oh nein. Oh, geil. Oh, ich dachte, das ist Jeff. Dammit. Wen habe ich reported? Mich. Jeff. Also. Jeff, hast du reported? Jeff in Office. Was? Im Office? Moment. Der liegt im Office? Im Office. Ja, ich bin doch gerade über seine Leiche rübergelaufen, als das Licht okay, dann habe hab ich Parzi bei reported wahrscheinlich, oder? Nein, du hast Jeff reported. Ich bin gerade über Jeff seine Leiche gelaufen. Ja, wo? Wo? Und, ist der? Also, hä? Und, also, ja. Hä? Wenn man zu K2 runterläuft... Ja, okay, nee, pass auf. Nee, ich hab Parzi dann wahrscheinlich gefunden. Der liegt nämlich zwischen Comms und Weapons. Der muss aber... Jeff angezeigt beim Report. Tatsächlich hast du nicht... Parzi reported, du hast Jeff reported. Das okay.
Tut mir auch leid, dass ich das jetzt calle. Ich habe mich mit Jeff hinter dem Raketending links neben Weapons versteckt. Bei Lights Horde ist der mit uns reingelaufen. Und hat wahrscheinlich einen von uns weggeballert, weil er einen Kill-Button hatte und hat jetzt Jeff reportet. Aber Jeff und ich standen hinter dem, also da stand nicht eine Person, da standen zwei tatsächlich. Sieht man das beim Lights Out, sieht man nicht, wenn man dahinter steht, aber Also, warte, nein, das ist auch völliger Bullshit. Also, erstens ist was ganz anderes passiert. Also, Shushu ist durch mich durchgelaufen. Ja, keine Ahnung, richtig. Ob sie Jester ist oder nicht, weil hinter dir liegt direkt der Kill, Shushu. Tatsächlich habe ich das nicht. Also, ich habe wirklich keinen Report-Button gehabt. Deswegen war ich gerade verwundert. Weil doch, Jeff wirklich, dann wurde ist. Nein, nee, ich habe wirklich. War jetzt länger tot, ne? Ich habe Real Talk wirklich, ich hatte keinen Report-Button. Deswegen war ich gerade verwundert und dachte mir so, wie das sein kann, dass wir uns gerade gecrossed sind. Ich habe aber keinen Report-Button hatte. Ich bin von oben gekommen, vom Pylon. Bin runter gelaufen und rechts vorbei. Und dann bist du mir gecrossed. Was war also, die Geschichte gerade? Nein, es ist keine Lügengeschichte. Jester, oder? Hör doch vernünftig zu. Ich habe mich mit Jeff, als das Licht ausgegangen ist, oder vorher, kurz vorher tatsächlich, sind wir hinter diesem Behälter neben Weapons. Kanone. Da habe ich euch auch gesehen. Das kann ja sein. Ja. Das ist Jiburis Falle eigentlich. Nee, ist meine. Aber, also, dann denke ich, das ist die Story. Jiburi, dir gehört die Sachen. Zwischen Comms und Weapons laufe ich durch. Ja, der Stein. Ich skippe. Ich bin's nicht. Wenn jemand Jeff reportet, dann muss der Jeff getötet haben, weil der stand mit mir hinter dem Kanister. Ey, Leute, was, also kauf dir das wirklich ab? Das ist ja insane. Ist doch obvious, dass Timmet jetzt nicht der Böse ist. Wer hat denn Vlesk gewotet? Vlesk hat sich selber gewotet, weil Vlesk. Jester? Ist Jester, okay, cool. Gott, ihr trollt. Wir gehen Licht anmachen. Kann ich überhaupt Licht anmachen als Jester? Ich glaube schon, oder? So, warum machen nur wir Licht an, obwohl wir Jester sind? So, Tim Horus Dings getötet? Hat Tim Horus... Ich geh mal ins... Ist jemand tot? Nope. Wir gehen mal ins Specimen, weil ich will jetzt einfach nur noch überleben und möglichst wenige Augenzeugen haben, die mich sehen, damit ich belastet werde. Also die sollen sich alle gegenseitig Alibi geben, sich ausschließen. Und dann sagen sie, bleibt ja nur noch Matteo, da muss er das ja gewesen sein. Da ist Simon. Ich mach Simon mal ein bisschen Angst. So, der kam jetzt hier raus. Aha. So, jetzt reicht's mir aber auch hier. Ja, okay. Drei Leute? Ja. Timmet? Da bleibt aber nichts mehr übrig. What have you done? Ja, Timmet, erzähl bitte. Ich habe anscheinend Lava gekillt oder so. Keine Ahnung. Du hast Lava gekillt? Ja. Du bist Sheriff. Ja. Okay. Ehre. Hör mir zu. Wen hast du geschossen? Timmet, wenn ich mich nicht verirrt habe, wenn ich mich nicht verschaut habe, bist du doch gerade von Lab nach Specimen reingekommen, oder? Ja, aber nee, ich bin wieder zurückgelaufen. Weil du bist wieder zurückgelaufen, weil ich wollte fragen, wen hast du denn erschossen, weil im Specimen war nur ich. Ich hab einmal draufgehauen, ich weiß nicht, wen ich gerade reportet habe. Mhm. Chibo hast du reportet. Du bist also wieder zurückgegangen und hast in Lab dann jemanden erschossen. Hä? Nee, außerhalb von Lab. Wen denn? Außerhalb von Lab. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Chibo, du hast Chibo reportet. Ah, okay. Also du schießt einfach so, oder was, im Dunkeln. Auf random. Ja, oder Chibo ist mit dem Lava gefallen. Ich kann euch tatsächlich sagen, wo die zweite Leiche ist. Wo dann? Ja, drei Leute liegen Electrical und einer. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade. Nee, also ich habe. Ja, okay, das kann ich noch nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall eine Person im Electrical gehabt. Bin aber gerade dabei, das Licht anzumachen. Ich weiß nicht, ob das Licht jetzt mittlerweile an ist. Okay, Leute. Also ich habe drauf gedrückt und. Bevor ihr votet, hört mir bitte zu. Bevor ihr votet. Sagt mir eure Vermutung. Ich könnte hier den Heldentod sterben für die Gruppe. pass auf, eben als ich einen Kill reported habe zwischen Weapons und Comms, da ist Shushu durch mich durchgelaufen und sie hätte 100% den Report-Button haben müssen. 100%. Aber das Problem ist, hallo, Vlesk kannst Jester sein. Fünfmal die Story, ja, könnte ich, bin ich aber nicht. Aber die brauche ja nicht nochmal erzählen, die glaubt ja nicht mehr aus irgendeinem Grund. Ja, das Problem ist, warum soll ich den Report, ich hatte keinen Report-Button, ich bin von oben gekommen. Aber Timmet klingt echt glaubwürdig. Wenn du jetzt sagst, dass du eine Leiche hattest in Electrical und auch nicht reported hast. Okay, wisst ihr was, ich sterbe jetzt in hellen Tod. In der Nice Guesser, ja, wen ich gesse dich jetzt als Sheriff, wenn du Nein, ich bin der Sheriff, das war ein Bait.
Was, du bist wirklich der Sheriff? 100%. Was ist das denn? Ich wollte jetzt als Sheriff. Was ist denn eine Stimme? Okay, es muss Schuh sein. Warum hat er jetzt... Tim! Oder? Timid ist nicht Sheriff. Wie oft... Ach Gott. Aber Timid ist es ja nicht. Nein, ist ungefähr Evil gestern gewesen? Er hat einfach... So behindert. Leute, der hat einfach... Er hat Jeff neben mir weggemacht. Aber wenn Schuh da durchrennt... Sagt er, er hat Chibuli weggemacht. Ich hatte keinen Report. Nee, der hätte mich nicht... In der 6. Leute, hätte mich nicht als Sheriff gestern. Nein, niemals. Es ist over, ne? Oder wenn es noch 2 Stück sind, dann ist over. Button kann ich auch nicht mehr drücken. Der wurde am Anfang gedrückt, oder? Mach mal Light und Button. Okay, der macht ja schon das Licht an. Schuh geht hinterher. Ne, Button wurde schon gedrückt, oder? Obwohl, ich darf auch gar nicht drücken. Als Jester, oder? Ist das nicht so? Wieso drückst du nicht, Matteo? Weil ich mich gerade erschreckt habe, als ich raus bin, dass du da stehst, dann bin ich weggerannt. Alter. Ja, aber warum drückst du? Pass auf, was ich mir jetzt vorstellen kann. Ich habe mir gerade vor der Nase die Tür zugemacht und ist mir hinterher gerannt. Da wollte ich mich hinterhergelaufen, weil ich weiß, dass du Crewmate bist und weil ich weiß, dass Matteo und Button ist. Also ich möchte jetzt vielleicht gerne mich nochmal dafür erklären, dass mir unterstellt wird, dass ich einen Report-Button hätte haben müssen. Ich bin von oben gekommen und bin genau unter Comms entlang nach rechts gelaufen. Du bist mir gecrossed, ich hatte keinen Report-Button. Ich weiß nicht, wo du nach mir den Report-Button hattest. Keine Ahnung, ich hatte keinen, ich kann nicht mehr sagen, ich hatte nee, so. Alles gut. Also denkt ihr jetzt gerade, dass Unge Evil Gesser war, ja? Unge war wahrscheinlich Evil Gesser und wollte dann so tun, als wäre ich Sheriff gewesen, wenn ich wirklich Sheriff gewesen wäre. Oder er war Nice Gesser und hat dann sich verkauft. Warum sollte Unge als Nice Gesser versuchen, in der Sechser Lobby. Warum sollte er in einer so kleinen Lobby versuchen, den Sheriff rauszugessen, um zu beweisen, dass es stimmt? Ja, eben. Weil da hätten wir instant verloren. Weil, pass auf. Hey, Schuh, bitte. Du klingst gerade wie eine Maus. Ja, es tut mir leid. Matteo, er hätte das machen sollen, weil er dann ja theoretisch gesagt hätte, Schuh ist Imposter. Ich zwinge euch jetzt einfach dazu. Zu was? Auf wen gehen wir? Auf Timid. Nein, Timid ist es nicht. Also doch Schuh, wenn sie und Schuh auch nicht. Ich habe nicht Report, weil ich gesagt habe, dass ich das... Matteo, du musst Joker sein, wenn du nicht... voten. Matteo, du musst Joker sein, wenn du nicht Jester weißt, dass Timid Imposter ist. Also, ich hatte Angst, dass Tim Horus, du weißt, dass ich dich gerade hätte töten können, wenn ich Bock drauf gehabt hätte. Ich stand neben dir, ich habe dir nicht die Tür vor der Nase zugemacht. Ich weiß, du bist Crewmate. Und Timid hat in der ersten Runde vor mir getötet. Bist du Jester? Nein, Schuh. Wenn du kein Jester bist, dann wolltest du als Bless. Guck mal, wenn du sagst, dass Timid das war. Timid sagt ja, Schuh ist vor ihm über die Leiche gelaufen, hat nicht reported. Wie soll denn Timid, da muss ja Schuh auch Imposter sein. Timid hat gesagt, dass er Jiburi weggeschossen hat und nachdem Unge als Nice Gester Sheriff auf Timid gegessen hat, hat er gesagt, oh, war Troll. Warte mal, stimmt das? Es war uns. Ja, dann wollte ich Timid. Nee, hab ich nicht gerafft. Nein, Matteo. Ich hab Timid gewotet. Timoris, bitte bless. Ich hab ihn gewotet. Hä? Oh, ich kotze. Ich war Engineer. Hä? Engineer. Und wie hat er dann Jiburi erschossen? Ich raff gar nichts mehr. Ja, dann hat Schuh gekillt. Er hat gelogen, aber nein, er war hab ich hat gekillt. Doch! Nein. Dann muss Schuh gekillt haben. So. Also ich glaube, Unge. Unge war wirklich. Unge war wirklich. Ich mach nicht auf. Ich verpiss mich. Komm, es musste er sein, oder? Ey! Ey. Ey, ich bin so sauer auf. Wie hast du mich eingeholt? Warum hast du denn schon Kill-Cooldown, was? Wie hast du mich eingeholt? Ich bin da weggerannt. Ich bin. Nee, Imposter hat übrigens tatsächlich 2,5 Sekunden weniger. Der hat 30. Der Imposter hat ja weniger, weil das habe ich nämlich bei Matteo auch gehabt. Das wurde die Runde vorher. Das ist ja blöd. Moos, habe ich das so erzählt, dass du auf Sheriff geschossen hast? War es so, wenn ich dich jetzt gresse und du richtig bist, voten wir Schuh und wenn du falsch bist, muss man dich halt voten. Ja, ne? Tim mit meinen Namen. Deswegen habe ich das auch gepusht, weil also Unge hat das hat einfach keiner mitbekommen, glaube ich. Dass Timid meinte, er hat als Sheriff auf Jiburi geschossen. Und dann hat Unge ihn als Nice Gesser rausgehauen oder wollte und ist selber gestorben. Und dann hat Timid angefangen zu erzählen, dass Unge Evil Gesser war. So. Ja, weil ich nicht verstanden habe, warum Nice Gesser bei 6 Leuten auf dem Crewmate Gast. Ja, weil wir dann hätten jetzt alle gemeinsam Schuhe geworden. Weil du gelogen hast. Natürlich war eine gute Runde, Vlash. Ja, gute Runde. Es gab ja kein Evil Gesser. Ich dachte, ich fand das extrem lustig in der ersten Runde. Nix.
Jo! Die wirklich, die Runde war so verwirrend. Das würde es auch keiner glauben, weil du das ja liegst. Tim, ich hatte wirklich. Ich hab dich ja selber weggemacht. Ja, ich war voll komisch. Detective und ich bin hier einfach hinterher gelaufen und stand dann genau vor der Röhre da und einmal tötest du mich und ich dachte mir so. So sad einfach. Ja, vor und dann sag ich, Timid hat dich daneben mir getötet und dann sagen die Leute, nee, Jeff ist in Office gestorben. Ich so, hä, ich hab den doch gerade hier getötet. Ja, so. Am Ende wollte ja, keiner mehr den Fall lösen, weil es waren noch zwei Imposter, Jakal und Jester am Leben. Ja, das war unglücklich. Ach, warst du Jester? Ja, ich war Jester. So, ja gut. Ich habe bei Electrical, als einmal das Licht aus war und Shushu da oben war, habe ich sie halt wenden gesehen, wild. War halt auch im Wend und dachte mir so, oh, scheiße, ich kann jetzt nicht sagen, dass Shushu gewendet ist. Das habe ich hier gar nicht gerafft. Alter. Sorry. Ja. Wir waren ja wirklich kein einziger Crewmate mehr. Aber es sind geile Runden irgendwie, weil es immer neu verwirrt ist. Das ist immer wild. Super verwirrend. Ja. Okay, let's go. Also vor allem, wenn zwei Killer sind, Jester und Jakal am Ende, ist halt immer RIP. Das Ding ist, Timid, wenn ich den Report-Button da gehabt hätte, hätte ich dich ja getötet, weil ich wusste, dass du kommst. Aber ich hatte keinen, deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich töte dich nicht wieder als Erste und dann, ja. Ja. Ja, Pause, oder? Hallo? Tschüss. Hallo? Achso, ja. Nee. Hallo. Was ist jetzt los? Starten nicht, wir versuchen diesen unangenehmen Moment so lange zu halten wie möglich. Hallo? Ja. Hey, Matteo, wie ist es weiter? Matteo liebt unangenehme Momente. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, es war dunkel, als ich aufgestanden bin. Nice. Oh, schön. So, Time Master, wir haben wieder die Chance, jemanden in eine Time-Falle zu locken. So, hier wird zugemacht. Oh. Scheiße. Ich versteck mich in diesem Raum hier. Damit geh weg. So, da. Oh. Bin ich schon wieder, Jibu. Moment. Jiburi. Das kostet Subs, oder? Weiß ich nicht. War Jibu jetzt halt vorletzte Runde, oder? Nee, Jibu war nicht als erstes tot. Jeff und also, ich waren vorher tot. Achso. Jiburi waren Patsy und ich. Jiburi hat jemand getötet, der aus dem Dropship relativ spät rausgelaufen ist, denn Jiburi liegt fast am Ausgang vom Dropship. Ich war bei der Labyrinth-Task, es sind ein paar Leute an mir vorbeilaufen im Lab. Da bin ich wieder zurückgelaufen und da liegt Jiburi. Also, ja. Weiß jemand, erzählt? Shu, Timoris, Jeff und Jibu sind, glaube ich, noch im Dropship gewesen, als ich rausgelaufen bin. Das waren die letzten vier. Ich bin jetzt mittlerweile im Lab mit Shorty und Tiki. Ich bin am Müll. Und Patsy ist auch da. Ich bin auch im Lab, genau. Ich bin gerade von links nach zur Leiche gelaufen, Simon. Ich wollte auch gerade reporten. Ich habe mich voll gewundert, warum auf einmal Matteo, bist du im Office? Ja, ich bin hinter Bless. Okay. Also, wenn Bless die Wahrheit sagt... Tiki waren alle vor mir, glaube ich, im Lab. Mhm. Und Unge und ich sind zusammen Richtung Lab erst reingelaufen, dann ist Unge umgedreht. Das heißt, Unge muss damit halt automatisch auch Tiki, Shushu und Patsy und mir vertrauen. Oh. Ich habe aber Unge nicht gesehen. Nee, Unge ist wieder umgedreht. Okay. Also Unge kann es sein, aber wir vier kann haben... Kann er self-reported haben, Jeff? Ja, klar. Nee, ich habe die Leiche schon da liegen sehen. Also ich habe sie noch nicht mal gesehen. Was? Lol, okay. Gut. Also ich hätte natürlich zurückgehen können, Leiche töten können und selbst reporten, aber habe ich nicht gemacht. Das war 6 Sekunden alt. Das kann ich nicht sagen, was wäre. Deswegen, also die Leiche lag da. Und das Bless, von wo kamst du von oben, als du unten ins Office rein bist? Wo ich von oben kam? Ja. Ich bin aus dem Dropship rausgelaufen, habe den Pylon in der Mitte gemacht und dann bin ich Richtung Office gelaufen. Woher weißt du, dass du 6 Sekunden alt ist? Bist du Lifeline? Ja. Hast du eine andere Rolle, mit der du siehst und kannst sowas? Sag ich nicht. Er ist Engineer. Aber woher weißt du 6 Sekunden? Woher weißt du? Ist es eine Lüge oder ist es die Wahrheit? Woher weißt du? Woher weißt du? Entscheid doch einfach. Ey, Mashallah, woher weißt du? Oder mach nicht diesen. Es können wirklich gut 6 Sekunden sein, aber woher weißt du das? Ja, findest du noch raus später, okay? Oh, okay, klang wie eine Drohung so ein bisschen, aber okay. Ich werde mir kurz was zu trinken holen, bitte nicht töten. Nein. Ich werde dich töten jetzt sofort. Ich habe keine Ahnung, wie alt die Leiche ist, aber ich fange im Crewmate-Runde jetzt auch an zu lügen, damit ich im Postrunden safe bin. Du bist mein Vorgesetzter. Warum? Ja, danke. Warum kostet dich mehr, wenn du klein? So, das sieht irgendwie cool aus.
Warte mal, was ist, wenn Shushu aber Imposter ist? Okay, ich habe mein Timesheet umsonst gezündet. Alright. So, jemand tot? Nope. Was macht Shu da in der Ecke? Hä? Warum stand der dann in der Ecke so komisch? Ist hier. Wir laufen jetzt zum Stein. Verstecken uns hinter dem Stein. Aber wir laufen in den Stein rein mit Time Shield, oder? Ist das nicht besser? Nee. Versteck mich aber so. Obwohl der Stein. Mann, der Stein ist schon zu offensichtlich als Falle. Den will ich nicht mehr. Ich will eine neue Falle haben. Oh shit. Ich kann mein Timeshield nicht anmachen, während wir. Ich hab's jetzt angemacht. Shushu liegt über Communications. Oh mein Gott. Mit mir beim Lightfix war Matteo. Unge ist auch hingerannt. Aber ist nie aufgetaucht. Ich bin überhaupt nicht hingerannt. Ich bin aus dem Lab runtergelaufen zum Lifeline. War als einziger bei Lifeline. Hab gesehen, dass die Leiche vor ungefähr 6 Sekunden gestorben ist. 5, 6 Sekunden. Ach, und dann kam eine Dreiergruppe mir entgegen. Und zwar Vlesk, Timid und Jeff. Parzi auch noch da, glaube ich. Drei also Leute. Ich war da, Vlesk war da, Shorty war da, du warst da. Ihr könnt den Kill alle nicht gemacht haben. Ich habe genau den Leichen Todespunkt an Lifeline gesehen. Ich weiß, Simon, wir sind direkt nach dir da dran und waren vor dir schon bist da du dran. Wie bist du in O2 rausgekommen, obwohl beide Türen zu waren? Uff. Ja, das war jetzt obvious, oder? O2. Ja. Ich habe die Tür, glaube ich, aufgemacht einfach. Bitte was? Was war O? Oder willst du mir vielleicht sagen, dass ich Engineer bin? Also Unge war Sia oder was? Sia oder was? Ja, aber Unge war wahrscheinlich hier. Nein, er war ja wirklich beim Kill-Zeitpunkt an Lifeline. Wer hatte denn da die Balls einfach zu guessen? Er hat ja gar nichts über seine Rolle gesagt. Vielleicht war er wirklich Sia. Oder er hat sich vergessen. Aber das wäre auch ein bisschen risky, ne? War er mit uns dabei gerade oder war er weg? Ja, er kam von rechts rein und muss wirklich während des Kill-Zeitpunkts an Lifeline gewesen sein, weil wir haben den Kill nicht live gesehen und Simon kam von Lifeline, als die Leiche dann tot war. Mhm. Kurze Deswegen, Frage, was war das mit dem O2? Du bist doch gerade alles gut. Wir waren in O2 einmal, ich hab dich in den Flaschen gesehen, ich bin gelaufen, dann bin ich wieder hoch zum Baum, hab Download gemacht, wollte Richtung Koms laufen und dann war unten die Tür zu, aber du warst nicht mehr in O2 und oben war die auch zu. Dann hab ich mich gefragt, wo du hin bist. Shit. Ich glaube aber Shushu ist Engineer, weil die lag in der Nähe des Fans. Aber es kann ja sein, dass die Tür einfach zugeht, nachdem du rausläufst, weißt du? Aber meine Frage ist, also dann lässt trotzdem, das macht mir jetzt ein bisschen Hass auf dich, weil ich dann der Meinung bin, dass du einer der wenigen sein könntest, die hier relativ hoher Sicherheit auf Simon hätten Evil Guesser guessen können. Weil wenn du der Meinung bist, dass der Kill wirklich von anders passiert ist, Kann ich kurz anmerken? Ja. Tim Horus hat gerade gesagt, dass Shushu wahrscheinlich Engineer war, damit Shushu? Der Evil Guesser nicht auf mich Evil Engineer Sorry, ist. Ich kann nicht mal, ich raff nicht mal, was du meinst. Wir waren nur an der Lifeline gerade. Ja, wir waren an der Lifeline, da war aber noch kein Kill passiert. Du könntest mit deiner Imposter Vision gesehen haben, dass Simon gar nicht an Lifeline war. Deshalb würdest du für mich als Evil Guesser in Frage kommen. Du hattest übrigens gerade eben jetzt auch keine... Grade? Ja, du hattest gerade eben übrigens auch keine Crewmate oder Imposter-Votes, sondern nur meine beiden als Mayor. Horus, ich hab dich. Ich hab dich auch, Alter. Du bist Imposter. Hab den Vote auf den Arsch geklatscht. Ja, guter Ansatz. Ich raff aber nicht, was du meinst. Tut mir leid. Ich check's auch nicht genau. Also, ich glaube, dass... ist irgendwie verwirrend gerade. Also, Parzival glaubt... Bist nicht mute? Weil... Parzival glaubt, weil... Ich warte mal, bis mein Timeshield unten ist und laufen wir mal auf den Stein zu mit dem Timeshield. Okay, jetzt... Nothing happened. Ich glaube, weil... Unge die Information des Kill-Zeitpunkts hatte und Parzi glaubt, dass Unge die bekommen hat, ohne dran zu laufen oder sowas, keine Ahnung. Und dann hat Vlesk als Evil Guesser Unge rausgeguesst, dass er der Seer ist. Aber das ist ein bisschen weit hergeholt.
Schwer zu sagen. Boah, das ist jetzt aber ganz schlecht für... Boah. Das ist richtig schlecht gerade. Für dich. Nein, pass mal auf. Parzival ist... Also willst du erst? Pass mal nö, auf. Nö. Pass auf. Passt mal auf. Parzival ist, als das Licht ausgegangen ist, aus Electrical rausgerannt. In meinen Augen gäbe es gerade gar keinen Grund, da wegzurennen. Du fixst doch einfach, wenn du schon in der Nähe bist. Was hast du gerade gesagt? Parzival ist aus Electrical rausgelaufen? Nee, aus O2 unten. Aus O2 unten rechts raus. Ich bin rein und ich bin jetzt hochgerannt. So. Parzival ist tot, ne? Ja, aus ich dachte eigentlich, er muss ja deine Poster sein. Ich habe noch zum Schluss hab eine Leiche gesucht. Also gehe ich davon aus, dass vielleicht er eine Killing Roll hatte und jetzt von einer anderen Killing Roll getötet wurde. Kann ich sein. Weiß, dass Parzival keine Killing Roll hatte. Okay. Weil du, okay, Shifter. Hm. Nee, weil er mir meine Rolle geklaut hat. Tiki, was war das denn jetzt? Holst du eigentlich immer deine Rollen? Jetzt bist du tot, ne? Hat der Sia auch blaue Büsche? Na gut. Ich verstehe von Tim Horus hier den Coil nicht, dass es vielleicht Shushu der Engineer war. Warum sollte du meinen Bait auffallen lassen? Ich dachte nur, sie ist Engineer, weil sie halt in der Nähe des Vents gestorben ist. Damit ich nicht gegessen werde als Engineer. Weil ich dachte, ich bin da rausgewendet. Naja, wenn du in Gefahr Imposter bist, oder sie können ja auch als Imposter sterben, wenn Jakal da ist, so, dann muss ich das ja callen. Also ich glaube, Shushu war wirklich Engineer, weil wir sind beide zum Engineer-Schacht gelaufen und dann, als ich wieder weggelaufen bin und zurückkam, war sie dann weg auf einmal. Aber du musst ja... Haben wir Killzeitpunkte oder so? Haben wir gar nicht, richtig? Ne. Tiki, wo bist denn du? Du bist ja nicht zum Lichtfix gelaufen gerade, oder? Wo bist du hin? Ich wollte jetzt gerade Lichtfixen gehen, doch. Okay. Timit, wo lag sie? Admin Table. Ja, Tiki ist gerade Richtung Electrical. Ich bin ins Lab rein, Tiki ist gerade raus. Es kommt ein bisschen darauf an, wie alt die Leichen sind. Einfach. Nee, warum? Das nicht machen. Nee. Ja, ich glaube, wenn wir skippen, dann haben wir ein Problem. Wahrscheinlich. Okay. Ihr habt... Vielleicht haben wir auch so ein Problem. Oh mein Gott, aber Bless rausgeworden. Excuse me. Best. So, okay. Ach, geil. Ich habe eine Task übrigens. Ich mache mal oben meine Dropship-Task. So, Lights wird angemacht. Hallo? So. Ah, guck mal, die machen Dings. Jetzt machen sie erst die Tür auf. Problem ist... Oh, lol. Tim Horus. Mein Gott, ey. Wollen wir den Jakar gleich ausmachen vielleicht? Nee. Also, wo seid ihr gerade so? Ich bin gerade in O2 rein. Lichtfix, weil wieder keiner fixt. Du bist am Lichtfix, Jeff. Nein, ich bin auf dem Weg. Auf dem Weg. Wo bist du denn gerade? Gerade am Eingang rechts. Ah, okay. Ist am Eingang, okay. Tiki, wo bist du? Ich habe erst Weapons gemacht und bin jetzt auf dem Weg zu O2. Gerade. Und Timmy? Hab gerade bei O2 unten die Tür aufgemacht. Timmy? Ich bin, rate mal. Hinter einem Stein? Nein, ich bin ein Button, natürlich. Ach so. Ja, mein Problem, also die Leiche liegt in Electrical, da wo man Licht fixt. So, das Problem ist, zwischen Weapons, zwischen Comms und Office ist mit Tiki nach oben gelaufen zu Electrical, als Licht schon aus war. Bitte was? Zwischen Comms und Weapons bin ich nach oben gelaufen? Ja, genau. Da sind wir uns im Lichtpegel gekreuzt. Aber ich bin jetzt unten bei O2. Ich bin eigentlich aus Weapons raus und direkt zu O2. Du bist also nicht Richtung Lights gelaufen, Tiki? Letzte Runde ja, diese Runde nein. Oh Mann, ey. Okay, gerade. Ich bin wahrscheinlich eh wieder lost, der einzige Crewmate in der Runde. Nee. Ich bin auch... Nee, ich hab das Gefühl, ich bin der einzige Crewmate der Runde. Nein, ich bin auch Crewmate. Ach, alle waren Crewmate? Nein, also nicht Crewmate, gegangen. Sondern ich habe eine gute Rolle. Also, echt jetzt? Was hast du? Ach so, warte mal, ich kann meinen Report lesen. Killer appears to be a darker color.
Oh. Hilft das? Nicht so wirklich. Das nimmt mich raus. Nicht so wirklich. Aber ich bin eh Crewmate. Nimm nur Tiki raus, wenn du die Wahrheit sagst, meint. Ja, mal erzähl, bei mir weiß ja, dass ich safe bin, ne? Ja, warum sollte ich killen und reporten direkt? Dann mach ich einfach noch einen Kill-Up gewonnen. Sollen wir noch einen Skip machen oder was? Nee, ne? Nee, ich vote Jeff. Warum? Ach, einfach so. Ich gehe auf Tim mit lieber. Oh, wir haben noch einen Mayor drin. Mayor. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Timmit ist Mayor. Ist over, ne? GG. Ich glaube. Ist over. Matteo, warum so gute GG? Das war aber übelst riskant, weil ich stand wirklich an Lifeline, als der Kill passiert ist und du hast wieder Sia rausgevotet. Du hast in Runde 1 gesagt, dass du Sia bist. Deswegen habe ich dich gevotet. Oh. Ah, was? Echt? Ach, krass. Ich habe in der ersten Runde gesagt, 6 Sekunden. Und der einzige Grund, wieso Simon weiß, dass ich lüge, ist, dass es Sia ist. Das ist offensichtlich. Das ich wollte in der ersten Runde eigentlich treu sagen, gewesen. Jeff hat den, Blesk hat den Kill gemacht, aber ich habe es nicht gemacht. Übrigens, Blesk, warum ich dich da gehasst habe, war eigentlich mehr, weil ich so oder so den Evil Guesser baiten wollte. Ich war mir nicht mal sicher, dass du es bist. Ich dachte so, naja, okay, du könntest halt wirklich gesehen haben, dass Simon nicht an Lifeline war. Aber ich dachte eher, ich baite den Evil Guesser, weil meine Story als Mayor damit so glaubwürdig wirkt. Ja, und dann bin ich halt einfach tot und Tiki hat meine Rolle. Letzte halbe Stunde Mapwechsel? Ja, ich könnte machen. Kurz aufgewacht und ganz nicht einer irgendwie mich geredet, dann werde ich rausgewohnt. Ich war so, okay. Welche? Bye bye. Ja, ich dachte auch, dass du eher skippen gehst, weil er halt mehr geskippt. Tim Horus hat gesagt, wir skippen. Tim Horus votet mich zusammen mit allen. Als du gesagt hast, naja, wenn wir nicht voten, dann haben wir ein Problem, da dachte ich, ja, dann vote ich Chris. Wer hat Tim gewotet dann da? Tiki als Mayor mit 2 Stimmen. Ey, richtig witzig, ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, als Matteo reingegangen ist, Electrical für den letzten Report, stand halt Jeff direkt daneben. Ja, ich stand daneben, bin so am Zaun gegangen, so richtig geknutscht, so den Zaun, dass du mich nicht siehst. Ah, krass. Ich muss so lachen, ey, das war richtig heavy, Alter. Ich habe auch gelogen, ich war kein Detective, das mit der, egal. Wow, siehst du? Und dann, oh geil, die Map habe ich noch nicht gespielt heute. Geil. Das ist Polos. So, was ist mit verpiss dich, Tim? Tim, geh weg. So, wir starten mal Hack. Zwei dunkle hier drin. Zwei dunkle hier. Office nochmal 2 helle. 3 Leute Office. 3 Leute Office, 2 Leute Labor, 2 Weapons. Wir müssen mal checken, ob der jetzt einen Kill gab und wenn er ein Weapons ist. Oh shit. Nein. Moin, Bless ist tot, Simon. Hör bitte auf, sag nichts. Ich weiß, wer der Müll ist. Ach so. Okay. Also, ich hätte den Button nicht gedrückt, wenn ich es nicht wüsste, weil ich finde Button in der ersten Runde sonst sehr schwierig. Geil. Ja, und Shorty ist. Warum? Ganz genau. Shorty hat Bless umgebracht, ist dann hochgewendet in die Toilette, weil ich bin als allererstes in Lab reingelaufen und und dann hinter mir sind direkt die Türen zugegangen. Es weiß auch irgendjemand, der direkt bei mir war, dass die Türen zwischen mir und der anderen Person zugegangen sind. Ja, das heißt, Tim Horus. Ich bin als einziger in Lab gewesen, hinter mir waren die Türen zu. Ich komme in die Toilette rein, auf einmal ist Shorty in der Toilette und die Zeit hätte nicht gereicht, in der ersten Runde durch komplett Specimen durchzulaufen. Und ich weiß auch, wo Blesk liegt, und zwar unten in dem Vent-Schacht von Admin-Table, und da hat Shorty gekillt, ist dann hochgewendet. Also Shorty hat auf jeden Fall den Kill gemacht. Nein. Das stimmt leider alles nicht. Was denn das? Das ist komplett richtig. Doch, das ist wirklich richtig. Mäntel, warum sagst du, das stimmt nicht? Weil das ist komplett richtig. Ich bin ein Admin mit Timid. Und wir haben gesehen, wie die Leute verteilt waren. Keine Leiche. Da liegt keine Leiche und da waren auch nicht mehr Punkte. Da waren die ganze Zeit nur 2 Punkte in Admin. Ich wollte nur testen. Die Leiche liegt unter Lab, an dem Vent. Aber ich wollte nur testen, ob ihr drauf reinfallt. Na gut, wir sind nicht drauf reingefallen. Wir haben den Test bestanden. Den einzigen Nein, aber Shorty ist wirklich Imposter, wirklich. Also Shorty könnte auch Jakal sein, aber Shorty ist eine Killing Roll, wirklich. Also ich wollte sie und ihr könnt mir... Die Türen waren zu, Tim Horus ist zu der Weather Note bei Öl gelaufen. Die Türen waren zu, ich bin unter Tim ins Lab gelaufen, hab die Türen aufgemacht, hab mich zu der... Also bin unter dir an der Taste lang gelaufen. Du warst, glaube ich, an dieser Temperaturtaste. Scheiße, das stimmt alles. Das stimmt alles. Alles, was Shorty sagt. Ja, ey. Gute Jester auch, ne? Nee, wenn das jetzt Jester ist, dann bin ich wütend, ne? Fällt auseinander.
Aber ich werde noch keinen Button drücken. Simon, willst du wenigstens noch deine Rolle callen? Ja, dass, ja, meine, Rolle ist, meine Rolle ist Engineer. Deswegen dachte ich, dass Shorty nur eine Killing Roll sein kann, weil sie halt reingewendet ist. Ich weiß halt, dass sie kein Engineer ist. Also ich bin Engineer. Okay, fuck. Ja, das hättest du vielleicht vorher sagen sollen. Nee, warum soll ich es vorher sagen? Jetzt ist vorbei, glaube ich. Ciao, ciao. Scheiße, nein. Aber Shorty hat noch zwei Worte dabei. Bekommen. Ich sag, bleib trotzdem dabei und Shorty ist Imposter. Glaub mir einfach. Ja gut, also dann okay. Raus. Ich schieß mal auf sie. Mach das mal. Mach das mal bitte. Ich kann nicht schießen. So, okay. Wo ist Shorty? Hier, ich bleib mal bei. Shorty. Ich kann nicht schießen. Sie bringen mich jetzt um, oder? So, ich lauf mal weg. So. Hier dran. So, dann. Oh, hier die kann ich auch machen. Das Problem ist, wir wissen auch gar nicht, wo die Leiche lag, ne? Wir könnten jetzt. Wir müssten Seer-Info holen. Der Seer müsste mal checken. So, eine helle Person in Specimen. Dunkle Labor, Storage. Und zwei dunkle in O2. Harzi läuft an mir vorbei. Oh, 20 Sekunden. Okay, Shorty ist 20 Sekunden tot. Sie war doch gerade eben noch hier. Dann liegt sie irgendwo hier in der Nähe, oder nicht? Stein, maybe? Jo. So. Ja, geil, Alter. Nein. Ich kann euch entwarnen. Ich bin so. Weder Sheriff, noch habe ich sie erschossen. Sie wurde umgebracht. Sie wurde umgebracht, ganz normal. Und ich habe sie gefunden hinterm Stein. Und hinterm Stein. Genau, ich war ein Admin, habe dann gedacht, wer hat gerade rechts Office aufgemacht? Warst du das, Matteo? Ja, ich bin da rausgegangen. Wir sind uns im Dunkeln gecrossparty. Du bist runtergelaufen zu Admin. Ja, okay. Ja, aber sie ist schon ein bisschen länger tot. Also es ist nicht so jetzt so recent, sondern also mindestens also, am Stein. Okay. Am Stein. Okay, ich kann Chibu rausnehmen. Ihr startet ja rausnehmen. Was sagst also du, Patzi? Also Mantel und Shorty, ihr startet ja erst vor kurzem noch bei der Lava-Task, ne? Ich sag, du bist es nicht, Matteo. Ja. Ich hab geskippt auch. Also am Anfang der Runde... Hab ich dich gerade noch Chibu gesehen am Ende? Nee. Am Anfang der Runde bin ich Shorty so hinterhergelaufen, um mir so ein bisschen Angst zu machen, dass ich Sheriff bin. Und dann sind wir irgendwann an Lifeline und ich bin dann irgendwann runter zu Admin und dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Aber als, ja, also keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Aber ganz am Ende. Okay. Ja. Patsy, wo kamst du her, als du von Lifeline kamst? O2. Wo warst du davor? Patsy und Shushu sind safe. Wir waren im O2 okay. Davor. Okay, alles gut. Aktuell habe ich Simon safe. Auch für gemacht. Den ersten Kill ist Patsy safe. Also, ja, aber dann haben wir ja eigentlich nicht mehr viele. Also alleine die also Leute. Also ich war auch O2. Genau, also allein die Leute, die bei O2 waren und sich gesehen haben, die warum rumgelaufen sind. Warum deckst du Sheriff eigentlich, Mente? Was ist? Wen? Warum deckst du den Sheriff? Warum? Nein, das war kein Sheriff-Kill. Das ist, wurde, Shorty war kein, oder war vielleicht doch ein. Vielleicht war sie Jess. Ja, never mind. Also ich weiß nicht, ob es ein Sheriff-Kill war. Ich will nur sagen, ich bin kein Sheriff und ich habe nicht geschossen. Das kann trotzdem Sheriff-Kill sein, aber dann muss der Sheriff das sagen oder wissen. Ja, keine Ahnung. Aber alle Leute, die rumgelaufen sind, die waren es wahrscheinlich nicht, weil es liegt schon so hinterm Stein. Also ich glaube, das war jemand, der hinterm Stein gewartet hat, die Runde. Das heißt, die Person wer war wohl... Wer machst du das denn nur? Du. Matteo. Nee, ich habe noch nie einen Stein gesehen. Was für ein Stein? Wer kopiert sowas und macht seine eigene Falle? Jiburi. Aha. Aber ich habe einen. Warum bauen wir zwei Jiburi. Leute? Entschuldigung, bin mehr, ja, Tim. Ah. Oh. Ja, stimmt nicht, ich bin mehr. Aber sag's keinem. Okay. Hey, du musst skippen dann. Okay. Ah, wenn die sich rausnehmen, wenn Shu sagt, sie war bei O2 und sie nimmt Patsy raus und der Kill ist 20 Sekunden alt, dann war das wirklich jemand, der die ganze Zeit da rumgechillt hat am Stein. Wer könnte das gewesen sein? Shit. Also wir nehmen mal Patsy raus. Nehmen mal Patsy und Shu raus. Boah, ist aber echt, ist schwer zu sagen, wie man noch rausnehmen könnte. Ah, damn it. So true. So, was macht Tim Horus? Der beobachtet mich einfach, oder was? So, Tiki kommt von da oben. Das ist ja weird, oder?
Warum hat ein Tiki so einen Laufweg? So, wir testen jetzt unsere Hackerfähigkeit wieder. Da ist der Stein. Tür geht zu, Schuh ist hier, Schuh vertrauen wir. Es ist niemand tot. Wir gehen mit Jeff. Ach nee, Jeff. Ach nee. Oh, what? Ey, ist es wieder am Stein? Nee. Aber weißt du das? Weil sie mir entgegenkam aus Office, die Tür raus. Und ich dachte, sie kann nicht weit gekommen sein. Ist am Stein? Bessere Stauung. Ja, ungefähr. Licht war aus. Ich weiß nicht, wo genau. Dann fallen zwei Leute. Wo stehst du denn? Zwei Leute fallen dann raus. Timmit und Jeff, die sind im Office die waren im Office drin, die können es nicht gemacht haben. Wo stehst du gerade? Der muss ja aber extrem frisch sein, weil. Ist nicht älter als 5 Sekunden. Sie kam mir gerade ja noch entgegen aus Office. Kann Jiburi kurz einmal? Ich muss ja wissen eigentlich, weil er stand ja ganze Zeit live. Ich bin aus Lab rausgegangen, bin nach unten gelaufen und da hatte ich einen Report-Button, aber sieht das ja aus. Damit, wie lange ist der Kill? 5 Sekunden circa. Dann ist sie rausgelaufen. Tiki, wo bist du? Gekillt. Tiki, wo bist du hin? Ich bin gerade jetzt oben da bei Electrical, bei diesem Pylon, der da steht. Tiki war nämlich gerade mit mir auch O2, also es könnte wirklich sein, dass sie da hochgegangen ist. Und Parzen, wo warst du? Pylon? Bei dem rechts von Electrical oder unter Electrical? Bei dem vor Storage. Ah, okay, also okay. Ich bin in Specimen gerade drin, beziehungsweise gerade oben Upper Decon benutzt. Also du könntest gekillt haben und ins Labor gegangen sein, oder hätte Jiburi dich da gecrossed? Nee, ich bin komplett unten durchgelaufen. Ich hatte 4 Tasks da unten. Also ich bin am Anfang die Runde direkt da unten rein, war bis gerade da drin. What? Das ist aber viel zu lang. Hä? Ich hatte das Zählen, Simon Says, dann die Einsortier-Task und den Download. Das sind halt irgendwie über eine halbe Minute, die man da allein schon mit den Tasks verbringt. Plus ich bin am Anfang der Runde Lifeline, weil ich immerhin gehe wegen Shifter-Check. Und dann bin ich da erst rein. Hat Tiki gerade gesagt, sie ist rechts neben Comms? Rechts neben Electrical. Zwischen Electrical und Storage. Also bei Storage, vor Storage bei diesen Pylon. Aber dann kann sie ja doch darüber gerannt sein. Also, wenn Jiburi sagt, sie ist unterm Lab, ist sie ja keine 3 Meter entfernt. Ja, ja, kommt dran. Aber das ist so ein bisschen. Ich mit dem Horus und Tiki. Es ist eine Leiter, Kala. Ich nehme Parzi raus. Okay, dann müsste es eigentlich. Ja, keine Ahnung, ich sag nichts. Kann jemand Tim Horus rausnehmen dafür? Ich bin Mayor. Also tötet mich jetzt Civil Gesser, aber. Nee, dann müsstest du Tiki voten. Ja, ja, geil, hab ich auch gemacht. Wir haben auch 8 Votes. Ja, okay. Nee, ich dachte, es kommt wieder der Tim Horus Vote, aber ich konnte mich verteidigen. Schade. Was? Ist der mal vorbei, oder? Azi? Nee, ist weder vorbei, noch glaube ich, dass Tiki richtig war. Warum sollte Tiki, wenn sie Imposter ist, sagen, dass sie in der Nähe von der Leiche ist? Also, dass sie da rein. Eigentlich ist es immer so, dass die Imposter dann so ganz weit weg callen. Die sagen dann, ja, ich war unten bei O2 oder ich bin gerade ins Beste. Und das, was Parzi gesagt hat, das wäre eher ein Call von einem Imposter, wenn er am Stein gekillt worden wäre. Ah, damn it, schwer. Also, ich kann 2 Leute ja komplett rausnehmen. Timmit und Jeff, die waren ja im Office drin, als ich reingelaufen. Oh, guck mal. Tim Horus ist tot. Wo wurde denn der jetzt gekillt? Was ist das für ein Movement hier? Hier ist keine Leiche. Parzi, geile Sau, Alter. Schön gemacht. Geil. Oh, nice. Schön gemacht. Stark. Tiki war wirklich. Tiki war richtig krass und Jeff, Gott. Upsi. Ja, aus den Calls, also Matteo war es für mich nach der ersten Runde nicht. Jibo hat das dann einfach gecallt, hat damit einen Poster rausgepusht. Tim Horus war wirklich der Mayor, weil wir 8 Votes hatten. Für mich war es zwischen Timmit und Jeff und ich habe dann halt einfach auf den ersten Besten geschossen, den ich von beiden gefunden habe. Ich dachte sogar, dass Tiki falsch ist. Ja, mit den Mayor-Votes. Mit den Mayor-Votes und Jibos Call weiß ich ja als Crewmate, beziehungsweise als Sheriff, dass Tiki richtig sein muss. Mhm. Aus eurer Sicht war wahrscheinlich schwer. Deswegen habe ich auch Schade Genugtuung gesagt. In der Runde gehabt. Ich habe einfach den Download von Flash abgebrochen am Anfang. Nee, Mods darf ich nicht, ohne Rat. Es hat sich so gut angefühlt, wo er den Download gemacht hat. Ich habe so gezählt, so 1, 2. Aber und dann kommt am Ende Sau, Alter. Tiki, spielen wir nochmal Polos oder Scaled? Tiki und Jeff können ganz Scaled mal spielen. Ah, okay. Du bist so eine Sau. Das Game ist kaputt. Lol. Oder? Was ist das für eine Map? Hä? Aber ich bin nicht in der Lobby drin. Warte, echt nicht? Ach nee. Warte, was? Habt ihr mich einfach vergessen?
Oh mein Gott. Hey, wieso bist du nicht? Wir haben bereit gerückt. Wir waren schon ewig in dieser Runde. Kevin nein. Allein zu Hause. Oh. Oh nein. Wollen wir einfach Proximity spielen? Hier ist jemand tot. Ah, tot. Ja, wir machen Proximity. Nein. Wo liegt die Leiche? Bei wo Dings. Genau? Hier. Warum läufst du in der Cafeteria? Unten in der Cafeteria. Kann ich nicht noch mitspielen die letzte Runde? Ja. Kann der Jester einfach outcallen, dann voten wir den. Wer ist der Jester? Haben wir einen Jester? Würde der Imposter seine Runde opfern, weil ich zu früh gestartet habe? Geht das? Ja, klar. Jo. Ich bin Imposter. Ich habe nicht Jester? Ready gedrückt, war meine Schuld. Ich bin der zweite Imposter. Also sorry, tut mir leid. Wait, ich bin doch einfach alle lieben, oder? Alles gut, Tiki, Tiki und ich wieder Imposter. Ja, wir müssen einfach Imposter und Killing Rolls einfach kurz rausgehen und wieder reinrollen. Oder einfach Jester voten. Oder einen Jester schnell voten. Gibt's ja nicht anscheinend. Haben wir nicht. Ich kann dann geht mal kurz raus. Tiki, du auch? Ja, Moment. Shorty. Ich war Sheriff. Ich wollte so eine aggressive Sheriff-Runde spielen und dann sowas. Oh, schade. Shorty, hast du Echo-Unterdrückung an? Weil manchmal, wenn viele reden, gehst du unter. Eine Person fehlt. Okay. Jetzt, let's go. Manchmal stellt sich das automatisch um. Let's go. Einfach nochmal einen Shorty. Yeah, let's go. Danke, dass ihr neu gestartet habt. Sorry. Ja, nein, danke. Wait, ich hab schon gekillt. Ey, Matteo, was geht? Hallo. Es hat einfach keinen Matteo, interessiert, so, dass du mich getötet hast. Da war ich ja gerade aber mit dem Imposter. Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß an alle und so. Boah, Detective ist stark auf das Geld. Wenn ich überlebe. So, Schuh geht da rein. Schuh ist ein Admin. Nein, nicht mit Proximity, wir spielen normal. So. Weil, wenn Events benutzt werden, dann kann man immer ganz gut schauen, wo die Fußspuren herkamen. Das ist immer ganz geil. Ne, da will ich gar nicht reingehen. Warte mal, das ist Jiburi. Jiburi. Oh, oh. So, sehen wir noch Fußspuren von dem Kill. Nicht schlecht. Ach, denkst du, ich war das jetzt? Nee, ich bin von links gekommen. Nee, ich meine, Tim Rodus ist tot, also. Kann das Lava sein? Wo? Nee, kein Lava. Keine Lava. Und Let's go safe. Woher weißt du, dass es kein Lava ist? Lava Info, oder was? Oh nein. Let's go ist Lava. Ach so. Ah, die klassische Lifeline-Info auf. Aber Tim Rodus liegt im Storage unten. Ist der Kill fresh? Wes und ich standen die ganze Runde oben bei den Fenstern in der Cafeteria. Wenn du liebst, dann beweise es und schenk mir eine von deinen Villas. Okay. Villa. Danke. Kann ich deinem Keller wohnen, Wes? Jo, Frau, Karete. Komm du her und verbessere mich, bitte. Karete. Das ist Karete. Also ich würde sagen, dass der Kill ungefähr so 10 Sekunden... 10? Nein, never. Also Timid und Tim Horus laufen mir entgegen von den Cams. Aber Matteo, ich bin ja in Electrical rein. Und Tim Horus ist ja weiter rechts. Ja, ich will nur sagen, 10 Sekunden ist niemals das zu lang. Timmit ist ja noch mit ihm rumgelaufen. Bin ich im Storage gewesen, hab meine Fuel-Taste gemacht, bin dann Electrical, hab den Schalter hochgelegt, dann ist Licht ausgegangen. Ich habe Licht nur mit einem Knopf angemacht. Es war wirklich nur der mittlere Schalter und dann bin ich Richtung Storage gelaufen und dann lag er da. Das sind ungefähr 10 Sekunden. Also er ist nicht länger als 10 Sekunden. Wo warst du denn in der Zeit, Timmit? Nein, es kommt aber wirklich hin. Wo warst du denn in der Zeit, Timmit? Du warst ich bin doch von Camps runter zu Electrical gelaufen, genau. Und du hast da drin Task gemacht, Shorty, oder was? Shorty ist in Navigation gestorben. Ja, ist mit in Navigation raus, als Shorty ich nicht angemacht habe. Shorty okay. Navigation, okay. Ich kann Jiburi rausnehmen. Letzte Frage. Wissen wir denn, wer vielleicht rechts war? Hast du in... Ich habe niemanden rechts gesehen, der musste hingewinnen. In Cafeteria jemanden getötet oder bist du lieb? Okay. Ich bin lieb. Okay, dann lässt es komplett raus für alles. Okay. Also ich wurde Timid, ganz offensichtlich Timid ist es hier. Nein, ich gibt's auch nicht. Jiburi fällt auch für mich Crew komplett raus. Matthäus, der Zweite, der hat gesagt, er skippt. Oh. Was? Ja, ich skippe auch. Timid und Mental. Ich bin der Dritte, Chaka. Timid zuerst. Timid ich bin Timid und Mental vor allem. Bless noch mit. Ach, Bless, du bist viel Verderber. Ich hab's nicht mitbekommen. Der guckt schon online, wie die Villen aussehen, in die er einzieht. Er überlegt schon, welche Villa er richtet schon Zimmer ein. Wählen. Nee, ich will den Bauernhof haben. Der wird auch am schönsten. Ja, ich bin die Kuh dann für dich. Da wird's auch eine Boulderwand geben, ne? Also. Ja. Boulderwand, nicht Boilerwand. Boilerwand! Was ist denn eine Boilerwand? Ja, so Gasboiler, so Heizboiler, den man hochklettern kann. Da will Jeff Boiler-Task üben. Ja, Boiler-Tasten. Kennst du nicht? Die Gasflaschen?
Shit, ich bin tot. Habe ich meine Rolle verloren eigentlich? Nein, habe ich nicht. Shit, ich habe zweimal Fußspuren verpasst. Jiburi und... Warte mal, ist Jiburi gerade gewendet? Nee, hier ist sie. Lol. So, wir folgen mal Jiburi. Okay. Lesk ist ein Mörder. Warte, wie kommst du da jetzt drauf? Ja, keine Ahnung, er ist einfach verschwunden. Er hat keinen Prenup unterschrieben und deswegen habe ich ihn jetzt umgebracht und kriegt die Hälfte von seinem Geld. Shushu kam von da, wo die Leiche liegt. Damit liegt, keine Ahnung, wie das heißt, da das mittlere unten. Communications. Und, Storage. Nee, da war ich noch nicht. Ich war mit Les bei Shields gestanden und dann bin ich hochgelaufen und dann habe ich Matteo da gecrossed und stand Navigation. Nein. Wo ist. Warte mal. Hä? Timid ist, hat gerade vorher noch das Licht angemacht, also er ist noch keine 5 Sekunden tot. Wisst ihr, also ich habe gerade Simons Leiche gefunden, der liegt an Simon Says. Okay, ich würde gerne dazu sagen, jetzt, falls du es hörst, Timid, ich habe mir im Kopf gesagt, ich weiß zwar, dass er Imposter ist, aber ich glaube nicht, dass es cool ist, auf ihn zu schießen. Genau in dem Moment läuft es durch mich durch, mein Finger hat wie aus Reflex auf Kill gedrückt. So, es tut mir so leid. Okay. Das war... Ich wollte dich eigentlich gar nicht abschießen, aber mein Hirn hat einfach, da gab es eine kurze Distraktion. Würde das hinkommen, dass Timid da im Dingens getötet hat, im Reaktor? Nein, kann der bei Lights vor der hinkommen sein? Nein, jetzt gerade, weil, wie gesagt, Simon in Reaktor. Nee, ach so, ja, das... Kann möglich. Er das gewesen sein? Also er hat das Licht zumindest angemacht. Ein paar in der Runde weiß ich nicht, aber letzte Runde hat er im Meeting was gesagt, was ihn leider... Ja, weil das wäre die Frage, ob wir dann ermitteln müssen, wer Simon getötet hat. Oder ob wir das Timid zuschreiben aber können. Aber glauben wir jetzt auf Flex, dass der Sheriff ist? Ja, auch das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass... Jibu. Ja, wenn die Evil Guesser ist vielleicht raus. Nein. Haben wir einen Nice Guesser drin gerade? Zufällig. Nein. Vielleicht. Okay. Wenn du ein Nice Guesser bist, nein, dann guess doch gerne mal Sheriff auf mich. Nee, bin ich nicht. Leider nicht. Ja. Also ich hätte nicht Timid an der Stelle weggemacht, weil Schuh 1 Meter hinter mir gelaufen ist und die hätte gerafft, wenn ich Timid da wegmache. Dass ich das bin. Sprich, als Imposter hätte ich mich da sofort aufgegeben. Der einzige Grund, wieso ich das gemacht habe, ist, weil ich Sheriff bin. Oder Schuh Nummer 2. Aber das könnte ich natürlich auch als Imposter sagen, ne? Was, wenn Schuh Nummer 2 ist? Ich glaube trotzdem. Okay. Nee, bin ich nicht. Bist du nicht? Okay. Nee, bin was anderes. Also Timid Mente ist das, oder was? Wann das? Nee, Matteo Vlesk, der deckt ihn doch, hä? was? Ja, nee. Tiki ist Nummer 2. Oh. Echt? Vielleicht. So, ich würde gerne bei Tiki bleiben, um zu sehen, wie Vlesk sie erschießt. Okay. Dann laufen wir diesem Haufen hier hinterher. Warum bleibt ein Jiburi bei... Oh, oh. Oh, nee. Oh, oh, ich geh drücken. Pasi. Also, wie weit zur Hölle werde ich damit zurückgespult? Das ist ja ein absoluter Frecher. Pasi, wollte mich töten. Ich bin der Wackerkönig. Wie soll ich denn da wieder hinkommen? Das ist auf der Map eine absolute Sauerei. Das ist ja krass. So ein Profi in diesem Teil. Das ist so eine Sauerei. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ach, deswegen bist du mir die ganze Zeit hinterhergelaufen letzte Runde. Ja. Ich dachte, du willst mich töten. Das ist eine absolute Sauerei. Können wir einfach noch eine Runde spielen, bitte? Ja, wir machen, dass wir keinen Jackal haben. Du Fuchs. Stark, ey. Schuh einfach heftig. Schuh sehr stark. Ja, ich habe auch ziemlich auffällig vorher umgedreht und Licht ausgemacht. Ja, also, und ich dachte so, ja, jetzt hast du Pech gehabt. Patsy, wusstest du, dass ich das vielleicht wusste am Anfang der Runde? Stark. Oh, ich hatte so Stress, ne? Ich bin zum Button gerannt, Licht gefixt mit Engineer und direkt den Button gemacht. Ich dachte mir auch so, bitte, ja, oh, das wusste ich leider nicht, ey. Ne, aber Timid, komm, wenn die Türen am Anfang zugehen, wer ist es dann? Früher war es Riot, Max, The X, jetzt bin ich's. Wer kann es denn sonst noch sein? Ich sag so, wer drüber nachgedacht hat. Wer hat den ersten Kill gemacht? Hast du das, Timid? Ja. Ja. Hä, du bist ja einfach... Ich bin echt von rechts gekommen, lol.
Wir haben den auf Simon, da haben wir zu dritt Simon Says gemacht und wir haben eigentlich beide nur auf unseren Kill-Cooldown gewartet. Tim hat nur vor mir reingehalten. Ja, ja. Ich habe Tim so im Stream gesehen, dass er ein Post ist und dachte mir so, ist das fair, wenn ich das jetzt benutze, um auf ihn zu schießen? Bei Tim kann man das machen, das ist okay. Ich habe auch bei Tim Stream gesehen, dass er ein Post ist, deswegen habe ich am Anfang direkt gesagt, Tim ist ein Post. Ah, sehr gut. Nee, das merkt man bei dir, also ich kann nicht mal sagen, woran ich es gemerkt habe, Tim. So fällt dir das wahrscheinlich auf. Ich renne einfach los. Hallo? Alles gut. Du wärst lieb, Timid, ich schilde dich und dann killst du mich. Let's go, Leute, last round. Ja, let's go, letzte Runde. Viel Spaß. Viel Spaß. Aggressive Runde jetzt, Aggressiv. Okay. Simon, wenn wir wieder im Poster werden, einfach rein. Aggressive Runde. Oh, geil. Pass, wir sind im Poster, let's go. Ja, hau rein. Immer schön auf Kehler. So, wir haben direkt Kill-Cooldown. Ist noch jemand hier oben? Ja, Shorty ist hier. Und Vlesco, Mann. Laufen die zu zweit rum. So, Madbay eine Person. Kann ich wenden? Ja, ne? Oder komm her, Simon! Hallo? Okay. Bin gleich da. Okay. So, die beiden sind da. Jeff läuft da mit rein. Kann ich warte mal, wie kam mir denn gerade Dings entgegen? Harzi, war der nicht gerade? Der ist ja gewendet dann. So, meine lieben Freunde. Dumme Sau. Das ist, was für aggressive Runde, wenn man einen Button drückt. Ja, und keiner tötet, hä? Button. Pass auf. Mit auf dem Planeten. Ich gönn's dir jetzt nicht, Vlesk. What? Hä? What? Timid? Alles gut. Warte mal kurz. pass auf. Ja, warte, also, Lügen überlegen, also, ich bin nice, ist auch aggressiv voten. Ich bin nice Guesser, pass auf. Ich bin Nice Guesser. Oh nein. Boah, oh nein. Les ist an Navigation vorbeigelaufen. Ich bin hochgelaufen, dann geht der Vent in Cafeteria auf. Dann ist er sogar wirklich ein Poster, weil ich der Engineer bin, wenn du das gesehen hast. Oh Mann, jetzt hast du nicht geoutet, Patsy. Ich bin. Aber welche Rolle noch? Ja, ich hab mich jetzt geoutet. Aber wir haben ja Nice Guesser drin, ist ja okay dann. Timid Nice Guesser ist. Ja, aber jetzt jede Rolle coin wäre ja langweilig, oder? Nee, wir coin. Du könntest Jakal voten, du könntest. Ich kann dir garantieren, dass Timid nie rausfinden wird, was ich bin, deswegen guess ruhig. Absolut 0% Chance, dass du raffst, welche Rolle ich habe. Vlesk ist bait. Lass dich nicht verunsichern. Der ist. Traurig. Wenn du meine Rolle jetzt errätst, ohne meinen Stream zu gucken, so, ich tätowier mir deinen Namen auf den Arsch. Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Timid, denk gut nach jetzt bitte! Warte. Timid, denk jetzt gut nach! Warte mal, warte mal. Du schaffst es nie im Leben. Boah, wenn ich jetzt richtig. Let's go, komm. Versuch's doch, komm, hau rein. Komm, Timid, trau dich. Komm, trau dich, trau dich. Ich liebe dich. Sag mal vorher die Rolle, die du. Sag vorher, was du gessen willst, ja. Ja, ich will gar keinen Imposter mehr callen. Hä? Warum sollte Bless gewenden, wenn niemand tot ist? Ja, hau doch mal rein, komm. Bau dich doch mal. Ich hab das jetzt scheinbar. Pass auf, wenn du jetzt kein Engineer oder Imposter oder Jakal bist. Dann warst du im Admin-Table und bist der Hacker. Mach meinen Stream sofort zu, okay? Ach, Tim. Ah, das stimmt nicht, oder? Das ist dafür wollte ich dich, Timid. Ja, also für Stream-Sniper wird auch gewotet. Timid, so lange hast du gebraucht, bis der Stream öffnet. Ja, das ist sorry. Nee. Schwach, Timid, schwach. Timid! Oh mein Gott! Schwach, Timid. Also ich möchte ein Foto vom Tattoo sehen. Ich möchte seine Augen analysiert haben. Ja, ich möchte auch Augen analysieren. Ich könnte jetzt. Weiß nicht, ob die Leute zugehört haben. Augenanalyse, ob er irgendwo hingeguckt hat. Ich weiß nicht, ob die Leute. Ob die jetzt. Warum gehen die Tür nicht auf? Ich würde jetzt gern Dings killen. Ich würde gerne Party killen und die Dingsrolle annehmen. So. Okay. Warum läuft er mir die ganze Zeit hinterher?
Parzi, Parzi, ich will Parzi töten und seine Rolle haben. Ach so, man kann ja, man macht die Türen hier nicht auf, sondern man wartet ja, bis sie aufgehen. Wer rennt denn hier weg von mir? What the fuck? Ja, was passiert hier? Ich bin Sheriff, ich habe gesehen, wie Simon einen Kill gemacht hat und dann bin ich mit dir hergelaufen und hab ihn gekillt. Wir haben einen Nice Guesser, oder? Wir haben Nice Guesser. Matteo, wenn du an der Stelle. Nee, Matteo, das kann ich nicht. Du bist doch ein Nice Guesser. Du bist kein Sheriff. Also, ich habe gerade gesehen, wie Matteo auf Unge draufgesprungen ist und ihn gekillt hat, vor meinen Augen. Das kann ich bestätigen. Nee. Ja, aber dann ist er kein Sheriff. Ich bin Sheriff. Das stimmt nicht, Jiburi. Ich bin. Matteo, wenn du hier als Crewmate lügst. Warum dann verlieren wir hier die Runde? Warum sollte ich lügen? Und warum soll zwei Sachen. Warum sollte ich lügen? Ja. Und warum sollte ich vor Tiki Unge einfach umbringen? Also was wäre da weil du Jackal bist. Lügen sollst du, weil du Punkt 1 Jackal bist oder Punkt 2 der Jester bist. Nee. Wie kann er als Jester töten? Da muss der Tiki mitlügen. Nein, du. Du als Jester oder du als Jackal. Deswegen würdest du hier lügen. Tiki hat aber ja gesehen, dass er draufgesprungen ist. Ich habe gesehen, dass Mäntel auch dann ist Unge draufgesprungen. Nein, ich bin Unge hinterhergelaufen und habe ihn getötet. Also er hat vorher den Kill gemacht. Aber aus welchem Grund tötest du ihn? Weil er den Kill gemacht hat. Achso, an wem? Ich weiß leider nicht mehr, das tut mir leid. Also er hat... ich weiß die Farbe nicht mehr, es tut mir leid. Es war Shorty oder Tim. Tim Horus, ich weiß es nicht mehr. Oh Mann, ey. Dann glaubt's halt nicht. Okay, dann glaubt es nicht, dann votet mich einfach raus. Ja, aber Jibu sagt ja aus wie zum Sheriff. Ja, aber also. Ich bin halt Sheriff, was soll ich anderes sagen? Ja, aber ist Jibu dann Imposter oder Jester? Ja, dann ist sie Jester oder ich weiß nicht, was sie ist. Aber hast du gelogen oder so, Jiburi? Nein. Wir haben ja kein. Okay. Also, kann Jester sein? Er dachte wahrscheinlich, Sheriff ist schon raus oder so und hat jetzt gelogen. Warum soll ich denn vor Tiki killen? Was ist, wenn Tiki und Matteo Lover sind? Nein, sind wir nicht. Nee, dann hätte sie Nee, dann ja würde ich reported. Ja jetzt. Ja, sonst würde ich ihn. Warum sollte sie auch reporten, wenn ich mit Tiki Lover bin? Also, okay, ich überlasse es euch. Naja, dann könnt ihr ja sagen, dass ich habe das Gefühl, wir sind die einzigen Crewmates hier. Mein Guest. Nein, haben wir nicht. Mein Guest, Jester, zwei Imposter, ein Jackal. Und wir können voten, was wir wollen. Wir haben verloren. Okay, dann lass aber wenigstens erstmal Mente rausholen, dann haben wir einen raus. Okay, bin ich dabei. Okay, jetzt passiert. Scheiße! Mann, ich hab zu spät gesehen, dass sie da ist. Ich hab so ein Gefühl. Wie soll ich denn als Jester töten? Dann hätte er ja nicht killen können. Alles gut. Ja, okay. So, na gut. Wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Also, wir wissen jetzt aber, dass... Ich hab nicht gesehen, dass sie da auf einmal steht. Ich dachte, ich kann einen Kill machen und dann oben in der Cafeteria, der wird ewig lang nicht gefunden. Aber I tried my best. So. Oscar geht raus. Ja. So, wen sucht Jiburi jetzt? Auf wen will Jiburi schießen? Ist die Frage. Steckt sich hier unten. Oh, da kommt Shu. Und ja. Ey, oh mein Gott. Ich hab mich gerade so sicher gefühlt, weil ich dachte, ich hätte beim Call Shushu gebaitet. Jiburi war ja gar kein Sheriff. Dann fixe ich als Engineer. Und oh, Jiburi war wirklich. Jiburi, du warst ja Jester. Ey, wie asozial ist das denn? Ey, das war der beste Moment meiner ganzen Among Us-Zeit. Hä, hey, warum ja, hast du ihn gegessen? Ich hätte nie glauben können, so. Hat schon wer. Warte mal, stimmt gemacht? Das jetzt oder nicht? Hey, ja! Also, bei mir im Chat wurde zumindest gesagt, Timmits Maus hat den Bildschirm nicht verlassen, auf dem er Among Us spielt. Oh, sehr nein, gut. Nein. Ja. Pass auf, ey. Pass auf, mein Gedankengang. Ja, ich will nur kurz erklären, meinen Gedankengang. Wenn das auch lange, ich dachte, du wolltest mich baiten, weißt du? Und dann habe ich mir gedacht, der spielt das so gut, dass er gar kein Imposter sein kann. Und wenn er im Admin ist, dann könnte ich ja auf Hacker gessen. Ja, aber woher weißt du, dass ich im Admin bin? Ich hab dich gesehen, du bist aus Admin rausgelaufen. Also ich, aber er hat seine Maus verlässt echt nicht den Bildschirm. Warte, ihr wollt mir jetzt sagen, dass es legit ist. Ich hab nicht auf den Chat geguckt. Also entweder... Das ist jetzt legit oder was? Timid, ja, entweder streamsniped Timid permanent oder er hat... Ach Leute, permanent. Arsch-Tattoo. Ey, ich bin so ausgerastet. Ich bin durchs ganze Zimmer gerannt. Aber so wie er reagiert auch, also viel Spaß lässt, ne? Nein, aber das war so gut einfach. Also falls du das vloggen willst, kann ich die Kamera machen.
Aber, ja. Aber das ist geil. Aber es gibt schlimmere Sachen als Tim mit auf dem Arsch, glaube ich. Dafür fahre ich sofort nach Berlin und will mir das angucken. Dafür würde ich das freiwillig tun. Tim mit dieser Arsch. Oh mein Gott. Ich hatte jetzt 154. Okay. Ja, das mit der, aber wisst ihr, was das Beste ist? Wir werden jetzt alle Blesk Arsch sehen, damit er das beweisen muss. Arsch-Tattoo. Es war sehr geil. Witzig. Sehr schöner heute. Tag, ja. Ja, ja, ja. Danke euch. Schlaf gut. Ciao. Madeira-Arsch-Tattoos sehr beliebt sind.